Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen bei Zeitqualitäten Nummer 11. Vielen Dank wieder fürs Einschalten. In der heutigen Sendung kümmern wir uns mal ein bisschen gehen in den Bereich der Gesundheit und wir werden mal ein bisschen tiefer in das Thema der Impfthematiken einsteigen. Und zu Beginn werden wir auch über den Coronavirus sprechen und einfach mal einen Abriss geben, wie die aktuelle Sachlage da ausschaut. Das heißt, Fakten ist hier das Entscheidende, weil das Problem ist, das sehen wir ganz deutlich, es geht wieder in die gleiche Richtung wie erstens bei allen Virus-Pandemien vorher, Schweinegrippe, Vogelgrippe etc. pp. Und was man hier auch ganz deutlich wieder merkt, ist das gleiche Thema wie bei unserer letzten Sendung, wo wir über CO2 gesprochen haben. Man kann das medial überhaupt nicht mehr ausblenden. Und wie wir in der letzten Sendung auch schon gesagt haben, ist das ja immer etwas, wo man mal genauer hinschauen dürfen. Und genau diesem Thema werden wir uns dieser Sendung mal genauer widmen. Martin, herzlich willkommen in der Sendung. Herzlich willkommen, Patrick, und natürlich auch die Zuschauer, herzlich willkommen. Wo wollen wir denn da einsteigen? Ist ja wieder ein breites Feld. Ich denke, wir fangen wieder an eigentlich mit den modernen Zeitqualitäten und sprechen mal, welche Monde eigentlich jetzt in der aktuellen Zeit wieder für uns wichtig sind. Und dann hast du gesagt, wir werden mal über den Coronavirus anfangen, oder? Ja, weil das Hauptthema ist ja eh das Thema aktuell Masernimpfpflicht oder Impfzwang. Und dann natürlich in der medialen Welt jetzt sowieso der Coronavirus in jeder Meldung ist und Hauptschlagzeile, passt das natürlich ganz gut als Einstieg. Mhm. Ja. Und eben wie du schon gesagt hast, ich meine, wir kennen es ja von verschiedenen Themen, die immer wieder wirklich so breit getreten werden über einen bestimmten Zeitraum, dass alles andere gar keinen Platz mehr hat. Und das ist natürlich auch spannend zu schauen, warum der Coronavirus jetzt in dieser riesigen, Größe überall medial vermarktet wird und immer hier wieder mit der Angstkeule gearbeitet wird. Das ist sicherlich wieder das maßgebliche Thema, ne? Die Menschen wieder schön zu Hause halten, bleibt schön zu Hause, guckt Fernsehen und habt Angst. Ja, aber es geht auch um einen größeren Kontext. Also wir sprechen ja ab und an auch so über die Pläne. Die Pläne, ob das jetzt die UNO-Agenten sind oder ob das jetzt die Pläne sind, neue Weltordnung, wo ja alles eben nur Verschwörungstheorien sind. Aber das passt auch wieder hervorragend in das Puzzlebild, ne, in dieser Fahrtrichtung, Richtung neuer Weltordnung, wie das geplant ist und wie dann eben auch Kontrolle ausgeübt werden kann. Und das können wir uns dann auch später anschauen. Also das passt Coronavirus und Impfzwang und Impfregister. Das sind verschiedene Agenten, die jetzt umgesetzt werden oder schon umgesetzt wurden, gestartet wurden, wo das einfach hervorragend reinpasst. Aber es ist ja immer wieder erstaunlich, wenn man wirklich mal wieder tiefer in die Fakten reinschaut, und das werden wir ja in dieser Sendung wieder mal tun, gerade zum Thema Coronavirus und Impfung an sich. Wo kommt es eigentlich her? Wie waren mal die Ursprünge zu diesem ganzen Thema? Das ist doch immer wieder erstaunlich, wie leicht man eigentlich auf andere Fakten kommt, die im Prinzip das mediale Bild, was uns immer wieder präsentiert wird, relativ schnell entkräften und auseinandernehmen. Ne? Natürlich, aber ich meine, du musst dir die Zeit nehmen zu recherchieren. Dann hast du natürlich eine Fülle von kontroversen Bildern. Und ich sage jetzt mal, der normale Mensch oder der normale Bürger ist halt schon vorsichtig, dass er sich bloß nicht in irgendein Töpfchen wagt, wo dann eben der doch Verschwörungstheoretiker ist oder schwachsinnig. Wir wollen ja alle vernünftig sein, wir wollen ja auch ernst genommen werden. Und da sind natürlich die meisten Menschen schon sehr vorsichtig, ob sie sich in schon allein mal nur theoretisch in diese Räume reinwagen und mal mit diesen Informationen spielen, die eben dann sehr kontrovers sind zu dem, was halt in der Masse und gerade in der Medialität der Mainstream-Medien halt so propagiert wird. Und da ist einfach schon viel Vorarbeit gemacht worden, geh bloß nicht dahin, schau dir das bloß nicht an, sonst gehörst du zu denen, Punkt, Punkt, Punkt. Ganz einfache psychologische Taktik, wie man halt die Massen steuert. Ja. Psychologie der Massen, sicherlich ein Buch, was man mal empfehlen darf, das zu lesen. Schon sehr, sehr alt, aber immer wieder spannend, da mal ein paar Sätze rauszulesen, wie einfach es doch ist. Und wenn man diese Konzepte mal verstanden hat und dann offen durch diese Welt geht, dann kommt man nicht drum herum, genau das festzustellen, dass genau dieser Hebel auch permanent angesetzt wird. Und das macht natürlich auch etwas mit dir, wenn du dir selber plötzlich auf die Schliche kommst, wie sehr du dich verarschen lassen hast. Also ist einfach so. Keiner gibt gerne zu oder erkennt gerne, wie er halt von den ganzen Lügen und gefakten Weltbildern halt sich täuschen lassen hat. Das tut einfach weh. Und durch diesen Schmerz muss man natürlich gehen. Und das ist auch so eine Überwindungsgrenze, wo einfach viele lieber halt wieder den Schritt zurückgehen und sagen,
ach Quatsch, das ist doch alles eben bloß Verschwörungstheorie oder was haben die denn? Und die werden uns sicherlich nicht belügen. Und ja, jeder will letztlich auch das Beste geben oder das Beste leben, was halt in seinem Weltbild das Beste ist. Aber das ist auch wieder abhängig von den Informationen, die er überhaupt hat, von den Ideologien und Identifikationen. Und da wurde halt in den vergangenen 100 Jahren extrem viel vorbereitet im Kollektiv. Und da kann ich natürlich verstehen, dass die Menschen dann nicht so bereit sind, sich in dieses Abenteuer reinzuwagen, auch wenn es nur zu Hause am PC ist, dass da schon bereits die ganzen Hürden und Begrenzungen aktiv sind, die einfach eingelegt wurden und programmiert wurden. Und da muss halt jeder sich selber den Mutstoß geben, dass er sagt, okay, weißt was, scheißegal, ich schaue mir jetzt das trotzdem an, weil ich meine, wenn man jetzt das Töpfchen anschaut, der ganzen Verschwörungstheoretiker, ich meine, das sind ja keine asozialen Menschen, die irgendwie unter der Brücke schlafen oder irgendwie nur Hippies sind, sondern das sind ja auch genauso hochintelligente Professoren, Doktor, Akademiker, erfolgreiche Menschen, die mitten im Leben stehen, in der Gesellschaft stehen. Also wenn man das dann so betrachtet, dann kann das natürlich auch eine Motivation bieten und sagen, ja gut, wenn die sich mit dem beschäftigen, dann könnte ich es ja doch mal tun, weil die machen jetzt nicht den Eindruck von Verrückten, ne, die einfach nur unter Verfolgungswahn leiden. Und, ja. Aber lass uns mal mit der Zeitqualität beginnen. Wir sind ja jetzt schon bereits im neunten Mond angekommen im Jahreswechsel, also im Jahreszyklus. Das heißt, das ist die Zeit vom 7. März bis zum 3. April. Und der neunte Mond ist halt nochmal sehr intensiv, weil das ist die neunte Stufe der Manifestation. Ich habe ja schon in den letzten Sendungen immer wieder so ein bisschen den Hinweis gegeben, diese Manifestationszyklen über 13 Schritte gilt sowohl für Tage als auch für Monde oder Jahre. Und man kann es immer wieder gleich anwenden in diesem fraktalen Raumerweiterungsgröße der verschiedenen Raumzeitenzyklen. Und die neunte Stufe ist halt eben sehr zündend. Das heißt, das Jahresgeschehen wird kurz vor der Manifestation, was dann eben die zehnte Stufe wäre, nochmal stark mit Energie versorgt, muss mit Energie versorgt werden, dass es kollabieren kann, dass es sich letztlich dann eben in der holographischen, irdischen Wirklichkeit manifestieren kann. Und der neunte Mond ist halt gesellschaftlich gesehen so nochmal eine heiße Phase. Das heißt, diese 28 Tage werden uns nochmal ziemlich deutlich zeigen, was einfach so auf der Agenda steht innerhalb des Kontexts unserer gesellschaftlichen Veränderung und Entwicklung. Nicht jetzt nur von Seiten derjenigen, die die Strippen ziehen in Form des Deep States oder eben der Illuminaten, sondern auch im übergeordneten Sinne vom Leben selbst gewollt. Also wie soll sich die irdische Form der menschlichen Zivilisation halt letztlich manifestieren? Und eben die neunte Stufe gibt da sehr viel Energie rein. Mit dem weißen Spiegel auf der vierten Position. Das heißt, es geht sehr stark nochmal um die Überprüfung oder um das Betrachten, welche Pläne sind im Laufe dieses Jahres im Vorfeld bereits immer wieder kommuniziert worden. Also gerade medial natürlich, in den Mainstream-Medien. Darum finde ich es auch okay, wenn man sich regelmäßig so die Nachrichten auch anschaut. Ich meine, es gibt ja viele, die sagen, nee, ich habe mein Fernsehen rausgeschmissen, ich schaue mir überhaupt kein Mainstream mehr an. Aber wir kriegen halt über die Mainstream-Ebene doch viele Indizien oder Hinweise, Wegweiser. Und dann kann man sich halt auch damit beschäftigen oder sich darauf einstellen. Und hier gilt es also in dem neunten Mond mal zu betrachten, okay, welche Pläne wurden kommuniziert im Vorfeld schon und die jetzt wirklich umgesetzt werden, wie jetzt eben der Impfzwang zum Beispiel. Wo ja doch viele im Vorfeld gesagt haben, ach, das geht ja gar nicht durch, weil es aus verschiedenen Gründen, da kommen wir noch drauf, gehen wir noch drauf ein. Und trotzdem ist es jetzt da. Also erst vorgestern wurde es dann auch wirklich im Bundesgesetzbuch verankert, veröffentlicht, also die Unterschriften sind gemacht. Steinmeier hat also am 10.2. unterschrieben und auch die Merkel und alle, die haben so das Ganze abgesegnet. Und da sieht man halt doch, ah, okay, wir sehen jetzt, welche Pläne, die wir vielleicht nicht ernst genommen haben, wirklich umgesetzt werden oder eben Pläne zu betrachten im tieferen Sinne. Das heißt, dahinter zu schauen, weil der Spiegel fordert uns auf, wirklich in die Klarheit zu kommen. Er fordert uns auf, wirklich gnadenlos zu erkennen, welche ursächlichen Kräfte und Gruppierungen im Hintergrund wirken.
Also nicht mehr einfach am Spiegel hängen zu bleiben und das irgendwie dann zu relativieren oder rechtzufertigen, sondern sich wirklich die Mühe zu machen, okay, was steckt dahinter? Und das sind halt mehrere Räume. Also hinterm Spiegel gibt es halt mehrere ursächlichen Räume, je nachdem, wie tief wir auch in der Struktur reingehen, in der Hierarchie reingehen. Und man kann sich zum Beispiel jetzt beim Thema Impfpflicht mal betrachten, okay, wer steht eigentlich hinter Jens Spahn? Oder anderes Thema, was gerade aktuell ist, die CDU mit ihrem Machtwechsel, wenn man so sagt, also die Parteiführung und wer wird dann Kanzlerkandidat. Und schon damals bei den Wahlen, wo dann die AKK gewählt wurde, war ja auch Merz schon auf der Bühne und hat ja knapp verloren. Und auch da zu betrachten, okay, weil meiner Wahrnehmung nach wird Merz derjenige sein. Also Spahn-Ferkel sicher nicht, aber Merz. Und der ist halt ein Mitarbeiter von BlackRock. Und wenn man dann diese Strukturen wieder betrachtet, ja, wer ist überhaupt BlackRock? Und was ist das für ein Weltkonzern? Und über welches Vermögen verfügen die eigentlich? Und wie sind die vernetzt? Und dann sieht man auch wieder, aha, in welche Richtung soll das überhaupt gehen, wenn jetzt wirklich Merz da zum Kandidaten auserkoren wird. Ich finde interessant, dass ja im ganzen letzten Jahr im Prinzip das Thema ja schon vorbereitet worden ist zum Thema Impfen, Impfzwang etc. pp. Ja, man hat dann schon ein bisschen mal vorsichtig mal reingeschaut, beziehungsweise hat so ein paar Ankündigungen gemacht seitens der Gesundheitsindustrie, wir wollen das so machen, und hat mal geguckt, wie die Bürger, ob sie überhaupt auf die Barrikaden gehen oder nicht. Und zack, in dem Moment kommt natürlich wieder ein neuer Virus. Wunderbar, passt also wieder 1:1. Wir haben also quasi die Handhabe, jetzt können wir es auf jeden Fall machen. Und es ist schon immer interessant, ja, wie das dann einfach funktioniert. Ich meine, das ist ja immer wieder das Gleiche. War bei der Vogelgrippe, Schweinegrippe, war das ja ähnlich. Da hat man das auch schon mal probiert. Und hier kann man die Pläne quasi wunderbar erkennen, ja, die dahinterliegenden Strukturen letzten Endes erkennen. Und zu dem März, naja gut, was will man denn da noch sagen? Also da braucht man wirklich noch gucken, wer finanziert den guten Mann. Und die Frage ist, es bleibt ja auch immer, er war ja derjenige, der geklagt hat, wenn ich mich recht entsinne, im letzten Jahr, Bundesverfassungsgericht, dass Abgeordnete ihre Nebeneinkünfte um Gottes Willen bloß nicht öffentlich angeben dürfen. Wunderbar, so jemanden brauchen wir natürlich an der Spitze. Ja? Gut, aber wir werden einfach jetzt wirklich in die Klarheit gebracht, die Strukturen unserer Gesellschaft genau zu beobachten und einfach investigativ dahinter zu schauen, jeder nach seinen Möglichkeiten natürlich. Aber es gibt ja mittlerweile so viele YouTuber oder auch investigative Journalisten, die sich eben unabhängig gemacht haben vom Mainstream und da wirklich auch sich bemühen, halt da Fakten einfach aufzuzeigen, die dann für sich selber sprechen. Also im Endeffekt muss jeder sein eigenes Weltbild ja sowieso, oder jeder formt sein eigenes Weltbild und sein Puzzle und hat seine Stückchen. Aber eben, wir werden einfach aufgefordert, hey, schaut jetzt mal in die Tiefe. Geht's einfach tiefer rein. Der weiße Spiegel 4 ist auch im Rahmen der Adlerwelle, und die Adlerwelle möchte eh das Wohle des Ganzen. Also möchte uns, oder bringt uns auch dazu, dass wir uns mehr auch kollektiv identifizieren, also rausgehen von einfach Hauptsache mir geht's gut oder meiner Familie, sondern dass wir immer mehr jedes Mal, wenn die 13 Tage der Adlerwelle eingespielt werden, dass wir wirklich ein globales Bewusstsein gründen, dass wir wirklich eben das Wohle des Ganzen im Sinn, im Blick halten und unsere Motivation immer wieder überprüfen und die Verantwortung natürlich dafür übernehmen. Was läuft überhaupt in der Welt? Also diese Ausreden, was kann ich denn schon tun? Ich bin ja nicht verantwortlich dafür. Ja doch, eben, der Adler hat das Bewusstsein, dass er sagt, ich bin eine Zelle des ganzen Organismus, und als eine Zelle dieses Organismus, Planet Erde, bin ich einfach mitverantwortlich, weil alles, was ich tue, beeinflusst das Ganze. Also wir müssen jetzt wirklich immer mehr raus aus diesem alten Weltbild der Getrenntheit rauskommen, die ja immer noch strategisch eingesetzt wird, um eben die Massen zu spalten, damit das eben nicht stattfindet. Und eben wirklich wir als große Menschheitsfamilie oder als planetare Spezies, die einfach eben hier auf einem Planeten die Mitverantwortung tragen, diese Mitverantwortung auch zu übernehmen. Und durch diese Verantwortlichkeit bekommen wir automatisch auch Zugang zu Ideen und Visionen, was wir jetzt, so groß oder klein auch unsere Möglichkeiten sind, tatsächlich tun können. Und es geht ja nicht darum, dass wir immer so diesen Anspruch an uns haben, ja, wir müssen große Dinge bewegen. Weil ich meine, 1000 kleine Dinge werden auch groß. Und einfach in diesem Kontext, in dieser Vernetzung, in diesem Miteinander wirklich das zu tun und sich in diese Verantwortlichkeit zu begeben und auch diese Ideen mal zuzulassen und vielleicht einfach mal aufzuschreiben. Einfach sich Notizen zu machen,
Weil jeder Mensch, der eine Idee in sich empfängt und ihr Raum gibt und eine Aufmerksamkeit gibt, empfängt das auch für die gesamte Menschheit. Da kommen wir schon in die Thematik der morphischen Felder, Rupert Sheldrake, dass wir wirklich alle vernetzt und verbunden sind, oder C.G. Jung, das kollektive Unterbewusstsein. Das heißt, wenn ein Mensch eine Idee empfangen hat, dann wird sie viel einfacher für alle anderen Menschen, sie zu empfangen. Man braucht natürlich die persönliche Resonanz zum Thema, das ist klar, weil das öffnet ja dann auch die entsprechenden Dateien im energetischen Feld. Aber so funktioniert es. Und wer das wirklich auch ernsthaft betreibt und sich selber aber auch ermächtigt, der bekommt dann auch die Möglichkeiten, diese Ideen umzusetzen. Tatsächlich in die Tat umzusetzen, in die Handlung zu bringen. Und da kommt natürlich wieder die andere Schiene, die uns so beschäftigt wie möglich hält, dass wir so mit dem Überleben und mit den Sinnlosigkeiten unserer Gesellschaft, unseres Rechtssystems beschäftigt werden. Auch natürlich die mediale Berieselung oder das Bombardement mit Themen, die eigentlich in unserem Leben gar nichts zu suchen haben, und trotzdem werden wir da reingezogen und da wird Energie gebunden und Aufmerksamkeit gebunden und Emotionen gebunden, und dann haben wir gar nicht diese Ressourcen eigentlich oder die Zeit dafür, uns wirklich mit dem zu beschäftigen, was wir jetzt Gutes für diese Welt tun könnten. Und diese Adlerwelle dauert bis zum 16. März, also vom 4. März, überschneidet also dann den Mondbeginn am 7. März mit dem Spiegel 4, dem weißen selbstbestehenden Spiegel, und das geht dann beim 16. März. Und die nächste Welle, die wir haben, das ist dann die Abschlusswelle im Zolkin-Spin selber, das heißt, diese Matrix besteht ja aus 260 Zeitqualitäten, Kins, und die letzte Welle ist die Sternwelle, die dauert dann vom 17. März bis zum 29. März. Und das ist eine Zeit, wo wir uns auch innerlich nochmal erheben und in Kontakt treten mit dem übergeordneten Sternenwissen oder der Weisheit der Sterne, was auch ein Stück weit symbolisiert die Weisheit eigentlich unserer Herkunft als geistige Wesen. Aber auch eben das Sternenlicht, das ist ja nicht eine Deko, eine Nachtdeko für Menschen, die einfach gern zum Himmel gucken, sondern es geht darum, das Licht der Sterne symbolisiert sozusagen ältere Systeme, ältere Lebenssysteme, die über dieses Licht, was ein Informationsübermittler ist, auch tatsächlich Weisheiten, höhere Fertigkeiten, höheres Wissen auf die Erde strahlt. Also wenn man davon ausgeht, die 88 Sternbilder, die wir definiert haben, um die Erde herum, die sichtbar sind, dass die alle wirklich auch die Erde ständig imprägnieren mit höherem Wissen, was uns eben in unserer Lebensweise unseren Blick heben soll über die existenzielle Überlebensebene hinaus. Also nicht einfach nur, dass Überleben wichtig ist, diese Fertigkeit, sondern der Stern symbolisiert jetzt Kunst, Anmut, Dinge, die im Überlebenssinne überhaupt keinen Sinn und Zweck haben. Aber wir sehen es auch in der Natur. Die Natur ist auch ein Organismus, der die Fülle liebt, der die Kreativität liebt. Also die Natur bringt ganz viele Dinge in die Form, in die Existenz, was für das reine Überleben überhaupt nicht wichtig wäre, sondern reiner Luxus. Und der Stern fordert uns auch nochmal auf, wie harmoniesüchtig sind wir eigentlich? Und wie gehen wir eigentlich mit dem Thema Harmonie um? Sind wir bereit, unsere innere Harmonie zu opfern für eine Pseudoharmonie im Außen? Oder sind wir bereit, äußerliche Disharmonie und Grobheit und mitunter auch Reibung einzugehen für unsere innere Harmonie, für unsere Authentizität, dass wir wirklich unsere Wahrheit leben, unser höheres Wissen in die Welt bringen, auch wenn wir vielleicht zu diesen Imagozellen gehören oder zu diesen Rebellen gehören, die dann am Anfang angegriffen werden oder lächerlich gemacht werden, angegriffen werden. Weil dieses Thema des Angegriffenwerdens, wenn du Neues bringst, das ist natürlich momentan, also gerade in der heutigen Zeit, extrem. Also so schnell wird Rufmord begangen, so schnell wirst du in deiner Existenz oder in deiner sozialen Verflechtung geschädigt, angegriffen, deiner existenziellen Grundlage vielleicht sogar beraubt, bis zu Morddrohungen, Verfolgungen. Also die Geheimdienste sind da sehr, oder die geheimen Strukturen sind da massiv unterwegs momentan. Ob das jetzt einfach Stalking ist, also Einbrüche mit Umstellen der Möbel, wo du dann auch die Botschaft kriegst, hey, wir sind in deiner Wohnung. Zum Teil sogar, wenn du schläfst und du kriegst das nicht mit Überwachung bis zu Angriffe mit Frequenzwaffen, mit Energiewaffen und so weiter. Und das wird natürlich auch immer massiver, diese Repressalien, wenn du an die Öffentlichkeit gehst und Dinge erzählst, die einfach diese NWO-Matrix gefährden. Und ich meine, da sind wir jetzt noch kleine Lichtlein. Es gibt wirklich Menschen, die haben extreme Impacts
Und was die erleben und erzählen können und überleben, das ist natürlich schon massiv. Aber der Stern möchte uns einfach in das Vertrauen auch bringen und sagen, hey, wende dich wirklich deiner höheren Wahrheit zu. Jeder Mensch ist ja letztlich auch inkarniert, weil er eine einzigartige Berufung hat, die nur er oder sie in diese Welt bringen kann. Auch wenn es jetzt vielleicht ein Thema ist, was andere auch machen, aber so wie er, wie diese Person oder dieser Mensch es dann eben bringt ins Kollektiv, ist halt einzigartig und den Mut zu haben. Und das aber auch elegant umzuführen. Also wir müssen gar nicht kämpfen für und glauben, wir müssen uns jetzt den Bösen stellen oder auseinandersetzen, sondern auf eine sehr kreative, anmutige Art und Weise es eben kunstvoll zu tun. Das beinhaltet natürlich auch die Überprüfung des eigenen Inneren. Wie viel Macht gebe ich eigentlich den Mächten da draußen? Wie viel Macht gebe ich mir selber? Was erzeuge ich für ein Informationsfeld in meiner Realität, dass ich überhaupt angegriffen werden kann oder nicht? Greife ich selber an? Also hier müssen natürlich auch die Resonanzen überprüft werden. Wie harmonisch gehe ich eigentlich mit dem Leben um da draußen? Wie harmonisch gehe ich auch mit den Bösen um und den Tätern? Wie viel Harmonie und Einheitsbewusstsein trage ich eigentlich in mir, wirklich? Oder auch wie viel Ängste trage ich in mir? Dass wenn ich was Falsches sage, dann komme ich gleich unter die Räder oder werde angegriffen oder werde als verrückt angeschaut oder sozial ausgegrenzt oder. Ich meine, das ist natürlich schon ein sehr tiefes Thema und darum passt es auch sehr gut als abschließende Welle im Zolkin, die dann in den Höhepunkt mündet, der kosmischen Sonne am 29. März. Die kosmische Sonne ist sozusagen vom Bewusstsein her und auch von der tragenden galaktischen Energie her die stärkste Kraft, wo wir uns wirklich bewusst werden dürfen. Wir sind Splitter des göttlichen Bewusstseins, des Schöpfers. Oder man kann auch sagen, die Symbolik, wir sind Sonnenstrahlen, wir sind verbunden mit der Sonne, auch wenn wir nicht die Sonne selbst sind, aber in seiner Qualität sind wir die Sonne. Das Licht, die Energie der Sonne. Und genau so sind wir auch als Menschen. Wir sind Strahlen des göttlichen Bewusstseins. Zwar nicht in der Quantität, aber in der Qualität tragen wir das in uns. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, auch hier wieder die Aufforderung, ich bin. Diese Gegenwart in uns, die uns dazu befähigt, dass wir das wissen, denken, fühlen und aussprechen können, das ist das Geheimnis. Und das ist diese Macht. Und dass wir endlich erwachen dazu, dass wir die Schöpfer sind, die uns zwar als Menschen erschaffen haben und wir sind dann in diesem Schizo-Zustand zwischen Geschöpf und Schöpfer zugleich, aber dass immer mehr ein Erwachen eben stattfindet. Ich bin eben Anteil, ein Teil dieses Schöpfers und ich kann dies verwenden, jedes Mal, wenn ich bin, in irgendwelcher Form zur Anwendung bringe. Und dann relativiert sich das auch, dass ich natürlich dann auch meine Mitwesen, nicht nur die Menschen, sondern die Mitwesen auch als Formen dieses Ich-Bins erkenne. Und dann kommt ein Einheitsbewusstsein damit rein. Und dann wird es auch nicht mehr in dem Sinne gefährlich. Oh, da ist jetzt der Teufel und der will mich jetzt umbringen oder die negativen Strukturen. Sondern, dass wir dann wirklich eben in ein Einheitsbewusstsein kommen, was dann auch Frieden ermöglicht und gegenseitige Liebe. Und sagen, es ist eigentlich ein Spiel, es ist ein kreativer Tanz. Und wir können das kunstvoll halt auf der Bühne umsetzen, ohne dass wir jetzt da uns zurücknehmen müssen, aber auch nicht den anderen angreifen müssen, sondern einfach eben für Klarheit sorgen. Aber eben immer sehr kreativ. Und das ist natürlich auch eine ganz tolle Geschichte. Und dann kommt dieser Wechsel zwischen 29. März und 30. März, wo dann eben auch der neue Zolkin beginnt am 30. März wieder mit der Drachenwelle. Und das ist auch nochmal ein Wechsel, wo einfach nochmal eine Anhebung spürbar wird. Energetisch könnte man auch sagen, vom höchsten Punkt vom Omega-Punkt treten wir wieder zum Alpha-Punkt. Und das merkt man dann, manche haben so das Gefühl, oh, plötzlich, das ist ein Energieabfall. Aber es ist eigentlich gar kein Abfall, sondern wieder ein Neustart. Aber eben, der Zolkin dreht sich halt nicht im Kreise, sondern in Spiralförmigkeit. Das heißt, jeder Zolkin-Spin, den wir bewusst mitgehen, bringt uns auf eine höhere Ebene. Und das ist halt spannend, jetzt gerade in diesem neunten Mond, der sowieso eben sehr viel Energie in unsere gesellschaftlichen Strukturen reinbringt und sehr viel Klarheit. Mhm.
Und das merken wir ja auch, ja. Also gerade in der Diskussion nochmal um das Thema Corona und was ist, das ist ja nicht das Einzige. Wie er sagt, wir hatten es ja im letzten Sendung mit CO2, ist es ja auch so. Man merkt schon, dass die Gemüter immer hochkochen, dass die Leute satt haben, ja, immer die gleichen Kamellen zu hören. Also wie wir das schon gesagt haben, der Mainstream übertreibt es einfach so dermaßen mit seiner medialen Kampagne, dass du als Normalbürger selbst da schon anfängst, ich kann es nicht mehr hören. Ja. Und das ist ja auch nichts anderes als eine Reaktion zu sagen, Moment, ja. Ich bin übersättigt, das genau. ist mir zu viel, aber gleichzeitig hält es dann diese Menschen, also ich sage jetzt mal einfach die, die noch im System drin leben, hält es davon ab, dann selber zu recherchieren, weil sie eh schon gesättigt sind. Ja. Also das ist dann der andere Effekt. Mhm. Das heißt, die Menschen, die dann wirklich sich mit dem Thema beschäftigen, sind in der Regel solche, die eh schon aufwachen und sich eh schon mit diesen hintergründigen Strukturen auseinandersetzen. Und die beschäftigen sich dann damit, aber trotzdem noch im Alltag hören wir nach wie vor von vielen, die halt sagen, ja, aber ich bin alleine auf weiter Flur. Und ja gut, aber wenn wir alleine sind, dann ist es erstens mal nur scheinbar, weil wir wissen ja gar nicht, was in den anderen wirklich abläuft, solange wir sie nicht wirklich lesen können, also multidimensional. Und auf der anderen Seite ist, ja gut, aber dann ist das erst recht eine Aufforderung, dann geh auf den Marktplatz und offenbar deine Wahrheit, aber eben nicht im anklagenden Sinne, auch nicht im missionierenden Sinne, weil das einfach Druck schafft, Gegendruck. Ich meine, ich bin auch ein Mensch, der gerne oder dazu neigt, den Gegenüber dann zu fluten. Gerade wenn ich ein gewisses Maß an Unbewusstheit und an Gehirnwäsche feststelle und ich dann einfach merke, okay, ich habe jetzt vielleicht 5 Minuten oder 10 Minuten oder sei es eine Stunde, um da einfach Samen zu pflanzen. Aber das ist in der Regel eben kontraproduktiv. Das ist nicht das, weil der Gegenüber macht dann sehr schnell zu und fährt hoch und hat mich dann gleich auch irgendwo eingeordnet, wo ich dann sowieso nicht mehr ernst genommen wird, wo dann eben seine Konditionierung sagt, eben also das relativieren kann und sagen, ja, auf den musst du gar nicht hören oder lass dich gar nicht berühren oder eben wenn ich zu massiv bin, dann kann es ja der andere auch gar nicht verarbeiten. Also wäre die Taktik viel besser, sich mehr mit dem anderen auseinanderzusetzen, wo er eigentlich steht, was er für Probleme hat, für Sorgen hat und dann wirklich so lösungsorientiert so kleine Häppchen mal übergibt. Und man sagt, du, da habe ich was gelesen, ich könnte dir da mal eine Empfehlung geben, wenn es dich interessiert. Und den Rest lassen von den 99,9%, die man jetzt auch noch loswerden möchte oder könnte. Und wenn das dann demjenigen wirklich hilft, dann ist schon eine Öffnung da und dann kommt er wieder von selber. Und das Sogprinzip oder das Vakuumprinzip ist sowieso immer wesentlich eleganter. Also auch hier, wenn es wieder um die Kreativität und um die Anmutigkeit geht, eben nicht das Druckverhältnis, Druck zu machen und den anderen zwangs zu überzeugen, sondern wirklich eben so Vakuum zu erzeugen, indem man ihm wirklich was gibt, was ihm hilft, in dem Moment, wo er halt gerade steht und dann kommen lässt. Es einfach liegen lässt, auch gar nicht mehr nachfragt, gar nichts, sondern wirklich, und da hat man dann die besten Ergebnisse. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich versuche mal so, ich habe ein gutes Beispiel, oder wie ich versuche immer daran zu gehen, wenn ich mit so jemandem dann spreche und ich merke das ja auch. Ja, dann sage ich ihm aber auch, wollen wir mal schauen, wie deine Glaubenssätze reagieren? Also ich versuche ihm klarzumachen, dass ich mich jetzt mit seinem Glaubenssatz unterhalte, damit ich ihn als Person, sage ich mal, ein bisschen rausnehme, ja, und ihm klar mache, wir reden jetzt nicht als Mensch über dich. Als Mensch akzeptiere ich, wie du bist, kann dich so nehmen, wie du bist. Aber jetzt können wir ja mal gucken, wie dein Glaubenssatz reagiert. Und dann konfrontiere ich ihn natürlich in dem Moment mit einem krassen Thema vielleicht, was er hat, wo ich spüre, ah, da ist auf jeden Fall was. Und sofort merkst du natürlich, der geht ja auf Resonanz, wie man ja so schön sagt. Und damit kann ich ihm aber auch spürbar machen in dem Moment, genau, da ist es. Genau. Ich spreche nicht mit dir als Seele, das ist der Glaubenssatz. Mhm. Jetzt achte mal, was bei dir passiert. Und der kämpft gerade. Achte mal, was in dir passiert. Genau. Und ja, das ist auch eine sehr, sehr schöne Methode. Einfach wirklich das Erleben ist ja letztlich. Er fühlt es in dem Moment, ja. Genau, eben. Das Erleben ist ja letztlich entscheidend für unsere Entscheidungen und gar nicht so sehr die Theorie. Die Theorie ist ja nur mal ein Wegweiser, aber wenn wir es nicht bereit sind, ins Erleben zu gehen, dann ist das alles ja, unnütz. Und ist eine sehr schöne Geschichte einfach. Man kann ja da sogar ein Spiel machen draus und sagen, okay, ich stelle dir jetzt einfach ein paar Fragen zu allgemeinen Themen jetzt. Vielleicht gar nicht, noch nicht so in die persönlich intimen Bereiche zu gehen, sondern einfach mal nur zu zeigen, okay, Schema F Antworten. Ne? Und woher kommen denn diese Antworten? Und ich meine, klar, letztlich ist ja vieles von unserem Wissen Fremdwissen. Ist einfach so. Wie viel haben wir dann aus eigenem Erleben wirklich zu wahrhaftigem Wissen in uns generieren können?
Und das meiste ist ja einfach nur angelesen, gehört, medial programmiert. Und wir vertrauen halt der Person, dem Botschaftenüberbringer oder eben nicht. Und das entscheidet natürlich auch viel darüber, ob wir es als unsere Wahrheit dann integrieren oder eben nicht. Ja, wir haben es immer in fast jeder Sendung, sprechen wir es ja eigentlich an. Es geht schon, der einfachste Weg ist erstmal die Verantwortung zu übernehmen fürs eigene Leben und zu gucken, wo kann ich überhaupt Verantwortung übernehmen? Wo gebe ich sie denn vielleicht im Augenblick noch ab? Und wenn ich mir dessen bewusst wäre, dann ist es genau das. Das ist ein Bewusstseinsprozess. Und dann kann man jetzt ja wunderbar mal überleiten, dass man die Verantwortung für die eigene Gesundheit natürlich in erster Linie mal für sich hat, für den Körper. Für Gedankenhygiene wäre ja auch so ein Thema und so weiter und so fort. Und das ist es, so kann man ja mal anfangen. Du sprachst am Anfang der Sendung, ja, wir müssen nicht sofort die Verantwortung für das Globale übernehmen und die großen Dinge bewegen. Das ist schön, wer das kann und wer den Mut hat und auch die Kraft dafür. Aber es beginnt ja erstmal bei mir. Ja, zu gucken, wo kann ich in meiner Familie oder nur rein mein Ego oder mein Körper, wo gebe ich denn aktuell immer noch Verantwortungen ab? Naja, also gerade im Weltbild natürlich, wo wir wirklich das akzeptieren können, dass wir einfach ein Teil eines großen ganzen Organismus sind. Ich meine, das kann man ja noch weiter spinnen. Man kann sagen, das geht ja nicht nur in die Familienstruktur oder Gemeinschaft, Dorfstruktur oder Land oder Kontinent, Menschheit, Spezies, sondern das kann man ja darüber hinaus auch, können wir das aufbläuen. Aber das ist dann ja wieder viel zu weit weg in der Regel für die meisten. Für die meisten haben ja genug zu tun, überhaupt mal bei sich reine zu machen. Aber in diesem Kontext einfach zu sehen, okay, wenn ich als Wassertropfen sauber bin, optimal strukturiert bin, dann habe ich schon mal das Meer des Lebens ein Stück weit gereinigt. Und da einfach dann weiterzugehen. Irgendwann, wenn ich bei mir einen Status oder eine Realität erzeugt habe, die stabil ist und ich sage es mal, auf einem gewissen Niveau, ne, dann kommt automatisch natürlich der Drang aus mir raus, weil die Lebendigkeit nimmt dann ja auch zu. Das heißt auch, der Wunsch, mehr zu helfen, mehr auch da draußen, im scheinbaren Draußen eben zu wirken, ist eigentlich ein Automatismus. Und wer halt den noch nicht hat, macht ja nichts. Dann ist es aber auch ein Stück weit noch ein Hinweis. Gut, aber dann hast du mit dir einfach noch zu tun und dein kleines eigenes Gärtchen zu pflegen, zu hegen, zu heilen, zu transformieren, zu erhöhen, was auch immer, um dann irgendwann in diesen Status zu kommen. Ja. Gerade für Menschen, die vielleicht das zum allerersten Mal hören oder sowas, ja, oder vielleicht unser Format noch nicht gehört haben oder 100 andere, die das auch machen. Natürlich können wir den gar nicht abholen. Der kann das ja, vieles von dem, wenn wir wirklich in die tiefen Strukturen reingehen, ist für den natürliche spanische Dörfer. Aber das ist genau so. Du bist, das Leben sorgt eigentlich dafür, dass du immer den Grad der Bewusstsein auch bewältigen kannst, was auf dich zukommt. Deswegen macht es gar keinen Sinn, sich jetzt mit irrsinnig riesigen Räumen zu beschäftigen, sondern erstmal zu gucken, vor der eigenen Haustür zu kehren. Diese Sprichwörter kommen ja nicht von sonst woher. Ja, alte Bauernweisheiten, ja. Guck schon. Doch mal bei dir, kann man was machen. Ja? Aber da tut es auch weh. Also wenn wir ins Eingemachte gehen von uns selber, dann gehen wir natürlich auch in unsere Verletztheiten und in unsere Bedürfnisseiten und alles, was da halt noch unerledigt ist. Und das ist ganz was anderes, wie wenn ich jetzt meinem Partner oder meinem Nachbarn oder meinem Chef oder wem auch immer mich mit ihm beschäftige, klar, das Resonanzprinzip ist immer da. Das heißt, ich erkenne im Außen nur das, was ich selber in mir trage, ob das jetzt das Negative oder das Positive ist. Aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem noch ein Stück weit getrennt. Und ich kann mich davon abgrenzen. Aber wenn ich mich wirklich mit meinen Themen beschäftige, dann gehe ich natürlich in die Schmerzräume rein und das ist nicht einfach. Und gerade wenn jemand das nie gelernt hat, oder immer davon abgehalten wurde durch die Erziehung, fühlt man sich auch ein Stück weit überfordert, verloren, ohnmächtig? Ja, wie gehe ich mit dem um? Und da ist natürlich dann schon angebracht, sich einfach Unterstützung zu holen, in welcher Art und Weise. Ja. Aber. Ich habe höchsten Respekt vor Menschen, die diesen Weg einschlagen, gerade wenn sie noch angstbehaftet sind, ja, aber merken, ja, ich möchte ja gerne und dann vielleicht den ein oder anderen Handlungsimpuls, ich sage ja, egal wo er herkommt, den dann nutzen und sagen, okay, jetzt fange ich mal an mit dem Thema und so weiter. Wie gesagt, ich kann da wirklich nur den Hut ziehen vor Menschen, die diesen Weg auch wirklich gehen wollen. Und das ist nicht einfach, das ist ja, uns ja auch bewusst. Das Schöne ist ja, wenn man wieder den Kontext der Matrix, beispielsweise des holographischen
Matrix betrachtet, wir sind ständig am Computer, wir sind ständig am Programmieren, das heißt, wir sind ständig in Kommunikation mit dem Feld, was die äußere Realität bildet. Und wir können ja mit dem Leben kommunizieren. Weil das ist auch so etwas, das ist, was dann oft so als Märchen, ja, Bestellung beim Universum war ja nicht umsonst ein Riesenhype, auch wenn das noch sehr kindhaft dargestellt worden ist. Aber es ist einfach so. Das heißt, wir können mit dem Leben kommunizieren. Natürlich auch abhängig, ob ich überhaupt dran glaube oder nicht, oder ob ich dem diese Kommunikation überhaupt die Wahrheit einräume, dass es funktionieren kann, dass ich damit zumindest offen bin. Und ich kriege dann schon meine Beweise. Aber in dieser Kommunikation mit dem Leben, dass ich wirklich diesem Feld, dieser Intelligenz, die überall gleichzeitig ist, die in mir ist, aber auch um mich herum ist, wirklich auch sagen kann, was ich brauche. Und ich kriege die Lieferungen, wenn ich einfach wachsam bin, achtsam bin für die Hinweise, für die intuitiven Impulse, die dann hauptsächlich halt mehr übers Gefühl laufen. Da ist halt kein Mann im Ohr, der mir dann ganz klar sagt, okay, um 19 Uhr am 26. so und so bist du da und dann kommt die Lieferung. Sondern da müssen wir halt dann natürlich danach ein Stück weit bereit sein, unserer Intuition zu vertrauen und unserem Gefühl und dem nachzugehen, einfach mal auch testweise. Und dann merkt man schon, ah, okay, wow, hey, da gibt es ja ganz andere Möglichkeiten. Und auch Menschen, die einsam sind, ich meine, diese Isolierung natürlich durch die Individualisierung und auch durch die Agenten der Gesellschaft in diese einsamen Hühnerställe reingepresst zu werden und kein soziales Netzwerk mehr zu haben, wo wir doch uns sicher fühlen und eine gewisse Geborgenheit und Kraft auch daraus schöpfen können, gemeinsam halt gewisse Prozesse erleben können. Auch hier kann man nicht im Leben sagen, ich möchte einfach mehr Menschen begegnen, die so sind wie ich und dass es ein Miteinander ist. Und das funktioniert immer. Also da hab ich hunderte Beispiele von Menschen, die das dann gemacht haben und dann wirklich funktioniert. Würde ich aus meiner Erfahrung exakt genauso sehen. Seit Jahren lerne ich eigentlich keinen Menschen mehr kennen, der nicht eigentlich schon eine gewisse Bereitschaft mitbringt, Dinge auch für sich zu verändern, der den Drang hat, sich ich will es gar nicht sagen, zu verbessern, sondern einfach breiter aufzustellen, zu sagen, wow, was das Leben alles für Möglichkeiten mir gibt. Ja, gerade wenn du jetzt das Thema Wünschen nochmal hast, das ist ja ohne den Handlungsimpuls dahinter, nützt dir das ganze Wünschen nichts, weil du manifestierst nur Wünschen. Aber in dem Moment, wo du bereit bist zu sagen, ich wäre auch bereit, mich zu verändern, damit das eintritt, in dem Moment funktioniert es auf einmal. Ja? Und dann kommen Menschen in dein Leben, die sagen, hey, ich hätte da eine Möglichkeit, was zu machen oder ich würde gerne, willst du nicht mitspielen? Und ja, also zwei Dinge. Erstens mal würde ich die Aussage noch ein bisschen korrigieren. Ich bin bereit, nicht ich wäre bereit. Mhm. Also raus aus dem Konditional ist wirklich in ich bin. Mhm. Und natürlich, wenn ich dann die Angebote kriege, dann ist natürlich nochmal die Entscheidung fällig, okay, nehme ich es jetzt wirklich an, gehe ich jetzt wirklich den Weg? Ja, oder? Ja. Ach nee, auf der Couch ist ja doch noch besser. Oder? Ja, ich traue mich nicht. Genau. Ja, okay. Und jetzt irgendwie müssen wir ein bisschen den Übergang finden. Mal gehen wir mal ein, was jetzt gerade im gekrönten Hype stattfindet, dieser viralen Infektion, was ja auch wieder so ein typisches Bild ist von, wie es zuerst mal medial plötzlich rübergekommen ist, das waren ein paar Fälle, China ist ja sehr gerne auch genommen so als Ursprungsland, Ursprungsquelle von solchen Viren. Kommt aus der Tierwelt, hat auch wieder einen Bezug zur Tierwelt, weil ja eben wie Vogelgrippe, Schweinegrippe, SARS und so weiter, ne? Kennen wir ja schon. Und in China ist das natürlich auch sehr praktisch, da ist auch die Bühne vorhanden, wo man dann das medial aufbereiten kann. Und zuerst hat es ja geheißen, okay, ist ein ganz neuer Virus, aber völlig harmlos. Also es war ja dann immer so, ja, also nicht mal so wild wie eine Grippe und alles. Und dann plötzlich ist das innerhalb von, ich sage es mal, 3-4 Wochen maximal, zu einer weltweiten Pandemie geworden. Und das ist dann halt schon spannend, wenn man dann betrachtet, ja gut, wie kann jetzt das sein? Es hat doch zuerst das geheißen und Experten haben gesagt, also Impfexperten, Epidemiologen und alles, ja, Pustekuchen ist überhaupt nichts. Und dann plötzlich hat das einen Schwung genommen, der natürlich jetzt eine mediale Präsenz uns zeigt. Und wir werden eben wieder abgelenkt werden oder immer wieder gezwungen werden, auch wenn man jetzt auf Massenmedien verzichtet, trotzdem kommt es dann in Gesprächen mit Mitmenschen überall. Ich meine, die Schutzmasken sind ausverkauft, auch in Deutschland, in den Apotheken, die kriegen nicht mal mehr Nachschub, obwohl ganz klar kommuniziert wurde, ja, die nutzen ja gar nichts. Ja, also Scheinsicherheit. Genau, du kommst wieder an diesem Thema nicht vorbei, ja, genau das ist es. Das ist also ein zentraler Punkt eigentlich. Genau, und dieses Medienbombardement hat immer einen Zweck.
Also jetzt nicht der Schutz der Zuschauer oder der Menschen, sondern hat natürlich immer einen hinteren Zweck, was wir eben kennen vom Klimawandel und überhaupt. Oder was wir auch kennen von Themen, die wichtig wären, die aber medial überhaupt nicht gesendet werden oder gebracht werden, also unterdrückt werden. Und wenn man es also auch betrachtet, ich meine, der Coronavirus, die Sterblichkeitsrate, auch jetzt die aktuellen Zahlen, sind 2%. Also das ist relativ mau, also ist gar nicht so schlimm. Wenn man dann auch wirklich die Berichte betrachtet, okay, es sind meistens ältere Menschen oder Menschen mit Vorinfektionen, also das wird dann zu multiplen Infektionen viral oder eben von der Krankheitsbild her, könnte man ja theoretisch noch gelassen bleiben. Und was mir halt auch immer wieder auffällt, wenn man es jetzt eben anschaut momentan, es wird überhaupt nicht medial berichtet, wie viel angeblich geheilt wurden. Also man hat den Faktor, das Fünffache der Verstorbenen, mindestens das Fünffachen, die als offiziell als geheilt gelten. Aber davon wird überhaupt nicht berichtet. Also warum auch hier nicht? Warum wird denn nicht gesagt, ja gut, eben 2% der Erkrankten sind in der Statistik verstorben, aber es sind 10% der Erkrankten sind als geheilt. Oder eben, also auch hier, es wird überhaupt kein neutraler Bezug oder objektiver Bezug hergestellt. Das ist es, genau. Genau, und da kommen wir dann wieder eben in diese Angstschiene. Und spannend ist, dass 2015 schon Patente im englischen Pilbright Institute auf den Coronavirus angemeldet wurden. Und dieses Institut wird faszinierenderweise auch von einer der Hauptsponsoren ist die Bill & Melinda Gates Stiftung. Also wir kommen da wieder so in Strukturen rein. Es ist ja bekannt, diese Stiftung ist sehr stark im Impfbereich tätig, propagiert sich sehr als Menschenschützer und wir müssen ja auch in der Drittwelt und in Afrika und so Gutes tun. Und wo dann aber im Hintergrund immer wieder halt Informationen auftauchen, ja, aber eben dahinter stecken doch andere Maßnahmen, wenn man die Ergebnisse anschaut, was die Bill & Melinda Gates Stiftung alles fabriziert in Afrika, zum Beispiel eben durch Impfungen, die Frauen zu sterilisieren oder Fehlgeburten auszulösen und, und. Also dann ist man plötzlich schon wieder in einem Bereich, wo es um Bevölkerungsreduktion geht und solche Dinge. Und das hat er ja ganz mehrfach in mehreren Interviews ganz klar und deutlich gesagt, dass es ist öffentlich bekannt, dass er da das vertritt. Wir sind zu viel, wir müssen gucken, wir müssen weniger werden, etc. pp. Ja gut, wie macht man denn sowas? Ja, da haben wir wieder diese dahinterliegenden Machenschaften. Gut, du wolltest es sicherlich vermeiden, den Begriff, aber du bist ruckzuck eigentlich wieder bei den allbekannten Kandidaten. Mhm. Ja, sie sitzen alle wieder mit im Boot. Ja, aber es hilft nichts, weil sobald du tiefer eintauchst, und der Spiegel fordert uns ja klar auf, wir sollen Klarheit über die Pläne der Regierenden oder der Strippenzieher kriegen, da kommen wir halt nicht an diesen Räumen vorbei. Hilft nichts, weil da nichts Helles erscheint. Also dieser Menschenfreund oder dieses Humanitäre, oder das ist halt nicht zu finden in diesen Strukturen, je tiefer, dass man eintaucht. Es wird uns eben auch verkauft, dass etwas ganz Neues, was eben nicht neu ist, es ist eine neue Form, eine neue Mutation. Das ist dann immer wieder diese Ausrede, ja, aber es ist jetzt eine neue Mutation. Aber wenn man weiß, dass seit 5 Jahren dieser Virus geschaffen wurde, patentiert ist, dann ist es doch auch die Frage, ja, wie kommt denn der nach Wuhan? Wie konnte sich der überhaupt in der Natur dann mutieren? Der muss ja dann irgendwann rausgelassen worden sein, wenn er nicht natürlich ist. Es ist eine spannende, ein Freund von mir aus Mexiko hat mir ein Produkt geschickt, ein Foto von einem Produkt, das nennt sich Lysol. Und das wirbt mit Kills over 100 Illnesses, also tötet mehr als 100 Krankheiten und 99,9% aller Viren und Bakterien. Und auf der Rückseite sind dann alle Viren und Bakterien aufgelistet. Das ist ein älteres Produkt und da steht unter anderem auch Human Coronavirus. Mhm. Also auch hier wieder die Frage, wie neu ist denn dieser Virus wirklich, wenn das schon auf einem Produkt ist, was seit Jahren auf dem Markt ist und damit wirbt, eben auch diesen Virus unter anderem zu killen. Ist natürlich eine hochaggressive Chemikalie. Man könnte ja mal generell vielleicht nochmal so als Sidekick, ja, also das werden wir heute nicht ausdiskutieren, aber generell mal die Frage, inwieweit überhaupt sowas wie Viren
existieren, ob das überhaupt existent ist. Ich möchte hier nur mal dem Zuschauer noch mal einen kleinen Ball zuwerfen. Ich weiß nicht, ob das drin ist. Habe ich schon auf der Agenda. Aber jetzt nicht wirklich, weil das wäre ja dann wieder eine Sendung für sich. Ja. Also weil da auch wieder so viel Stoff ist. Was auch noch spannend ist, ist, kurz vor dem offiziellen Ausbruch gab es im Oktober 2019 eine Simulation des World Economic Forums, unter anderem in New York, mit dem Namen, mit dem Begriff Event 201. Das Szenario: eine Pandemie mit dem Coronavirus. Die Weltwirtschaft bricht zusammen aufgrund des weltweiten Reiseverbotes, weil der sich sofort weltweit ausbreitet in dramatischem Maße. Und daraus, aus diesem Szenario, hat man Maßnahmenkataloge erstellt, die man natürlich dann den Regierungen der Länder und auch der Wirtschaft vorgestellt hat, was man alles tun soll, unter anderem natürlich mehr Geld für Impfstoffe und für Forschung freigeben. Also dieser Billionenmarkt, der schon existiert, noch mehr aufzublähen. Aber faszinierend halt, dass komischerweise 2 Monate nach diesem Szenario, was eine Übung war, plötzlich genau das eintritt. Nicht ganz in dieser Gewalt, aber es ist doch auch hier wieder sehr fragwürdig. Ich meine, das Weltwirtschaftsforum ist ja doch ein Clan der mächtigsten oder der mächtigen Vertreter von gewissen Strukturen, die natürlich nicht miteinander verbunden sind und auch keine gemeinsamen Interessen haben und natürlich alles Menschen, Humanisten sind und Menschenfreunde und haben das so aufgebaut. Lass uns mal bei der Gelegenheit noch einen Hinweis geben, womit man die Strukturen noch mal wunderbar entdeckt. Also wir halten noch mal fest, du sagst, ne, also eine Übung, ein fiktives Szenario wird entworfen, wo eben genau sowas eintritt. Wie kann man sich davor schützen? War also im Prinzip genau das Gleiche, 11. September nochmal eben als Beispiel. Ne? War genau zur gleichen Zeit, wie die Anschläge waren, diese Katastrophenübung. London mit den Zügen. Da haben sogar die Uhrzeiten auf die Sekunde genau gepasst. Also nur damit der Zuschauer wieder mal so einen Punkt bekommt, kann ich das nachrecherchieren. Gibt es da Indizien für, dass wann immer sowas passiert, dass das möglicherweise keine Zufälle sind? Das wollte ich jetzt einfach mal noch als dringliche Botschaft mit reinbringen. Aber die Folge war natürlich jetzt davon, dass tatsächlich die aktuellen Restriktionen so sind, dass plötzlich über 50 Millionen Chinesen unter Quarantäne stehen. Also vom harmlosen Virus, der nicht einmal so schlimm ist wie eine gewöhnliche Grippe, wird jetzt da plötzlich eben Quarantänezonen eingerichtet. Reiseverbote, Einreiseverbote, also es gibt schon Länder, die sagen, wenn du in den letzten 4 Wochen in China warst, darfst du bei uns nicht mehr rein. Also wirklich eine Panik plötzlich, ein Hype mit Maßnahmen, die dem Ganzen eigentlich gar nicht gerechtfertigt sind. Nach wie vor, den Fakten gesehen. Es ist ein harmloser Virus, natürlich muss man schauen, wenn es denn wirklich ein Virus ist oder wenn er wirklich so harmlos ist oder wenn er natürlich ist. Also das sind ja immer noch ungeklärte Fakten, sondern es ist ja alles nur Indizien und Geschichten, die erzählt werden, die wir halt glauben müssen oder nicht. Weil wer fährt schon nach Wuhan und geht auf eigene Recherche? Weil das Spannende ist natürlich auch, dass es gerade in Wuhan ein Biowaffenlabor gibt, welches seit Jahren auch mit dem Coronavirus forscht, unter anderem. Also Biowaffen. Thema Biowaffen ist auch spannend. Ich meine, es ist bekannt, dass die CIA weltweit über 100 geheime Labors betreibt, mit der Absicht, Biowaffentechnologie zu entwickeln und natürlich auch Impfmaßnahmen, also gegen Heilstoffe dafür, damit diejenigen, die geimpft werden sollen, eben nicht darunter leiden. Also auch hier sind wieder plötzlich Zusammenhänge. Ja, wie kommt es jetzt? Aha, okay. Hier Wuhan, Biowaffenlabor. Und ausgerechnet in Wuhan geht dieser Hype los. Also auch das wieder. Dann ist natürlich der Schaden für die chinesische Industrie extrem. Also ein Freund von mir, der arbeitet bei Samsung und da hat natürlich, und da wird jetzt schon gesagt, okay, wir können noch liefern die nächsten Wochen, aber das Werk ist schon zu, weil da auch industrielle Bereiche in China natürlich geschlossen werden. Ja, und hat für China extreme Auswirkungen momentan. Also ja, der wirtschaftliche Schaden. Export, ne? Ja, aber ja, natürlich Export, aber industrielle Produktion. Ich meine, die Maßnahmen jetzt, ganze Millionenstädte unter Quarantäne zu setzen, braucht natürlich Manpower. Aber in China gibt es ja 1,2 Milliarden. Also da gibt es ja genügend Soldaten, Ameisen, die man einsetzen kann. Das ist ja nicht das Problem. Aber es ist schon ein extremer Schaden, der jetzt wirtschaftlich in China entsteht dadurch. Und
durch alle, die natürlich mit Kima in Handel stehen. Weltweiter Handel. Baltic Dry Index ist ja kurzzeitig auf eine Minuszahl, habe ich gehört. Ich habe es jetzt nicht nachrecherchiert. Das letzte Mal, als ich geguckt habe, war letzte Woche, da war er, glaube ich, wieder knapp bei 400 angekommen. Aber man sagt ja schon eigentlich 200 bedeutet Game Kollaps. Over. Feierabend, Kollaps, genau. Ja. Genau. Und ich meine, der Handelskrieg zwischen Amerika und China ist auch wieder spannend, wenn man das jetzt noch mal ein bisschen in der Erinnerung hat, was da für Kämpfe sind. Wobei es ja weniger ein Handelskrieg ist zwischen Amerika und China, sondern vielmehr, wenn man es jetzt zumindest von meiner Recherche her betrachtet, vielmehr ein Krieg zwischen der Allianz und dem Deep State. Mhm. Also was dahinter wieder stecken könnte, was einfach die Indizien wieder zeigen, wenn man schaut, okay, was für Effekte hat es letztlich. Jetzt, neben den weltweiten Reiseeinschränkungen, die geschehen, hat es natürlich eben eine extreme, nicht nur Ohrfeige, sondern schon ein extremer Punch gegen die chinesische Wirtschaft oder gegen den chinesischen Deep State, der halt da noch die Macht hat. Und im Zuge der Agenda, Trump hat ja das Amtsenthebungsverfahren gewonnen, was ja schon abzusehen war, aber was auch eben, wenn man die Hintergründe sieht, warum versuchten die ihn überhaupt wegzuräumen, eben das hat alles mit diesem Kampf zu tun zwischen der Allianz, die einfach jetzt die Rothschild-Strukturen, beispielsweise die Illuminaten-Strukturen des Deep States aushebt in mehreren Ländern, dazu gehört auch der Iran. Das hatten wir ja dieses Ereignis das letzte Mal mit der Ermordung des Generals. Und jetzt ist halt China dran. Und das sind auch die Aussagen von Trump selber, wo er sagt, er ist dabei, jetzt China, den Deep State, auszuheben. Und wenn man das in diesem Kontext betrachtet, macht das plötzlich wieder ganz eine andere Sinnhaftigkeit. Weil die Gefährlichkeit des Virus selber, wenn er denn existiert, ist ja nicht wirklich bedrohlich. Das rechtfertigt zumindest mal nicht die Maßnahmen. Nein, überhaupt nicht. Und dass auch die WHO ist ja auch so eine schöne Organisation, die in diesen Strukturen auch wieder sehr viel Macht ausübt, obwohl es eine NGO, eine Nicht-Government-Organisation ist und eigentlich nur ein Verein. Hat sehr viel Macht auf dieser Welt. Hat ja im Januar auch eben den weltweiten Krisenstand ausgerufen. Also den internationalen Gesundheitsnotstand. Haben wir was verpasst? Ja, also so nach dem Klimanotstand, jetzt haben wir Gesundheitsnotstand, naja. Flüchtlingsnotstand. Also diese Notstände, die natürlich durch die UNO und ihres Netzwerks, was wir das letzte Mal ja auch ein bisschen angesprochen haben, wie das eigentlich, was für eine Macht da wirklich ist, für eben ohne irgendwelche Rechtsgrundlage. Und wenn man auch betrachtet, eben auch alle Gebäude der UNO sind eigenstaatliche Oberhoheit. Das heißt, egal in welchem Land sie stehen, das Land hat keine Souveränität. Da sind wir wieder bei den gleichen Strukturen wie beim Vatikan, City of London, Washington DC, der Boden der Fed, der Boden der Beats. Also ja, das ist internationales Gebiet, nicht aufgrund der Neutralität, wie das halt eben kommuniziert wird, sondern wir sind die Oberhoheit. Und die Länder haben überhaupt keine Macht. Also die Firmen, Strukturen. Und wenn man jetzt in dem Kontext eben das Ganze betrachtet vom Coronavirus, glaube ich, wird es dem Zuschauer schon ein bisschen helfen zu sagen, mal durchatmen, genau. Nee, ich muss mir doch keine Atemmaske kaufen, eben die sowieso nichts nutzt, ich muss eh nicht einen Hype haben, ich muss nicht Angst haben vor Reisen, ich habe jetzt irgendeine Reise nach Fernost geplant. Das ist mal die eine Seite. Und dann möchte ich gerne auch nochmal den Bezug zur persönlichen Resonanz ansprechen. Einfach zu sagen, es geschieht nichts in meinem Leben, was nicht irgendwie seinen Sinn und Zweck hätte oder eine bestimmte Resonanz aufgrund meiner eigenen Schöpfung, die ich da halt so generiere oder in meinem Unterbewusstsein trage. Und auch hier, ich kann am Morgen aus der Haustür gehen und ich werde überfahren. Also, oder es kann mir so immer was passieren. Also meine Angst ist natürlich eine denkbar schlechte Unterstützung, um mein Leben zu navigieren. Und wir brauchen vor dem Coronavirus überhaupt keine Angst zu haben. Meine erste Reaktion dazu war, ja, also es ist so absurd letzten Endes wieder. Wie gesagt, gerade wenn man nochmal in die Faktenlage genauer reinguckt, da kriege ich persönlich mittlerweile das große Gähnen. Ja, die nächste Kuh, die durchs Dorf getrieben wird. Genau. Aber wo ich persönlich als Martin einfach so meine Probleme habe, also was heißt Probleme, sondern einfach noch eine gewisse Resonanz ist, nicht schon wieder. Weißt, wieder ein Thema, was mit aller Gewalt und mit einer Macht global. Es ist ja nicht nur, okay, in China, in der Stadt Wuhan machen sie sich jetzt Sorgen.
sondern es ist ja wirklich immer wieder diese Aufbereitung und diese Lüge, die dahinter ist. Und es ist mittlerweile so offensichtlich. Und trotzdem gibt es Milliarden von Menschen, die diese Geschichten immer noch glauben. Und wir haben ganz andere Themen, die wichtig wären. Eben, da haben wir ja auch schon öfters drüber gesprochen gehabt. Und da kriege ich halt schon als erster Impuls so einen Hals. Ich bin einfach jemand, der eben der Wahrheit verpflichtet ist und sehr viel Mitgefühl hat mit dem Leben auf der Erde. Und wir sind jetzt auch in einer Zeitqualität, wo das natürlich aufgedeckt werden soll. Auf der anderen Seite weiß ich ja, dass gerade durch diese Aktionen wieder viel mehr Menschen auf den Weg kommen und wieder viel mehr Menschen erwachen, weil, es wird wieder auf die Spitze getrieben, dass die Menschen entweder zumachen oder wirklich sagen, Mensch, ich gehe jetzt wirklich mal investigativ an die Themen ran. Ja, genau, das ist es. Und das ist dann wieder eben die Kraft, die stets das Böse will und doch das Gute schafft. Also, und dadurch, dass wir jetzt wirklich in dieser neuen Zeitqualität sind, seit 2013, gehen diese Schüsse in der Regel alle nach hinten los. Aber es gibt halt trotzdem Kollateralschaden. Ja. Und das haben wir schon beim Thema... Kollateralschaden und das Gelächter geht los. Kollateralschaden und da sehen wir natürlich auch beim Hauptthema von heute eben das Thema Impfungen überhaupt, über den Nutzen oder Schaden, Sinn und Zweck von Impfungen. Und da ist sicherlich gut auch für die Zuschauer, weil eben Coronavirus haben wir jetzt behandelt, da kann jeder selber recherchieren, es gibt genügend unabhängige, alternative Sender, die das, da kannst du wochenlang dich beschäftigen, dass das Thema schon längstens wieder abgeflaut, ja, weil wir können sicher sein, es wird dann, wenn der Sinn und Zweck erfüllt ist, wird das dann einfach verschwinden. Ja, uns kommt das nächste Thema hoch. Ja, ich bin ja sehr gespannt. Wir haben ja dieses Jahr wieder Fußball im Europa. Es ist ja Europameisterschaft oder sowas. Und da ist es immer sehr interessant, gerade wenn solche Ereignisse sind, was da kurz unmittelbar bevor an Agenten sozusagen angeboten wird, möchte ich jetzt mal so sagen. Und was währenddessen eigentlich wirklich abläuft, da gucke ich immer sehr genau hin. Gut, ich meine, die andere Sau, die jetzt momentan medial, also jetzt gerade am heutigen Tag oder die letzten Tage ist natürlich das CDU-Debakel, ja. Was eben auch wieder so medial präsent ist, oder die Thüringer Landratswahl, also die Regierungswahl, das war ja auch wieder, okay, mein Gott, und jetzt können sie sich wieder an der AfD aufhängen, berechtigt oder nicht, sei es mal dahingestellt, aber einfach zu sehen, okay, sie haben ja genügend Thema präsent, das Thema Israel wird sicherlich auch nochmal auftauchen, also nach dem, was Trump da eben mit offenbart hat eben und mit seiner Idee für den Nahostfrieden. Also es gibt genügend Möglichkeiten, immer wieder medial Themen, eine globale Präsenz zu schaffen, die dann die ganze Zeit wiederholt wird. Und ja. Wie gesagt, je öfter die das machen und in geringeren Abständen wird es auch kommen müssen, weil eben der Mensch mittlerweile derart zugeschissen ist mit Informationen, wenn mir das Wort erlaubt sei, dass sie es immer aggressiver reinbringen müssen. Ja, ja, und das ist genau das Gute wieder für uns, wie du schon sagtest, dass immer mehr die Strukturen dahinter, die Machart durchschauen. Ich meine, die geben sich ja nun wirklich keine Mühe mehr. Ja? Können sie ja gar nicht. Sie haben gar keine Zeit mehr dafür, genau, es ist um überhaupt keine Zeit zu arbeiten. Ja, sondern es ist momentan wirklich alles aufgedeckt und das ist natürlich, wobei eben jeder sowieso für sich das runterbrechen kann auf seine ganz pragmatische, alltägliche Realität. Was hat das mit mir zu tun? Oder mit meiner Familie? Oder mit meinem direkten Umfeld? Also betrifft es mich denn, die Politik in Israel? Oder der Coronavirus wirklich in China? Dann haben wir das so aufblähen müssen, damit wirklich jeder sich betroffen, oder viele sich betroffen fühlen. Und mussten ja auch ein paar in Deutschland gefunden werden, was ein völliger Quatsch ist. Weißt du, einfach... Es funktioniert, wenn, dann nur noch in dieser Intensität, wenn es bei dir im Wohnzimmer steht. Weil eben diese Abgestumpftheit und diese Informationsüberflutung kann nicht mehr diese Wellen schlagen, wie es eben früher war. Und dadurch müssen sie noch massiver an die ganzen Themen aufbereiten, dass wirklich jeder das Gefühl hat, ja Mensch, habe ich ihn schon in mir, mehr oder weniger. Da steht der Palästinenser schon da mit der Bombe oder. Und da kann jeder sich wirklich gelassen zurücksetzen und erstmal nachschauen.
Nee, in meiner Realität existiert das nicht. Okay, dann einfach lassen. Und wer es nicht aushält, jetzt in der Form, der muss ja nicht gucken. Also auch hier hat ja jeder die Freiheit zu sagen, nee, ich beschäftige mich mit dem Thema einfach nicht, es ist nicht meins. Und dieses Recht hat natürlich jeder. Und wir sehen ja auch, wie immer wieder so Häppchen hingeworfen werden. Wir hatten ja jetzt auch in den letzten 4 Wochen dann die große Diskussion in Deutschland, Lebensmittelpreise müssen teurer werden, ja, was auch unmittelbar letzten Endes damit zu tun hat. Oft wird genau sowas ja getan, um zu gucken, was macht die Bevölkerung. Ja, passiert irgendwas? Kommt eine Resonanz? Geht dann jemand auf die Straße? Werden Petitionen unterschrieben? Und wenn ja, wer unterschreibt sie? Und. Das ist ein permanentes Austesten, wie ist die Bevölkerung vorbereitet? Das Spannende dabei ist ja, dass der deutsche Michel schon vor 200 Jahren oder vor 150 Jahren als eine Spezies bezeichnet wurde, die extrem viel aushält, die extrem viel auf sich packen lässt und mit sich machen lässt. Aber irgendwann, wenn dann wirklich eine Spitze erreicht ist, dann explosiv in einer Dynamik gegen diese Systeme losgeht. Ich bin gespannt, wie lange das es noch in Deutschland dauert. Weil momentan werden die Daumenschrauben ja überall angezogen, ja, und das sieht man jetzt wieder, ja, bei dem Thema Impfungen. Ich möchte jetzt eigentlich zuerst gerne mal Grundsätzliches über Impfungen betrachten, bevor wir jetzt wirklich auf diese Gesetzesumsetzung gehen, der Zwangsimpfung. Lass uns ruhig mal ein bisschen in die Geschichte rein, genau, weil das ist eigentlich entscheidend oder auch wichtig. Das Weltbild überhaupt. Ja? Worum geht es eigentlich bei Impfungen? Und bei Impfungen haben wir halt diese Theorie, weil wir müssen ehrlich, objektiv konstatieren, es ist eine Theorie, nach wie vor ein Weltbild. Und da wird halt die Verabreichung eines Impfstoffes mit dem Ziel, durch aktive oder passive Immunisierung vor einer übertragbaren Krankheit zu schützen. Sie dient der Aktivierung des Immunsystems gegen spezifische Stoffe. Impfungen wurden als vorbeugende Maßnahmen gegen Infektionskrankheiten entwickelt. Also das hört sich ja schon mal alles ganz gut an. Klingt super, ja. Ist sehr, ja, unterstützend einfach für die ganzen armen Menschen, die halt in ihrem Immunsystem, aus welchem Grund auch immer, nicht mit ihrem Immunsystem klarkommen oder fähig sind, sich gegen diese bösen Erreger, weil das ist ja letztlich dann die Theorie. Es gibt böse Lebewesen, die man nicht sieht, sogenannte Mikroben, Bakterien, Viren, die in den Körper gelangen und die sich einfach extra sowie intrazellulär in unserem Körper, ungesehen von unserem Immunsystem, verbreiten, vermehren und letztlich unseren Körper natürlich dann sehr stark schädigen können, ihn angreifen, ausnutzen und bis zum Tode gehen kann. Zum Teil halt in einer Massivität, wo zwar unser Immunsystem kämpft, aber machtlos ist gegen diese Überdominanz. Ist ja auch wieder, früher hat, es gab ja im Mittelalter, also man, vor 2000 Jahren gab es schon die ersten Ansätze davon, dass es irgendwelche Tierchen gibt in der Luft oder im Boden, die eben uns belasten können. Und dann gab es auch eine Zeit später, da hat man dann auch gerade bei der Pocken, hat man sozusagen von den Pockennarben Material genommen, die ersten Versuche halt, und hat die dann in kleinen Formen den Menschen eingegeben, also zu essen gegeben, um zu schauen, gerade von Kuhpocken zum Beispiel, um eine Immunreaktion auszulösen. Da fängt es dann los und mittlerweile ist es so in dieser Form nicht mehr erlaubt, also diese Versuche zu machen, sondern es ist natürlich durch die Hightech und durch unsere Industrialisierung ist das dann sehr fortgeschritten. Und da werden also durch Injektionen einer abgeschwächten Menge von Erregern, das wäre dann die Lebendimpfung, oder Teilen von Pathogenen, also von Erregern, Totimpfstoffe, werden dann kombiniert mit Wirkverstärkern und anderen Stoffen, die dann eingespritzt werden. Oder gut, es gibt auch die Schluckimpfung, aber das ist natürlich alles nicht mehr so vordergründig, sondern hauptsächlich wird es injiziert, intravenös oder muskulär, um dann eben dem Immunsystem zu helfen, Antikörper zu bilden. Also man könnte sagen, die Soldaten unseres Körpers aufzurüsten, auszubilden, um dann eben gegen diese Erreger klarzukommen und geschützt zu sein gegen diese Krankheit. Soweit die Theorie. Soweit die Theorie.
Alles ganz vernünftige Worte, ist klar. Weltverbesserung, beispielsweise Lebensqualitätverbesserung, können wir sagen, steht nichts dagegen. Ich möchte jetzt auch nicht unterstellen, dass alle Menschen, die in dieser Theorie leben und arbeiten und davon überzeugt sind, dass die jetzt böse sind oder tatsächlich eine Agenda folgen, den Menschen zu schaden. Also ich bin überzeugt, dass die meisten von denen wirklich nach bestem Wissen und Gewissen hier voll engagiert sind und überzeugt sind. Das sind ja Millionen, hunderte Millionen Menschen, die letztlich in dieser Industrie auch arbeiten. Und also von den Ärzten ausgehend und die ganzen Schwestern, das medizinische Personal, die Laboranten, die Entwicklungsmenschen, die ganze Pharmazie und so weiter. Da ist natürlich viel einfach wirklich gute Absicht, gute Motivation dahinter. Es klingt ja auch gut, wie du schon sagtest. Ja. Und ich meine, dieses Weltbild ist ja auch, ich sage jetzt mal, wissenschaftlich anerkannt. Also es wurde ja auch wirklich belegt. Also wenn man da anschaut, das hat ja im 19. Jahrhundert hauptsächlich dann ganz stark begonnen, auch durch Robert Koch und auch durch Louis Pasteur. Also diese zwei, also habe ich jetzt mal in der Recherche auch gefunden, das waren Federführende, die haben also ganz klar in diesem Kontext, in diesem Modell sehr viel Fortschritt machen können, belegen können. Ich meine, das sind ja nicht nur theoretische Belege, sondern das wurde dann auch in Studien oder klinischen oder in wissenschaftlichen Anwendungen dann untersucht. In vitro, im Labor, aber auch dann zum Teil in vivo, an Tierversuchen und dann letztlich an Menschenversuchen. Also es ist da natürlich schon auch ein Stück weit nach deinem Glaube geschehe dir. Also wenn man da wieder die quantenphysikalische oder die quantentheoretische Modelle betrachtet, die sagen natürlich, der Beobachter ist aufgrund seines eigenen Weltbildes und wie er die Realität einfach sieht, natürlich federführend oder maßgeblich beteiligt an den Resultaten, die dann im Außen beobachtet werden können. Und da muss ich sagen, okay, das macht natürlich dann alles Sinn. Das wurde dann aufgebaut und ich meine, das Robert-Koch-Institut ist natürlich auch sehr federführend in Deutschland, aber es gibt mittlerweile hier ganz viele andere Institute, die hier arbeiten, alle zum Wohle des Menschen. Die herausragendste Leistung von Koch, das Penicillin, hat ja auch in der Tat seine Wirkung. Da wollen wir ja gar nicht in Abrede stellen. Mhm. Ja, natürlich. Also viele Erfolge kann man ja auch dadurch nachweisen. Zumindest wenn man es jetzt einfach oberflächlich im Spiegelkabinett betrachtet. Genau. Symptom weg. Ja. Man müsste eigentlich erstmal anfangen, damit überhaupt zu erklären, okay, auf welcher Theorie basiert denn überhaupt die Abwesenheit von Gesundheit, also das, was wir Krankheit nennen. Und ist das, was heute Krankheit genannt wird, ist das überhaupt so immanent, wie uns das wieder erzählt wird? Kommen wir noch ein bisschen dazu. Ja, ich weiß. Ich wollte es nur mal anmerken, weil das auch da natürlich ganz andere Herangehensweisen gäbe, an diese Themen ranzugehen. Ja, das folgt natürlich ganz klar dem mechanischen Weltbild. Genau. Also auch ganz klar, dass unser Körper eine Maschine ist, die hauptsächlich biochemisch funktioniert, also dass die Moleküle und die Chemikalien entscheidend sind und dass man hier immer an den Zahnrädern rumspielen kann oder Einzelteile ausbauen oder irgendwie manipuliert, damit eben dieses, mein Hand aufs Herz, Wunderwerk Körper, also unser Körper ist ein Wunderwerk, auch unser Immunsystem ist super intelligent, eben damit besser klarkommen kann. Aber spannend finde ich natürlich auch diese Aussage von Louis Pasteur, der letztlich auch ja überliefert wurde, dass der Erreger ist nichts, das Milieu ist alles. Mhm. Also auch hier wieder plötzlich ein Erkenntnismodell, was ja dann das Erregermodell schon wieder stürzt und sagt, ja Moment, wenn das Milieu denn okay ist, dann kann uns der Erreger nichts tun. Aha, okay, aber es wird immer noch so getan, wie wenn Pasteur eigentlich hier federführend war in der Entwicklung der Erregertheorie und der Entwicklung dann eben der ganzen Impfindustrie. Also vielleicht sollte man erwähnen, dass er das auf dem Sterbebett zugegeben hat, mehr oder weniger. Ja, also wo einfach nicht mehr... Wo die Wahrheit raus durfte. Wo einfach die Wahrheit dann in dem Moment raus durfte. Ja. Ne? Und natürlich wird sowas dann nicht wieder ins Lehrbuch mit aufgenommen, weil das ganze Theoriengebäude stand ja schon. Und er hat das ja an seinem Hund ausprobiert. Und er hat am Ende zugegeben, das ist ein reiner Zufall gewesen, dass es in dem Fall bei seinem Hund funktioniert hat. Er hat zugegeben, es hätte auch katastrophal nach hinten losgehen können.
Er hat es ja, soweit ich sogar weiß, an seinen Kindern, auch an seinem Sohn, wenn ich jetzt noch recht informiert bin. Es ist ein bisschen her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Und da hat er auch gesagt, er würde das kein zweites Mal wiederholen. Und er hat auf dem Sterbebett mehr oder weniger genau diese Aussagen getroffen. Es ist eigentlich das Milieu, nicht der Erreger an sich. Und wir schauen uns natürlich auch noch an in dieser Sendung, was ist das eigentlich, das Milieu? Und wie kann man dieses Milieu denn auch stärken? Dann ging es natürlich weiter. Ich meine, die Welt, ich mache jetzt ein bisschen Sprünge, weil ich habe mir jetzt nicht stundenlang, da kannst du ja recherchieren. Ja, da kannst du dich verlieren drin, ja. Das bringt auch nichts, sondern eben, wie gesagt, also federführend in Deutschland ist auf jeden Fall das Robert-Koch-Institut. Dann haben wir eben auch, habe ich schon angesprochen, die WHO ist ja das Sprachorgan als Pharmazievertretung. Also wenn man hier der ganze Kontext der pharmazeutischen Weltwirtschaft betrachtet. In diesem Kontext sind natürlich Medikamente sowieso, aber auch Impfungen ein sehr lukratives Geschäftszweig. Das sind Produkte. Und diese Produkte, wie man das halt richtig macht, als erfolgreicher Geschäftsmann oder Unternehmer, will man ja auch verkaufen. Und wenn kein Bedarf da ist an Produkten, dann kannst du nichts verkaufen. Es sei denn, du bist jetzt ein Verkäufer, der sogar dem Eskimo einen Kühlschrank verkauft. Naja, du schaffst dann halt einen Bedarf, ne? Da kommt dann Marketing ins Spiel. Ich erinnere nur, glaube ich, im Januar war es, als McKinsey ja ein klares Exposé rausgegeben hat an zwei große Pharmakonzerne, glaube ich, wo sie gesagt haben, Leute, Gesundheit ist kein gutes Geschäft. Nein, ist nicht eure Zielgruppe. Also im Sinne von Business und Geldvermehrung ist natürlich ein gesunder Mensch das denkbar schlechteste Endprodukt. Genau. Ja. Und ich meine, das hat ja vielfältige Folgen für die Menschen, die sich in dieser Industrie dann natürlich reinbewegen. Und ob das jetzt eben Schulmedizin ist, wobei auch hier eben nochmal, die ganzen Menschen, die dort arbeiten, in der Regel Menschen sind, die wirklich ihr Bestes geben, um innerhalb ihres Weltbildes, von dem sie überzeugt sind, wirklich ihre Leistung für das Kollektiv zu tun. Mit also, Sicherheit. Das ist mal die Grundlage von allem Handeln von jedem Menschen. Er versucht, das Beste zu tun. Es ist einfach die Frage, innerhalb welchen Kontextes, dass er das Beste definiert. Dann eben Bill und Melinda Gates Stiftung oder andere Geschichten wie eben Clinton und auch die Obama-Regierungen haben in Amerika natürlich auch das ganze Thema nochmal fundiert, gestärkt, aufbereitet, dass es wirklich verflochten ist. Also Obamacare, da ging es halt nicht nur darum, den Armen auch wirklich eine Krankenversicherung zu geben, sondern auch diese Kundschaft, diese potenziellen Kunden ins System reinzubringen. Und da sind natürlich Impfungen ganz wichtig, grundsätzlich. Und wir dürfen eins nicht vergessen, es gibt noch eine andere Form der Impfung, das ist natürlich die mediale Impfung, aber da haben wir ja schon drüber gesprochen. Wir werden ja auch laufend geimpft, was wir denn glauben sollen. Und sämtliche Widerstände oder erste instinkthafte oder intuitive Reaktionen von wegen, das kann doch nicht sein oder das stimmt was nicht, wird halt durch das Bombardement und durch die immerwährende Wiederholung der Geschichte irgendwann trotzdem in unserem Unterbewusstsein ankommen. Und irgendwann werden wir uns, wenn wir uns beobachten, feststellen, oh, wir haben unsere Meinung geändert. Und gerade beim Thema Gesundheit, Thema Krankheit, wie also Ursprünge, Entstehung oder wie ich es immer, Abwesenheit von Gesundheit, und gerade auch das Thema Impfen. Wir kennen das von der Grundschule an. Wir haben das nie anders beigebracht bekommen. Es ist also ein zentrales Thema, ja. Wenn man genauer da reinschaut, auf welcher Grundlage basiert das, was sind die genauen Fakten? Es wird sehr, sehr schnell sehr nebulös, wenn man sich das anschaut. Aber wir kriegen ja immer nur die Glaubenssätze reingedrückt von Kindesbein an. Das muss so sein. Alle 10 Jahre musst du das und das und Tetanus und das und das und das und das. Wir kennen es nicht anders, unsere Eltern kennen es schon nicht anders und so weiter und so fort. Es ist ja 18. Jahrhundert hat es eigentlich angefangen, 19. Jahrhundert wurde es dann richtig. Ja, da ist dann die wissenschaftliche Arbeit dazu gemacht worden. Das heißt also beinahe 150 Jahre begegnet uns dieses Thema und diese Programmierung sitzt natürlich sehr tief. Ja, und auch hier finden wir wieder die gleiche Vorgehensweise. Es gibt keine objektiven Diskussionen, es gibt keine interdisziplinäre Gruppierungen, die wirklich zusammensitzen im Offenen, nicht im Geheimen und wirklich das Ganze auseinandernehmen, Pro und Contra, sondern es wird auch hier wieder mit der Schublade gearbeitet, Verschwörungstheoretiker, Impfverweigerer, Impfgegner, also da gibt es jetzt mittlerweile verschiedene Stufen, klassifiziert in den entsprechenden
Files, sag jetzt mal, Dateien, die so angelegt werden über die Menschen, auf welche Stufe dass du gehörst, bist du vielleicht einfach nur uninformiert, ne? Darum kommt man ja eben auch ein Stück weit mit Zwangsberatungsterminen, die Eltern machen müssen, zumindest, dass man sie schon mal geimpft hat mit diesem Weltbild. Dann die Nächsten sind zwar informiert, aber schwanken halt noch. Ja, ich weiß nicht, ich schaue mir halt beide Richtungen an. Und dann gibt es natürlich die Extremen, die sagen, nee, Impfung ist auf jeden Fall ein Angriff auf meine Gesundheit, will ich nicht, nur Geschäftemacherei. Beispielsweise geht darüber hinaus sogar noch mit anderen hintergründigen Absichten und mache ich nicht. Und auch hier, es fehlt einfach wieder die gesunde Diskussion, das gesunde Auseinandersetzen mit Pro und Contra. Und es gibt ja weltweit jede Menge auch Ärzte, Professoren, die genau diesen Standpunkt ja auch vertreten. Tausende. Ja, die sagen, ich wäre vorsichtig, dieses Modell ungefragt einfach zu schlucken, sondern genauer hinzuschauen. Ja? Und ich glaube, bei mir war es auch um die 2000er rum, wo das ist das erste Mal hochkam. Ich habe mir einfach die Frage gestellt, ja gut, warum lassen sich denn dann die Ärzte nicht impfen? Warum? Ja, also das ist immer genau das, okay, da wäre ich dann wirklich stutzig. Und gerade bei Schweinegrippe, dann war es ja nochmal ganz deutlich oder sowas, wo das ja klar war, Ärzte lassen sie es nicht machen, Politiker auch nicht. Oder kriegen andere Impfstoffe, also ja, auch was die, auch immer. Auch die Impfstoffhersteller selber, die Angestellten, die wissen, was in diesen Impfstoffen drin ist. Also die sind auch absolute Impfverweigerer. Ja. Und gerade auch, wenn es um ihre Kinder geht. Mhm. Also da muss man sich schon fragen, ja gut, die wissen doch, was da drin ist. Ja. Da muss dann schon was dran sein. Genau. Aber eben, das sind wieder Informationen, da kommt natürlich im Mainstream gar nichts. Ja. Völlige Unterdrückung. Und wenn mal was hochploppt, ist natürlich eben schon wieder das Etikett da, Verschwörungstheoretiker, Impfgegner. Da ist der Schritt auch nicht weit zum Reichsbürger und zum Neonazi oder sonst was. Also das wird dann alles in einen Topf geschmissen. Und braune Esoterik, ne? Das ist heute auch genau, so ein geflügelter Begriff. Genau, braune Esoterik. Aber man muss sich auch wirklich fragen, okay, wie hilfreich sind denn Impfungen wirklich? Weil, wie gesagt, für mich ist unser biologisches System, dieser Raumzeitanzug, einfach ein Wunderwerk. Das ist Hightech. Unser Immunsystem ist unglaublich fleißig und unglaublich intelligent, wenn es darum geht, eben Gefährdungen aufzudecken und abzubauen. Das beginnt schon bei den eigenen Zellen, die einfach überlebt sind oder mutieren, entarten, bis zu eben Eindringlingen, die einfach, ich sage es mal, zu viel Trouble oder zu viel Unruhe oder Chaos verursachen. Und wenn man die natürlich gewähren lässt, dann die muss man Einhalt gebieten. Und ich meine, im Endeffekt funktioniert unsere Gesellschaft auch so. Also wir leben ja eigentlich ein ähnliches Modell. Wer in unserer Gesellschaft für Randale sorgt, der wird dann eben vom Immunsystem, genannt Polizei, eben versucht einzugrenzen oder einzusperren. Ich meine, liquidieren, da ist unser Körper schon wesentlich brutaler. Der liquidiert, der tötet einfach, was nicht reingehört, zersetzt es. Und sperrt es nicht rein in ein Gefängnis. Nur wenn er überfordert ist, dann wird es natürlich in Depots verpackt, irgendwo im Körper zwischengelagert, abgelagert oder natürlich versucht auch auszuweisen. Ich mein, ja, wir können wirklich die biologische Funktionalität in unserem Körper sehr gut mit unserer gesellschaftlichen Funktionalität oder Strukturen vergleichen. Nur eben, dass unser Körper einfach noch wesentlich radikaler ist. Ne? Weil da geht es dann nicht um Mitgefühl, ach du armes Virus, was du hast eine schlechte Kindheit gehabt oder so. Ich meine, da kommen die Makrophagen oder die T-Zellen und pff, und tschüss. Genau. Dann ist natürlich auch die Frage zu klären, sind die Krankheiten, wenn man das jetzt so nach der Impfindustrie betrachtet, wirklich zurückgegangen aufgrund der Impfungen? Also wenn man das jetzt über die Statistiken betrachtet, der Jahrhunderte, in der ja die Impfungen ja gar nicht so lange existieren, muss man leider feststellen, also leider für die Impfindustrie, dass vieles viel mehr aufgrund der Veränderung der Lebensumstände, also sprich Industrialisierung, höherer Lebensstandard, bessere Ernährung, höhere Hygiene, mehr Sinnhaftigkeit im Leben, weniger Unterdrückung, weniger Sklavenhandel im brutalen Sinne, sage ich jetzt einmal. Leibeigenschaft. Ja, mittlerweile ist der Sklavenhandel halt schon wesentlich luxuriöser geworden.
Und da kann man einfach feststellen, ah, es sind die Lebensumstände, die vordergründig dafür gesorgt haben, dass Sterblichkeitsrate oder überhaupt Infektionsmöglichkeiten von solchen Pandemien oder Epidemien stark zurückgegangen sind. Also die Impfindustrie mit ihrem Argument der Statistiken, die ja dann in der Regel doch von den Jahren her relativ kurz in die Vergangenheit reichen, weil sonst wird es zu auffällig, wenn du das eben über die Jahrhunderte aufgliederst, dann ist diese Argumentation schon mal weg, dass wir ja zur Ausrottung oder die Impfungen zur Ausrottung beigetragen haben. Nee, es war einfach die Lebensweise und der Fortschritt in unserer Welt. Also das ist mal auf der irdischen, physiologischen oder materiellen Ebene zu betrachten. Es gibt auch noch andere Gründe dann zu sehen. Dann natürlich auch der Nachweis überhaupt von Viren, was du schon mal kurz angesprochen hast. Das ist natürlich auch ein Riesenthema. Wenn man hier betrachtet, es gibt einen aktuellen deutschen Arzt, der 100.000 Euro geboten hat, wenn es jemand schafft, den Masernvirus tatsächlich auf wissenschaftliche, anerkannte, objektive Weise zu belegen, zu beweisen, dass es den gibt. Es hat es niemand beweisen können. Er hat sich auch an das Robert-Koch-Institut gewandt und hat da einfach aufgefordert zu forschen. Das Robert-Koch-Institut war nicht bereit, ihre bereits vorhandenen Forschungsgrundlagen zu veröffentlichen. Ja, merkwürdig. Ja, merkwürdig, ne? Also, wäre ja so einfach. Ja, genau. Wäre ja ganz eben die. Die Befürworter könnten ja einfach Beweise vorlegen, die eben auf klaren wissenschaftlichen Standards belegt sind und die andere unabhängige Wissenschaftler auch nachweislich für sich eruieren könnten. In verschiedenen Möglichkeiten gibt es mittlerweile in der wissenschaftlichen Gemeinden wie Peer-Review-Zeitschriften, wo eben Erkenntnisse von einzelnen Ärzten oder so einfach reingestellt werden, dadurch in die wissenschaftliche Gemeinschaft kommt. Die anderen Wissenschaftler haben dann die Möglichkeit, das nachzuprüfen, also zumindest die, die sich berufen fühlen dazu. Das heißt, die Wissenschaft kontrolliert, die Wissenschaftler können sich selber kontrollieren und das wird dann publiziert in Peer-Review-Zeitschriften, die halt eben weltweit vernetzt sind. Und dann hat man doch auch Belege aus der Machbarkeit oder aus der wissenschaftlichen Community selber und nicht nur aus Industrieseite her. Aber das wird ja auch nicht gemacht. Nee, überhaupt nicht. Das ganze Thema ist ja noch ein bisschen älter. Ich möchte mal ein HIV-Virus mit reingeben, wo auch da der Entdecker oder vielleicht Erschaffer, könnte man auch sagen, aber auch der Entdecker wieder kurz vor seinem Lebensende gesagt hat, also dieser Virus ist gar nicht existent. Also man kann ihn im Labor überhaupt nicht nachweisen. Genau. Das ist ein reines Theoriengebäude. Das fällt wieder in die gleiche Schiene rein wie er starb nicht an Krebs, sondern an der Krebsbehandlung. Mhm. Was ja auch der Freund von, wie hat der FDP-Politiker schon wieder geheißen, der Guido Westerwelle. Sein Lebenspartner, sein Mann, hat das in der Todesanzeige geschrieben. Natürlich nicht eben, also, da muss man sich schon überlegen, okay, auch HIV, was für ein Elend, was für ein Drama und was für ein Business, das daraus generiert werden, weil diese Medikamente, die auch eben HIV-Positive oder AIDS-Kranke dann auch bekommen, natürlich ein Schweinegeld kosten. Also das sind dann natürlich schon wieder auch Marktzweige, die extreme Gewinne generieren. Ich bin noch nicht sicher, ich glaube, es war ein Österreicher, ich habe aber einen Namen nicht parat, der hat das mal ausgerechnet, also wie hoch ist die statistische Wahrscheinlichkeit, wenn du im normalen Leben teilnimmst, Vorsorgeuntersuchungen etc., wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, an HIV zu erkranken oder sowas. Also die Diagnose zu bekommen. Und dann hat er sie lustigerweise, in Anführungsstrichen, festgestellt, dass es Gebiete gibt, wo die statistische Häufigkeit derart signifikant ist, dass man also nicht mehr von einer Allgemeinverteilung reden kann, sondern extrem auffällig ist und hat daraus eben mal vorsichtig tituliert. Das kann eigentlich so nicht sein, weil was er erwartet hat an Ergebnissen, wäre natürlich eine normale Verteilung, ja, zwar bundesweit, also war aber nicht der Fall. Die Kriterien der HIV-Tests sind von Land zu Land und von Bevölkerungsschicht beispielsweise Lebenswandel abhängig. Also bist du jemand aus der schwulen Szene, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du bei gleichen Werten als positiv diagnostiziert wirst, wesentlich höher, als wenn du sagst, ich bin hetero, bin meiner Frau treu, gehe nicht zu Nutten oder sonst was. Also das sieht man ja schon, es ist ein gefaktes Bild und bei den Impfungen, wenn wir da weitergehen, schon mal auch der nächste Punkt, das Impfalter ist viel zu jung, das heißt, Babys zu impfen macht überhaupt keinen Sinn.
Das heißt, das Immunsystem ist noch gar nicht ausgebildet, es kann gar keine Immunreaktion oder ein Immungedächtnis bilden. Also was macht es, ist für eine Sinnhaftigkeit, ein Baby zu impfen? Daran, vor allem wenn man dann noch betrachtet, das sind 3, 6 bis zu 8-fach Impfungen, also wo 8 verschiedene Krankheitserregermodelle oder Bösewichte angegriffen werden mit einer Suppe von Bestandteilen, die, wo einem wirklich schlecht werden könnte. Also das würde ich nicht mal oral schlucken, geschweige denn mir initiieren lassen. Also ich persönlich bin seit 40 Jahren nicht geimpft und ich nehme keine Medikamente. Ja, ich weiß, es geht dann halt aufs Gehirn und eben die Verrücktheit wird dadurch natürlich nicht mehr im Zaum gehalten. Ja, genau. Aber wenn man das einfach betrachtet, das ist meine Entscheidung und wenn ich Kinder hätte, wäre meine Entscheidung, würde genau in das Gleiche gehen. Aber man muss einfach mal auch betrachten, was wird da eigentlich gemacht, in welchem Alter, wie sinnhaft ist das eigentlich in der Körperentwicklung überhaupt, da schon einzugreifen. Das macht nur Sinn, wenn ich wirklich die Absicht trage, dem Körper zu schaden. Ja, und nicht auch dem Bewusstsein schon. Das ist die nächste Ebene. Ja, den Riegel vorzuschieben. Genau. Und auch dann, wenn man wirklich betrachtet, eben die Statistiken, oder gut, das kann man jetzt wieder relativieren, ja, das ist die Statistik der Impfgegner, weil die Statistik der Impfbefürworter schaut ganz anders aus, dass Erkrankte wesentlich häufiger, Geimpfte wesentlich häufiger erkranken als Nicht-Geimpfte. Das sind auch wieder Daten und Zahlen, die man recherchieren kann, wo man sich natürlich auch überlegen muss, ja halt, aber der ist doch geimpft. Und dann kommt oft die Argumentation, ja, aber die Zweitimpfung, die Auffrischimpfung, die wurde nicht vollzogen. Und darum, aber ist ja völliger Quatsch, weil die meisten Impfungen propagieren oder die meisten Impfmittelhersteller propagieren eigentlich, dass die erste Impfung eigentlich schon ausreicht und nur in Ausnahmefällen die zweite nötig ist. Aber wir machen sicherheitshalber lieber eine zweite für alle, weil doppelter Verdienst und sicher zu sein, dass die doppelte Dosis an Impfserum in diesen Körper gelangt. Ja, und die Theorie, wenn man das ja mal so genauer reinschaut, ist ja auch nichts anderes, die ja sagt, okay, der Geimpfte muss ja Angst haben vor den Ungeimpften. Das ist ja genau das, was man macht in den Kindergärten zum Beispiel, dass man jetzt sagt, die müssen geimpft werden, weil wenn da einer dabei ist, der nicht geimpft ist, dann ist das ja ein Riesenproblem. Jetzt, aber nochmal, also wie verquer muss ich im Kopf sein? Ja, das kann man auch nicht verstehen. Ja? Weil die sind ja immunisiert und sind ja alle froh, die müssen ja eigentlich in einen Pockensumpf reinspringen können, wenn sie gegen sagen, hey, super, ich fühle mich so wohl, mir kann ja eh nichts passieren. Genau, also ich brauche 99% der Menschen, die geimpft sein müssen, ja, weil wir 1% Probleme haben. Zum Beispiel bei Masern ist es ja genau diese Thematik. Es sind ja verschwindend geringe Fälle, verschwindend geringe Todesfälle. Wir wollen aber alle flächendeckend impfen, ja. Kommen wir dazu. Kommen wir nochmal, okay. Weil die Masern-Thematik möchte ich schon nochmal separat behandeln, ja, okay. Weil es eben so aktuell ist und jetzt wirklich eben im Leben von allen Eltern steht und allen Mitarbeitern, die in irgendwelcher Form eben an Schulen oder in erziehungspädagogischen Berufen halt tätig sind. Ja. Also um das nochmal abzuschließen, das Thema der Zwangsimpfung bedeutet, wir müssen eben alle zwangsimpfen. Wenn einer dabei ist, der nicht geimpft ist, wäre das ein Problem für die Geimpften. Wie gesagt, da muss man schon sehr viel Drogen genommen haben, um das jetzt wirklich noch zu verstehen. Ich finde vor allem den Begriff Herdenimmunität so toll. Ja, das ist ein super. Ja, ja. Also das sagt ja schon alles. Herdenimmunität. Mm, genau. Ne? Also Mensch, Tier, bist eine Herde, Massenmensch. Okay. Nochmal zurückzukommen, eben wenn man dann betrachtet, dass eben die Geimpften trotzdem erkranken und die nicht Geimpften wirklich deutlich stabiler sind in ihrer Immunreaktion oder zumindest viel schneller der Krankheitsverlauf überwunden haben, die Immunisierung bei denen abläuft. Also man sieht plötzlich, dass eigentlich die immunisiert werden durch Impfungen, denen ihr Immunsystem wesentlich träger ist und sich eben nicht so schnell auf den Infekt oder auf die Erreger einstellen kann, wie eben nicht Geimpfte. Das müsste einem ja auch schon wieder zu denken geben. Ich meine, wenn wir jetzt natürlich die Nebenwirkungen anschauen, die in der Regel von den offiziellen Statistiken vertuscht werden, weil man kann ja leicht Symptomatiken einfach woanders reinpacken. Das ist natürlich von jedem Arzt überlassen, der diese Symptomatik betrachtet. Es gibt hier wirklich die verrücktesten Geschichten, warum das eine wirklich offensichtliche Impfschädigung einfach woanders reingepackt wird in der Statistik. Und wie auch die Ärzte zum Teil sehr gehemmt sind, es als Impfschädigung zu deklarieren,
sondern angewiesen werden, es wirklich in ein anderes, also das Kreuz einfach woanders zu machen, dass es in der Statistik da nicht auftaucht. Also es gibt Gott sei Dank immer mehr mutige Ärzte, die da wirklich, und es gibt eben auch die, natürlich die Vereinigung der Ärzte, die sagen, hey, Impfentscheid ist was Persönliches, sowohl für mich als Arzt, als auch für die Eltern und für die Kinder, da kommen wir noch dazu, was jetzt eben Grundrecht betrifft und so, aber da ist einfach auch sehr viel Druck in der Industrie. Man darf nicht vergessen, ein Arzt, der seine Praxis hat, hat seinen Lebensstandard, hat seine Lebenserhaltungskosten, hat seine Geschäftskosten und. Und das System geht halt mittlerweile doch schon sehr rabiat auf Vertreter oder auf Zahnrädchen los, die nicht spuren, weil wenn das zu einem Massenphänomen wird, was es einfach ist, weil in der heutigen Zeit erwacht das Bewusstsein, da kommen wir wieder in den Kontext des neuen Zeitalters, des Erwachens, dass die Energie ganz anders ist, dass die Menschen einfach eben wach werden, auch mitunter dank CO2 mehr in der Luft, dass dadurch einfach auch eine unterschwellige Dynamik da ist, die natürlich versucht wird, schon im Ansatz zu ersticken. Das muss einfach sein, weil das System, ich sage jetzt mal, die weiß ganz genau, weil man weiß ja, wie schnell das ein Waldbrand oder zum flächendeckenden Großbrand wird und der ist dann nicht mehr zu kontrollieren. Haben wir ja genügend Beweise gehabt in den letzten Monaten und genauso ist es mit solchen Themen. Es ist dann einfach ein psychischer Waldbrand. Und was da dann abläuft, ist nicht mehr aufhaltbar, es sei denn, die Zensur greift von Anfang an. Und die Zensur hat halt eben viele Wege, inklusive die Bedrohung natürlich des Status Quo von Einzelnen bis zu Drohungen, Androhungen und. Also das Entkörperung ist leider heutzutage ein relativ einfaches Mittel. Der natürliche Tod, der natürliche Unfall oder wie auch immer, das ist leider Usus in diesen Kreisen. Und, Aber da geht es auch um das Thema Verantwortung und ich bringe mal ein Beispiel. Als ich meinen Hund gekauft habe, ja, habe ich einen Vertrag unterschrieben wegen Ärzteschaft, Impfung und so weiter und Schutzimpfung, den ganzen Kram. War mir aber klar, dass ich das nicht möchte. Die einzige Nummer, ich wusste aber, dass ich da wieder rauskomme. Denn als es soweit war, den Hund zu impfen, habe ich gesagt, ich möchte das nicht. Und der Züchter und auch der Arzt, der Tierarzt, haben natürlich darauf bestanden, den Vertrag einzuhalten. Und da habe ich gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Sie unterschreiben mir einfach hier, dass Sie für jegliche Folgeschäden die hundertprozentige Verantwortung übernehmen. Ja, dann ist das überhaupt kein Thema. Aber da ist auch die seelische Grausamkeit, wenn es dem Hund was geht, ist auch noch mit drin. Und auf ohne größere Diskussion, ruckzuck war das Thema vom Tisch. Es war sofort erledigt. Geht auch bei Eltern. Es geht genau. Deswegen wollte ich habe es versucht, ja, ich wollte nur mal den Impuls setzen, dass es sehr wohl in dem Moment, wo es über Verantwortlichkeit geht und Haftungsfragen geht, sehr wohl immer noch Möglichkeiten gibt. Schon, aber um Verantwortung zu übernehmen, musst du zuerst mal Wissen haben. Und wenn das Wissen halt auf Fehlinformationen beruht, dann entscheiden doch die meisten Menschen gegen ihr Gewissen, also ihr inneres Wissen, was ganz klar sagt, nein, das will ich meinem Kind nicht antun. Und trotzdem ist der da oben, der natürlich die Programmierungsschlaufe abfährt und sagt, ja, aber du weißt doch, bum, 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 bum. Dann kommen noch von außen Triggerfaktoren, das können jetzt Freundinnen oder befreundete Familien sein, was, du hast dein Kind nicht geimpft? Oder natürlich der Arzt, der sagt, willst du, dass dein Kind stirbt oder behindert wird? Und also es wird dann halt wirklich, weil es ja so flächendeckend das Netzwerk ausgelegt ist mit diesem Weltbild, ist es natürlich, also erfordert es eine Standhaftigkeit. Und diese Standhaftigkeit kannst du nur in dir spüren, wenn du überzeugt bist. Und Überzeugung heißt halt wirklich gelebtes Wissen, allumfassende Informationsrecherche, Gespräche mit betroffenen Menschen oder zumindest, es gibt ja genügend Filme mittlerweile, impfkritische Filme, die ja wirklich Tatsachenberichte auch zeigen. Also gerade was jetzt Schädigungen betrifft, Nebenwirkungen wie Allergien, Autoimmunkrankheiten, Autismus, chronisches Erschöpfungssyndrom, bis zu Behinderungen, Gehirnhautentzündung oder, also ganz massive Körpereinschränkungen aufgrund von Impfschäden. Also diese Tatsachen gibt es ja. Aber auch hier natürlich medial gleich wieder Verschwörungstheorie oder ist nicht bewiesen, ist nicht belegt, weil du musst ja dann, ich sage jetzt mal, mindestens 100 Gutachten bringen, um zu belegen, was dein Hausarzt vielleicht, wenn er mutig ist, sogar einfach nur unterstützt und sagt, eindeutig Impfschaden.
Aber nein, Gutachter, jetzt klage mal gegen einen Pharma-Riesen, der da einfach Milliardenbudgets hat oder zumindest Millionenbudgets für Klagen und so weiter. Du hast keine Chance als Familie, die dann betroffen ist, die dann vielleicht ein Leben erlangt, finanzielle und einfach einen Aufwand hat, weil ihr Kind geschädigt oder sogar ernsthaft behindert ist und so. Da hast du die Energie nicht. Und es gibt ja kaum Interessen, also es sind natürlich schon Interessengemeinschaften, es gibt auch Anwälte, die diese Interessengemeinschaften unterstützen, aber die Budgets, da hast du keine Chance. Vielleicht ist es ein guter Hinweis für den Zuschauer, mal zu sagen, im Anschluss an diese Sendung, wer genau mal so eine Hinweise sucht, den Film von Robert De Niro, den Wexit. Ja, sich mal anzuschauen, der ja im Prinzip genau das durchlebt hat. Ja. Oder Wir impfen nicht von Michael Leitner. Ja, genau. Ist auch ein hervorragender Film, wurde auch extrem gut verkauft und geklickt, weil es natürlich grundsätzlich immer Thema ist und für alle Eltern, also natürlich nicht nur für Eltern, weil ne, man schiebt das immer so auf die Kinder, ja, der Schutz der Kinder, aber es ist ja letztlich jeder betroffen. Ja. Jeder auch, natürlich, ich meine, wir haben ja diese Propaganda jedes Jahr, Grippe. Okay, Grippewelle, so und so viel sind noch gar nicht geimpft in Deutschland. Und hey, also ich kann ehrlich sagen, eben wie gesagt, ich bin seit mindestens 4 Jahrzehnten nicht geimpft. Oder sagen wir hundertprozentig 3 Jahrzehnte nicht geimpft. Und ich kenne das nicht, was Grippewelle ist. Also ist mir einfach nicht bekannt, ist nicht meine eigene Erlebniswelt. Und da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, möchte ich dann natürlich in der Sendung wieder auch darauf eingehen, was kann jeder tun überhaupt und warum ist es so. Aber ich möchte mal auf die Inhaltsstoffe ein bisschen eingehen, einfach so, um das auf der Zunge zergehen zu lassen, was jetzt eben in so Impfserien alles drin ist. Also zum Beispiel die Quecksilberverbindung Thimerosal, das ist schon mal etwas, was eben Neurotoxikum ist. Also wirklich ein schädlicher Stoff. Quecksilber ist ja bekannt als Schwermetall gegen unsere neurologischen Strukturen, aber auch gegen unsere natürliche Darmflora und so weiter. Also gehört da überhaupt nicht rein. Und nur um eine Immunreaktion zu generieren, weil die eigentlichen Erregerstoffe gar keine Immunreaktion bewirken oder nicht in dem Maße, dass tatsächlich eine Immunerinnerung generiert wird und Antikörper. Also braucht man andere Stoffe. Dann gibt es Aluminiumsalze, die drin sind. Formaldehyd ist ja bekannt, ist auch höchst giftig. Was gehört das in mein Blutbahn? Also man muss, oder auch in mein Muskelgewebe, es kommt ja dann ins Blut und wird übers Blut dann verteilt. Oder ein Stoff, den kann ich kaum aussprechen, der auch in Farben drin sind, Octylphenoletoxylat. Der ist also in der Chemie auch in Substanzen drin, wo man sich fragt, ja, aber was macht das in einem Impfserum? Dann Natrium- und Kaliumphosphat, Kaliumchlorid, Calciumchlorid, das sind alle Stoffe, von denen man weiß, sie gehen auf unsere Gesundheit, sie sind ungesund. Manche Quellen beschreiben sogar Arsen. Arsen ist hochgiftig, hochgiftiges Schwermetall. Kann man sich auch natürlich unterhalten, was er da drin zu suchen hat. Dann geht es über Affen- und Schweinezellen. Auch hier wieder, was hat das mit Impfungen zu tun, die an Menschen gehen? Ja, warum? Weil zum Teil diese Stoffe, also die Bakterien oder Viren, werden darin gezüchtet. Und automatisch kommen auch die Zellen dieser Affen oder Schweine, je nachdem, welche Zellen das ich verwende, kommen in das Impfserum. Dann haben wir aber mittlerweile auch aufgrund der technischen Möglichkeiten synthetische DNA-Impfstoffe. Also man kommt natürlich weg vom Quecksilber, weil das zu bekannt ist, wie schädlich das ist. Also Amalgam ist ja auch als Quecksilberlieferant nicht mehr so im Usus-Bereich, obwohl es noch legal ist, was völlig unverständlich ist eigentlich. In Deutschland wird alles reguliert über Gesetze, aber Amalgam darf noch bleiben. Aber genauso Quecksilber ist auch noch legal in Impfserien, aber man kommt immer mehr dazu, synthetische DNA-Sequenzen in diesen Impfstoffen zu verwenden. Da muss man sich auch fragen, okay, wenn man sich ein bisschen informiert hat über Genaustausch, Genexpression, Epigenetik und solche Dinge, was sind denn da für Informationscodes in diesen synthetischen DNA-Impfstoffen drin enthalten? Weil man muss wissen, auch die prägen unsere DNS. Das heißt, unsere eigene DNA wird davon mitgeschrieben und manipuliert. Ich weiß nicht, ob du konkrete Zahlen dazu hast. Es gibt ja
Ich habe sie jetzt auch nicht 100% im Kopf, aber wie viele Impfungen das gemacht werden muss. Da war zum Beispiel, ging es genauso um diese DNA-Übertragung. Man hat aber festgestellt, dass bei einem menschlichen Herren, ja, der diese Impfungen bekommen hat, der Anteil der eigenen Spermien, also sprich die DNA-Anteile der eigenen Spermien, zu 80% überschrieben sind, genau zu dem Stoff, der in der Impfung drin war. Genau. Ja. Ähnliches erleben. Ich gucke mal, vielleicht finde ich das nochmal und werde das dann, liebe Zuschauer, einfach nochmal unter die Sendung nochmal verlinken. Aber da ist mir fast die Hutschnur geplatzt, als ich das erste Mal gehört habe. Ähnliches gibt es solche Studien bei Blutspende, bei Knochenmarktransplantationen. Ja, genau, da auch, ja. Also das ist auch sehr, wo eben, ich habe über den Fall gelesen, bei einer Knochenmarktransplantation, wo wirklich die Spermien zu 100% vom Spender-DNS überschrieben wurde. Überschrieben sind, ja. Auf gut Deutsch erzeugt nicht mehr seine eigenen Kinder, sondern erzeugt Kinder des Spenders. Den noch nicht kennt. Muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dann natürlich auch bei Organtransplantationen, wo ja auch der Spanferkel ja auch federführend der seine Ideen propagieren wollte, was Gott sei Dank zumindest mal vordergründig abgeschmettert wurde, dass jeder automatisch Organspender ist in Deutschland. Da hast du mir jetzt ein bisschen zu vorgegriffen. Ich wollte nämlich noch auf die Bestandteile weitergeben, nämlich auf Impfserien mit Bestandteilen von abgetriebenen menschlichen Föten. Also Material wie Hautgewebe, Organgewebe oder Hirnanhangdrüsengewebe. Sorry, kannst du nicht anders sagen, what the fuck hat das in meinem Körper zu tun, dass menschlich fötale DNS und Gewebe hier initiiert werden? Es ist bekannt, dass wenn wir, weil das geht schon bereits in Richtung Menschenfresserei, also Kannibalismus, und es ist bekannt, was, wenn wir menschliche Substanzen von anderen Menschen zu uns in unseren Körper aufnehmen und verarbeiten, dass das etwas mit unserem Bewusstsein tut und auch mit unserer Gehirnfunktionalität. Und das ist etwas, was extrem schädigend ist für unsere Entwicklung. Und das gehört nicht in unseren Körper. Also ich bin grundsätzlich jemand, der sagt, Fleisch gehört grundsätzlich nicht in unseren Körper, auch nicht von Tieren, schon gar nicht von Schweinen, weil die eben genetisch sehr ähnlich sind und die Genetik von Schweinen von unserem Körper sehr gut verarbeitet wird und auch gelesen und adaptiert wird. Affen wäre natürlich noch extremer, Affenfleisch oder Affenhirn zu fressen, aber Menschenfleisch oder Substanzen von Menschen in sich aufzunehmen, hat einfach den extremsten Effekt im schädigenden Sinne, was jetzt die Entwicklung betrifft und die Reaktion. Also auch hier muss man sich fragen, was soll denn das Ganze, wenn das ja bekannt ist, es ist ja nicht, ich sage es mal, nur okkultes Wissen, ist ja bekannt. Was generiert das und warum werden diese Stoffe trotzdem verarbeitet? Und jetzt versteht sicherlich jeder Zuschauer, warum das Impfstoffhersteller ihre Kinder und sich selber nicht impfen. Also das will ich nicht in meinem Körper. Absolut. Man muss vielleicht da freundlicherweise dazu sagen, dass das natürlich nicht immer so war. Also gerade die ganzen Stoffe, das sind natürlich alles sehr moderne Geschichten. Naja, also die sogenannten Kombi-Impfungen, also noch vor 30, 40 Jahren sah es ein bisschen anders aus. Ja gut, Schwermetalle, ja, aber Quecksilber und Aluminiumsalze ist auch nicht gerade unbedingt das Beste, genau, was du dir geben kannst. Aber wir gehen jetzt hier schon in die Manipulation rein. Ja, genau. Und das ist ein ganz anderer Kontext als, ich meine, es war immer eine Manipulation, ja, was uns im positiven Sinne so humanistisch verkauft wird, in Wahrheit aber schädigend ist und natürlich zum Profit von gewissen Menschen aus bestimmten Gründen, also da geht es auch nicht nur um finanziellen Profit, aber was auch neuere Erkenntnisse einfach zeigen, sind, dass auch Mikrochips, beispielsweise Nanotechnologie, zum Teil in diesen Impfserien enthalten sind. Und wenn man dann sich überlegt, was schon vor 20 Jahren möglich war, offiziell möglich war, ich rede jetzt von offiziellen Geschichten, was Nanobots, also kleine Roboter, gebaute Technik auf Nanogröße schon fähig waren zu vollbringen. Wie gesagt, vor 20 Jahren war das schon offizielles technisches Know-how, was wir jetzt nach 20 Jahren wirklich für eine Technik haben. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass die geheimen Technologien in den okkulten Programmen, in den Secret Programs, sicherlich 5 bis 10 Jahrzehnte voraus sind, dann geht es schon in Richtung
Wahnsinn, was da alles möglich ist. Aber auf jeden Fall, es wurde erwiesen, dass in den gewissen Impfserien eben auch Nanotechnologie drin sind. Die großen Mikrochips nicht, also es gab ja auch diese Gerüchte von, ja, das sind die RFID-Chips, aber das, die nicht, sondern wirklich, es ist auch gar nicht nötig. Das ist wieder offizielle Technologie, dass jetzt diese Chips in die Hand implantiert werden, was ja schon gemacht wird, aber diese Technik ist uralt. Das ist nur, damit die Bevölkerung eben abgelenkt wird von der eigentlichen Hightech-Technologie über Nanochips. Und wenn man das Ganze mit Nanotechnologie betrachtet, das sind ja auch funksteuerbare Roboter, die programmiert sind, aber eben auch gesteuert werden können von außen. Wenn man das im Kontext eben wieder sieht von elektromagnetischer Strahlung und 5G, dann... Und nochmal, 5G ist eine Waffentechnologie, ist ganz was anderes wie 4G. Also hier haben wir Keulen, beispielsweise individuelle Manipulationsmöglichkeiten, nicht mehr über Sphären wie bei 4G, sondern 5G-Targeting ist also individuell auf Endgeräte. Und wenn wir Nanotechnologie in unserem Körper haben, sind wir Endgeräte, die also von jedem 5G-Sender angepeilt wird. Das heißt, wir haben dann nicht nur den doppelten Effekt von hochfrequenter Mikrostrahlen, die gebündelt auf mich zielen, also nicht nur auf mein Handy, sondern durch die Nanotechnologie auf meinen Körper. Und gleichzeitig natürlich eben die Manipulationsmöglichkeiten sind immens. Ja, man möge sich mal fragen, warum auch gerade, also für diejenigen, die jetzt im Thema sind, ist das sicherlich ja schon lange bekannt, Chemtrails, ja, haben wir ja auch Barium, Aluminiumanteile zum großen Teil drin, also schon als Vorbereitung quasi fürs Schlachtfeld, weil wir wissen, 5G, wir haben es in der Sendung ausführlich beschrieben, es geht auch um 3D-Schlachtfeldsimulation, Echtzeitkommunikation, also latenzfrei und dass der Mensch angeschlossen wird. Dafür muss er natürlich dementsprechend Empfänger im Körper haben, sonst funktioniert das nicht. Und der Aluminium ist ein hervorragender Träger, ja, weil er also wohl eben als Verstärker in dem Fall, genau. Aber der Punkt ist, ich meine, es ist ja nicht für ungefähr, warum da so viel Schwermetalle auch in unseren Nahrungsmitteln schon enthalten sind. Nur bei Nanotechnologie ist es nicht einfach nur Schwermetall, sondern wirklich intelligent. Ja. Also da ist jetzt nochmal eine andere Ebene. Ja. Und überhaupt, also wenn man jetzt betrachtet, sind jetzt, wie groß ist der Nutzen von Impfungen? Also nach meiner doch jahrzehntelanger immer wieder Recherche oder Auseinandersetzung mit diesem Thema kann ich einfach nur sagen, es ist eigentlich Körperverletzung. Es schädigt nicht nur meine physiologische Gesundheit, sondern auch meine psychologische Gesundheit. Und dahinter entdecke ich halt wieder die gleichen Agenten und die gleichen Strukturen und die gleichen Absichten, die letztlich dazu führen. Weil wenn wir ja betrachten, wer profitiert denn letztlich wirklich am Impfgeschäft? Und da fällt einem natürlich Big Pharma als erstes in Sinn. Ich meine, es ist ein Geschäftsbetrieb, es ist ein Multimilliarden, Billiarden sogar Geschäft, wenn man anschaut, was für Umsätze allein in Deutschland gemacht werden über Impfungen, wenn man das aufbläht auf den ganzen Planeten und das dann noch jedes Jahr, dann geben wir mal ein paar Jahrzehnte. Also es ist schon sehr lukrativ. Und wie gesagt, es ist Business as usual, wenn man es rein schon nur vom geschäftlichen, wirtschaftlichen Faktor betrachtet. Und es ist nicht umsonst, dass natürlich Big Pharma weltweit eine sehr extreme Macht ist, die sehr viel steuert. Also das ist ja nicht nur der Medikamentebereich oder der Impfbereich, sondern die sind ja überall drin, in der Petrochemie und überall. Also wir können ja heutzutage nichts mehr Natürliches kaufen. Oder warum ist Bioernährung überhaupt so teuer und immer noch ein Nischenprodukt, obwohl so viele Menschen sagen, ich will mich biologisch giftfrei ernähren. Und die konventionelle ist alle voll mit Chemie. Also das hat ja alles Sinn und Zweck und das folgt halt einfach dieser Agenda auch. Auch wenn man schaut, wie werden überhaupt Zulassungen generiert. Also Pharma-Aussteiger, es gibt ja auch hier genügend Literatur und Bücher darüber, wie korrupt das Ganze ist, wie erkauft und wie bösartig aus. Also bösartig, das geht also bis zur Tötung von Widersachern, also mit allen Mitteln. Auch hier greifen wieder die gleichen geheimdienstlichen oder geheimgesellschaftlichen Anwendungsmöglichkeiten an, wie hier vorgegangen wird. Das finden wir eben im pharmazeutischen Bereich, was Zulassungen betrifft, genauso. Also eben von der Einschüchterung oder von, na, zuerst mal kaufen natürlich. Zuerst mal wird ja die korrupte Seite oder das Mangel
Bewusstsein der Menschen getriggert. Die meisten wissen ja nicht, dass sie dann früher oder später verheizt werden. Das heißt, wenn sie mal durchgelutscht sind, dann werden sie einfach verheizt, dann gehören sie selber zu den Opfern. Auch wenn sie zuerst meinen, ah, ich kann jetzt aufsteigen, ich kriege jetzt Geld, ich kriege jetzt mehr Luxus, mehr Macht, mehr Zugänge zu bestimmten VIP-Kreisen und. Aber früher oder später endet das meistens dann im Desaster. Und genauso ist es hier. Auch, was wir schon gesagt haben, die klinischen Beweise für die Erregertheorie fehlt in der Regel oder meistens. Oder es werden uns natürlich schöne Computerbildchen gezeigt von irgendwelchen Viren, die hübsch ausschauen. Aber eben, wo der wirkliche klinische, wissenschaftliche Beleg dafür oft fehlt. Und es auch nach Nachfrage. Beweis. Genau, es fehlt der Beweis und auch auf Nachfrage und auf Forderung hin kommt nichts. Also ich meine, die ganzen Impfbefürworter müssten doch eigentlich interessiert sein, daran zu belegen, dass das wirklich so ist, dieses Weltbild. Aber sie müssen es nicht. Warum? Warum müssen sie es nicht belegen? Es glauben ja eh alle dran. Oder die meisten. Also die 1%, sage ich jetzt mal, der Weltbevölkerung, die jetzt zumindest überzeugt ist von dem, was wir hier sprechen, die sind vernachlässigbar. Ja, natürlich. Weil das System funktioniert ja immer noch. Und mit der heutigen Technik wäre es ja überhaupt kein Problem. Also wir haben ja hochspezielle Elektronen, Rastermikroskope und so weiter. Also wir können wirklich so genau hingucken, wieso wird denn nicht der Virus gezeigt? Ja, ja. Hier ist er. Da es gibt es schon, es gibt es schon, aber diese Viren schauen dann aus oder auch oft aus wie Roboter. Also hier sind wir dann schon wieder im nanotechnologischen Bereich. Also wie gebaut. Mhm. Spannend. Und eben die Medienpropaganda ist natürlich massiv vorgeschritten und in dieser Hand Big Pharma ist natürlich genauso involviert in den größten Mediengruppen und in den Nachrichtenagenturen. Also da haben wir die Seite. Dann Antibiotika oder überhaupt, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass diese ganzen Chemikalien, es sind ja nicht Drugs, das englische Begriff, für Medikamente. Also wir dürfen nicht vergessen, das sind ja tatsächlich künstliche Substanzen, die auf dem mechanischen Weltbild eben der Biochemie basiert und dem Glauben unterwirft ist, ah, wenn da was fehlt, dann gebe ich einfach das dazu oder wenn da ist, dann bringe ich einfach einen Gegenstoff mit hinzu und drehe da ein bisschen rum und wissen gar nicht, wie das Wunderwerk Mensch dadurch völlig aus dem Gleichgewicht gerät und vor allem mit den ganzen Nebenwirkungen, Beipackzettel, die ja bei jedem Medikament existieren und auch vorhanden sein müssen und auch hier zum Teil total gefaked sind. Also auch bei den Impfungen ist ja gigantisch, was da eigentlich für eine Unwahrheit kommuniziert wird, eben wie du gesagt hast, für Nebel auftaucht, sobald man ein bisschen in die Tiefe geht. Und ich meine, Antibiotika, das Wort sagt, dass es auch gegen das Leben gerichtet ist. Und ich meine, Gott sei Dank gibt es immer mehr antibiotikaresistente Keime, weil es einfach auch dadurch in das Bewusstsein kommt, ja, wie sinnhaft ist denn Antibiotika, was man einfach in der ganzen Welt so versprüht, was überall drin ist, was in allen Tieren drin steckt, also gerade durch die Massentierhaltung und. Und da merkt man einfach, ah, da passieren Mutationen, da passiert was, das kann doch nicht gut sein, wenn ich immer gegen das Leben agiere, sondern es geht ja um eine Kooperation mit dem Leben und es geht um auch hier wieder um einen kreativen Umgang. Wie kann ich dann, wenn denn diese Erreger tatsächlich so schlimm sind und so böse sind, was kann ich denn wirklich im natürlichen Sinne tun, im ganzheitlichen Sinne? Und da ist natürlich Big Pharma aber in seiner Patentstruktur und in seiner Herstellungs- und Verkaufsstruktur überhaupt nicht daran interessiert. Und wenn man die Agenten dahinter wieder entdeckt, weil es werden ja ständig neue Entdeckungen gemacht, neue Erfindungen, neue Erreger werden klassifiziert, wie wir schon gehört haben, eben es gibt ganz viele Biowaffenlabors, die an dem aktiv arbeiten, die auch in die Rassen Thematik reingreift. Das heißt, man kann heutzutage Erreger zuschneiden auf Männer, auf Frauen, auf Zugehörige von bestimmten ethnischen Gruppierungen. Das ist alles kein Problem, weil die Genetik ja schon so erforscht ist und man hier einfach wirklich maßgeschneiderte Erreger herstellen kann, wo man einfach bestimmte Bevölkerungsgruppen
gefährdet oder eben infizieren kann und andere sind einfach nicht gefährdet. Und da haben wir ja schon gesagt, beim Coronavirus Chinesen und du hast noch gesagt Afrikaner, das sind eigentlich die... Also es scheint zumindest aktuell so, dass auch die wohl auch mit betroffen sind. Aber hauptsächlich Chinesen davon betroffen sind. Also auch da kann man davon ausgehen, dass es eine Maßschneiderung hier gibt bei diesem Erreger, bei dem aktuellen Coronavirus. Dann eben Stiftungen, die dann eben in der Öffentlichkeit natürlich humanitär tun, von Milliardären wie Bill Gates, die natürlich da auftreten. Auch Soros war da zum Teil aktiv. Und wenn man natürlich die Hintergründe dieser Menschen kennt und in welchen Strukturen sie wirklich verpflichtet sind, dann geben sie schon ihr Bestes, aber eben nicht für uns, sondern mit ganz anderen Zielen, wie man eben auch weiß, dass eben die Bill und Melinda Gates Stiftung in Afrika sehr viel Schaden angerichtet hat, beispielsweise mit Sterilisationen, mit Fehlgeburten und so weiter und den Menschen ganz was anderes verkauft worden ist. Sie haben es eben mit HIV nicht geschafft. Ja. Ja, in Afrika, also muss sowas anderes her. Ich meine, muss man wirklich eine Verschwörungstheorie ranziehen, wenn ich einen Milliardär habe, der da felsenfest von überzeugt ist, wir sind zu viele Menschen auf diesem Planeten, ungeachtet der Motivation, ob das korrekt ist oder nicht, was ich schwer bezweifeln mag. Der die Möglichkeiten hat, der, wie ich gehört habe, beste Beziehungen, wenn nicht sogar die WHO stillschweigend übernommen hat. Ja, das ist jetzt nur eine Theorie, so, aber möchte ich nicht weiter ausdiskutieren. Der die Möglichkeiten also hat, der sich also für Massenimpfungen einsetzt, der für Impfstoffentwicklungen einsetzt und das wirklich in Zwangssterilisationen und Zwangsimpfungen umsetzt. Wenn jemand also so ein Gesinnungsgut im Kopf hat, offensichtlich finanzielle Möglichkeiten, Einfluss genügend hat, das zu tun. Und er es ganz offensichtlich ja auch macht. Sind wir dann in einer Verschwörung oder reden wir von Fakten? Und das muss einem doch mal klar werden. Ja, und schon alleine, dass Bill Gates natürlich in der Pharmaindustrie entsprechend finanziell auch beteiligt ist. Ich meine, schon alleine das ist ja schon ein Faktor, wo man sich überleben kann, hat er nicht Eigeninteressen. Ich meine, wenn man weiß, nochmal, wir haben letztes Mal gehört, dass die UNO ja grundsätzlich ein privater Verein ist, der von den Kriegssiegern gegründet worden ist, England, Russland, Amerika. Und die ganze Struktur, also es lohnt sich wirklich mal, die Struktur der UNO sich näher zu betrachten und all ihren Organisationen, wo man auch drauf kommt, okay, hier haben Auserwählte sich eine Weltstruktur aufgebaut, eine globale Struktur, die in sich nicht angreifbar ist, die in sich rechtlich immer aus dem Schneider ist, aber alles tun kann, was sie will. Und Einfluss ohne Ende generiert und dann macht das natürlich, dann bringt das schon nochmal wieder andere Facetten in das Bild, was da alles dahinter ist. Und die WHO ist ja, ich meine, nicht wirklich im Ruf, humanitär zu sein und Menschenfreund. Und alles, was es braucht, ist ein Notstand. Ja, ja, gut. Der Gesundheitsnotstand wurde von der WHO im Januar ausgerufen. Spannend bei der ganzen Geschichte ist auch, dass es schon seit längerem Impfregister in Amerika gibt und jetzt auch in Europa gibt, wo sozusagen jeder Mensch protokolliert wird, wie ist er geimpft, wie ist sein Verhalten und so weiter. Also hier gibt es tatsächlich Dateien über jeden und es wird auch geplant, dass da tatsächlich so einen globalen Impfpass erstellt wird und über diesen Impfpass wird dann entschieden, wie du reisen darfst, also deine Reiseoffenheit, wie der Reiseverkehr begrenzt wird unter Umständen, wie Versicherungen da ihre, ich meine, durch die Digitalisierung ist das ganz einfach, wie Versicherungen sozusagen dich klassifizieren, wie teuer die Versicherungen werden, beispielsweise was sie überhaupt noch zahlen, wenn du zum Arzt gehen musst, natürlich auch Schulen, also die ganze Infrastruktur wird auch mit dem Thema Impfung immer mehr verflochten und wenn man natürlich jetzt auch den Coronavirus und diese Pandemiepanik, die jetzt aktuell läuft, in diesem Kontext sieht, dann merkt man wieder, aha, die Weltbevölkerung wird wieder eingeschworen darauf, dass sie dem zustimmt. Das sieht man ja schon eben wie beim Masern-Thema, da kommen wir ja dann noch dazu, wie beim Masern-Thema eben relativ schnell die Menschen bereit waren zu sagen, ja, finde ich gut. Ja, finde ich gut. Ne? Obwohl 97% der Kinder geimpft sind. Was soll die ganze Scheiße? Die 3% machen es auch nicht fett. Also der Herdenimmunschutz wäre gewährleistet. Und es wäre überhaupt nicht nötig. Also das sagen auch alle Ärzte. Das sagt, also, da muss man sich auch wieder überlegen, ja warum denn? Also
Wollen wir gleich zu dem Thema? Ja, passt ja wunderbar rein. Ja, weil ich noch ein paar andere Sachen habe, aber das kann ich auch weglassen oder ein anderes Mal. Aber weil ich glaube, wir sind schon recht fortgeschritten in der Zeit. So. Wir haben noch ein bisschen, aber... Haben wir noch ein bisschen, okay. Ja, ja. Aber auch das Spannende natürlich, wenn wir jetzt zu dieser Impfpflicht kommen, die ja nicht Impfpflicht heißt, sondern Masernschutzgesetz. Mhm. Also wir schützen die Masern. Wir schützen. Ach Gott, die deutsche Sprache ist so wunderbar. Ja. Ne? Sie ist so deutlich. Es ist eine wunderbare Geschichte, auch wenn man natürlich das Spahn-Ferkel betrachtet. Also Jens Spahn als Gesundheitsminister... Pharmavertreter, muss man einfach wissen, seine Beziehungen zur Pharmazie sind offenkundig, wo er herkommt, wie die Förderung ist. Muss man sich auch überlegen, okay, und so jemand ist Gesundheitsminister. Warum setze ich denn einen Pharmavertreter ins Gesundheitsministerium? Was ja doch noch eine gewisse Entscheidungsmacht hat. Gewiss begrenzt zwar, aber und er macht seinen Job gut. Ich meine, er hat jetzt eben dieses Gesetz durchgeboxt. Er wollte ja auch die Zwangsorganspende durchboxen, was gescheitert ist. Aber hat auf jeden Fall sehr wieder polarisiert mit seinen Ideen und ja auch selbstbewusst. Er sieht sich als Hero, also als will ja jetzt auch Kanzlerkandidat werden, ja. Er bewirbt sich ja auch dafür, also mein Gott, da kann man ja gleich irgendwie einen CEO von der Pharmazie hinstellen. Naja, das ist mal das eine und ich nenne ihn halt liebevoll Spahn-Ferkel, weil das bietet sich. Ich möchte gerne noch den Hinweis zum Thema Organspende, weil das passt ja wunderbar rein, liebe Zuschauer. Wer von euch ein iPhone hat oder sämtliche Smartphones, ja. Bitte guckt in die Notfallinformationen rein. In den meisten Fällen, bei so gut wie allen Marken, ist das Häkchen quasi gesetzt in den Notfallinformationen, dass ihr Organspender seid. Das bedeutet nichts anderes. Ihr habt einen Unfall, man weiß nicht so richtig, mit euch anzufangen. Es wird natürlich zuallererst mal in die Notfallinformationen in eurem Handy geguckt, was steht da drin. Und wenn dann natürlich dort Organspender angeklickt ist, was wie gesagt standardmäßig default sozusagen als Ja angekreuzt ist, dann seid ihr drinnen im Boot. Also hier vielleicht nochmal der dezente Hinweis zu gucken, wer nicht weiß, wie das geht. Es gibt genügend Anleitungen auch bei YouTube für jedes x-beliebige Handy. Wo finde ich die Informationen? Wie komme ich da rein? Und ansonsten reicht im Normalfall die Suchfunktion in jedem Handy. Oben einfach Notfallinformationen eingeben, kommt man sofort drauf. Bitte schaltet ab, wenn ihr das nicht wollt. Als Hinweis vielleicht einfach nochmal. Das machen einfach zu wenige. Ist doch schön, wenn man kein Handy hat. Wer keins hat, wunderbar, ist es noch viel besser. Und da rate ich dann eher wahrscheinlich mal, es im Portemonnaie reinzuschreiben, ja, und das von vornherein auszuschließen. Wir waren dann jetzt noch stehen geblieben, genau, wir wollten uns jetzt einfach in den letzten Minuten der Sendung auf jeden Fall nochmal um das Thema der Masern-Thematik mal genauer reinschauen. Ist ein aktuelles Thema. Derzeit wird die ganze Sau wird natürlich durchs Dorf getrieben. Was gibt es denn da Spannendes noch zu hören? Ja gut, aber prinzipiell am 10.2. wurde es unterschrieben vom Bundespräsidenten. Also das heißt Steinmeier, Merkel, Spahn und die Bundesfamilienministerin Giffey, die haben das entsprechend abgesegnet. Es ist veröffentlicht worden am 13.2. im Bundesgesetzblatt, also wie es gesetzlich sein muss. Es ist jetzt ein Gesetz. Und ja, die Begründung natürlich, weil die Impfmüdigkeit die Herdenimmunität gefährdet. Also haben wir schon gesprochen, die Herde, also sprich wir, das gewöhnliche Volk, muss ja vor sich selber geschützt werden, vor seinem eigenen Intelligenzquotienten, der besagt, wie wir jetzt aus den ganzen Informationen herausgehört haben, es ist nicht so gesund zu impfen, es bringt nichts, im Gegenteil, sei denn du hast vor, dich eben zu degenerieren, dann ist es ein probates Mittel, aber ansonsten sollte man das eigentlich auf andere Wege machen. Auch anbetracht dessen, die Zahlen habe ich ja genannt, 97% der Kinder ist eh schon geimpft. Das heißt, die Eltern sind in der Regel schon in der Spur und impfen ja ihre Kinder. Das Problem ist einfach, die Masernfälle sind sowieso schon rückläufig, schon länger. Also wir haben 2001 noch 6.000 gehabt in Deutschland, jetzt sind wir bei 2018 bei 543. Also es wäre überhaupt nicht nötig. Warum ist denn dieser böse, böse Masernvirus, der eben nicht bewiesen ist, der nicht belegt wurde wissenschaftlich tatsächlich, denn so gefährlich? Die Auswirkungen sind natürlich schon dramatisch für Eltern, wenn man betrachtet, was denn passiert jetzt, was rechtens ist. Also man gibt den Eltern eine gewisse Zeit und wenn sie bis dahin nicht geimpft haben, dann kriegen sie neben den Einschränkungen, dass es ganz, ganz schwierig bis unmöglich wird, einen Kita oder einen Schulplatz zu kriegen für ihre Kinder, bis zu 2.500 Euro
Bußgeld. Das heißt, es ist wirklich eine Bestrafung, die, ich sage es mal, eine normale Familie im normalen Verdienstlevel schon arg trifft. Gerade wenn sie mehrere Kinder hat und sie einfach sich aus gesundheitlichen oder aus ganzheitlichen Gründen dagegen entschieden haben, ihre Kinder zu impfen. Die Eltern werden auch beim Gesundheitsamt gemeldet. Das basiert auf dem epidemiologischen Gesetz. Schwieriges Wort, was einfach besagt, okay, wir müssen Statistiken, beispielsweise Listen führen von denjenigen, die sich dem System verweigern. Und das ist natürlich schon allerhand. Also das ist schon extrem, was das eigentlich für Auswirkungen hat. Und müsste eigentlich auch jedem ein bisschen auffallen, hier geht es nicht nur einfach um Impfschutz oder um gesunde Kinder, sondern es geht hier einfach um viel mehr. Hier geht es darum, wie können wir die Herde entsprechend in die richtige Richtung treiben, wie wir das wollen. Und möglicherweise auch nur wieder der Start oder der Beginn viel größerer Aktionen, denn es ist ja anzunehmen, wenn die Bevölkerung mal wieder ruhig sitzen bleibt im Sessel, dass natürlich auf Grundlage dieses Zwanges, wenn es einmal funktioniert hat, der nächste vor der Tür steht. Ja, und ich meine, die Vorgehensweise mit der Manipulation durch Angst, durch Halbwahrheiten, Verunsicherung, soziale Ausgrenzung führt einfach natürlich zwangsweise, wenn du dich unterwirfst, zur Entmündigung und natürlich zur Körperverletzung. Also wie wir jetzt gesehen haben. Also das ist einfach ein Faktum, wo sich die Eltern halt lieber mal die Zeit nehmen und sagen, okay, ich informiere mich jetzt eine Woche lang. Ich nehme jetzt einfach eine Woche lang jeden Tag Zeit und recherchiere. Oder eben schaue mir dann halt auch wirklich die impfkritischen Bereiche an. Vernetze mich. Also man muss natürlich schon agieren, weil diese 3- bis 6-fach Impfungen ja nicht nur Masern betreffen, sondern auch Mumps, Röteln und andere Krankheiten, die überhaupt nicht thematisiert werden. Also die Nützlichkeit, du kriegst ja keine isolierte Masern-Impfung grundsätzlich, sondern es sind immer dann die Mehrfachimpfungen, die hier reingedrückt werden, was natürlich nochmal größere Probleme schafft. Und warum passiert das, wenn Masern gar nicht das eigentliche Problem sind? Und wenn man auch sieht, dass eben auch die Sterblichkeitsrate im letzten Jahrhundert sowieso schon verschwunden ist, also total fast eigentlich null ist, ohne Impfungen. Also das sind alles Zusammenhänge, die muss man einfach kombinieren. Und die Impfverweigerer wirklich auf Spur zu bringen, weil es ist halt schon geschäftsschädigend, das ist klar, aber auch eben Kontrollverlust über die Bevölkerungsmanipulation ist ein klarer Faktor. Weil es bleibt ja gar nichts anderes übrig. Also wenn man jetzt diese Fakten einfach mal betrachtet und logisch in eine Kette verbringt, dann muss man sich ja wirklich fragen, ja warum denn? Was könnte denn sonst der Grund dafür sein? Und da kommst du zwangsweise natürlich auf okkulte Agenden und dann ist man gleich wieder in der Verschwörungstheorie. Und wenn man nicht bereit ist, diesen Schritt zu machen in diese Räume rein, aufs Risiko hin, dass man als Verschwörungstheoretiker tituliert wird, weil ich meine, der soziale Druck ist ja sowieso da. Wenn man sieht, wie die Eltern von ungeimpften Kindern jetzt schon behandelt wurden, schon im Vorfeld von diesem Gesetz, wie die angegangen wurden, von den alten Eltern, die ihre Kinder ja geimpft haben. Und die Kinder wären doch sicher, aber trotzdem gehen sie dann auf diese Eltern los. Du gefährdest die Gesundheit meines Kindes. Ja, warum denn? Dein Kind ist doch geimpft. Also da ist ja auch wieder ein Widerspruch. Sondern diese Gefährlichkeit von dem Masernvirus muss ja extrem sein. Es wird nur logisch oder greifbar, dieses ganze Thema, wie du schon sagtest, wenn man ein bisschen größere Rahmen spannt und ein bisschen tiefer mal da reinschaut, was eben Inhaltsstoffe mit dem Körper anrichten, wie sieht es denn da eigentlich mit der Sterblichkeitsrate aus, wie schaut es aus mit Langlebigkeit, also wir reden davon, ja, Entwicklung des Geistes, Entwicklung des Körpers und. Dann kommt die Agenda dazu, eben wir müssen reduzieren, also Bevölkerungsreduktion, dann kommen wir ja letzten Endes eigentlich nur auf Massenmord. Oder zumindest, dass es mal in diese Richtung offensichtlich läuft. Ja. Der Nutzen für diese Kreise ist natürlich neben dem geschäftlichen Aspekt eben ganz klar. Also nicht nur Reduktion, sondern auch Kontrolle. Und auch das Halten der, wenn wir wieder beim Thema sind, 8 Milliarden Schöpfer, das Halten dieser Schöpfer auf einem sehr niedrigen Level ihrer Möglichkeiten, ihrer Fähigkeiten, also was ihre Intelligenz, ihre Spiritualität, weil es geht auch auf den spirituellen Entwicklungsprozess natürlich schädigend. Und das sind einfach alles Faktoren, die man hier berücksichtigen kann. Und
es wird dann einfach immer stimmiger. Also das ist ja auch ein Faktor, weil wenn man sich innerhalb der Theorie oder des Bildes, was uns vermittelt wird, bewegt, dann kommen wir irgendwann immer wieder an die Grenzen. So wie Truman bei der Truman Show. Irgendwann kommst du einfach nicht weiter und irgendwann gibt es keine Antworten mehr, die wirklich plausibel sind oder die wirklich die in dich hineinsacken und eine Wahrheitsresonanz freisetzen. Weil es geht ja auch hier wieder um unsere Wahrheitsresonanz, die wir können ja das unterscheiden. Und solange einfach dieses Unterschwellige immer da ist und wir fragen weiter, dann kommen wir automatisch außerhalb dieses Töpfchens und kommen in Räume rein. Aber schon alleine innerhalb des Kontexts, wenn man jetzt eben die rechtliche Situation betrachtet, also sprich, dass es mittlerweile schon Verfassungsbeschwerden vorbereitet werden gegen die Zwangsimpfung, weil es einfach gegen die Menschenrechte, beispielsweise gegen das Grundgesetz verstößt. Also sind mehrere Artikel. Zum einen Artikel Nummer 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Also diese Zwangsimpfung greift hier schon mal ein in den ersten Artikel des Grundgesetzes. Auch der zweite, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Auch hier ist die Auslegung klar. Auch hier ist ein Übergriff. Dann Artikel 4 kann man benutzen, das ist die Religionsfreiheit. Das heißt, ich kann mit der Argumentation natürlich, es widerspricht meiner Religion, mich impfen zu lassen, kann man auch ganz klar vorgehen gegen diese Zwangsschädigung. Und auch die Souveränität der Familie, Elternrecht und Grundschutz des Kindes, Artikel 6, auch hier kann man ansetzen. Und es gibt also hier schon Vorbereitungen von den impfkritischen Vereinen oder Vereinigungen, dass das wirklich auch gemacht wird, dass es vor das Bundesverfassungsgericht gebracht wird, weil einfach dieses Gesetz eben mehrere Faktoren übertritt. Und hier ganz klar eine Schädigung am Leben stattfindet, abgesehen davon, eben wenn du jetzt als Eltern keinen Kita-Platz mehr kriegst, wenn ein Kind abgewiesen wird. Ich habe schon mit Eltern gesprochen, die haben gesagt, ja, dann zahle ich halt das Ticket. Also sprich, ich löse es halt ein, ich zahle dann halt die 2.500 Euro Strafgeld und dann ist erledigt. Dann kann ich weiterhin mein Kind ungeimpft lassen. Ja, aber die Frage ist dann ja im sozialen Kontext, was machst du denn? Ärzte zu finden, die bereit sind, Impfungen anzugeben, die nicht getan wurden, ist schwierig, weil der Arzt riskiert natürlich, weil er macht sich damit strafbar, riskiert seine Approbation und alles. Also das gibt es zwar solche Ärzte, die das machen, weil sie einfach wissen, aber ist natürlich selten und es ist auch ein Risiko des Arztes, wenn er das macht. Seine eigene Existenz steht auf dem Spiel. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten, weil du kannst ein ärztliches Befreiungsattest ausstellen lassen. Ganz einfach, indem du nachweisen kannst, dass du die Krankheit gehabt hast oder dein Kind die Krankheit gehabt hat und eine Antikörperuntersuchung das ergibt. Also das ist auch möglich. Also dann kann man wieder wie früher Masernpartys feiern. Im wahrsten Sinne des Wortes. Man hat einfach ein Kind gehabt mit Masern, hat die anderen Kinder dazugebracht, hat dafür gesorgt, dass sich alle anstecken, genau, durch die Masern hindurchgehen und dann ist natürlich das Thema der Impfung auch erledigt. Stimmt, jetzt wo du das sagst, da kommen ja dunkle Erinnerungen wieder hoch. Ja, das stimmt, so war das damals. Ja, ja, aber es sind ja nicht nur die Kinder betroffen, sondern es sind ja alles Personal betroffen. Angeblich nur die ab 1970 Geburtsjahr haben, müssen ja alle, die in pädagogischen Bereichen arbeiten, auch geimpft sein. Im klinischen Bereich ist es ja eh schon längstens der Fall, dass die entsprechende Impfungen haben müssen, nachweisen müssen, aber auch jetzt im pädagogischen Bereich müssen ja auch die Lehrer und alle, die dort arbeiten und in Kontakt sind mit den Kindern, müssen ja auch geimpft sein. Und das betrifft dann nochmal die Erwachsenen. Ja. Aber auch bei Erwachsenen ist eine Masernimpfung bei guter Konstitution überhaupt kein Thema. Es ist natürlich unangenehm, aber auch das könnte man sich natürlich überlegen, ob man das machen will. Dann ist eben ganz klar die Berufung auf die Menschenrechte, beispielsweise aufs Grundgesetz. Hier muss man vielleicht einen längeren Atem haben, aber auch hier eben wiederum die Konditionierung durch diese ganze mediale Präsenz ist natürlich bei vielen schon sehr pro Impfung eingestellt. Und eben der Glaube, weil es ist ja ein Glaube, es ist ja keine Überzeugung, es ist kein Wissen, es ist ein Glaube, ist schon sehr massiv im Kollektiv halt dann einfach drin. Das heißt, es bleibt dann trotzdem nicht, auch wenn ich jetzt mein Kind nicht impfe, kann ich dem nicht aus dem Weg gehen. Es sei denn, ich tituliere mein Kind als geimpft und lasse es einfach unter den Tisch fallen.
und versuche halt inkognito da durch diese ganzen Strukturen hindurch zu schiffen. Aber das sind einfach trotzdem, es kommen trotzdem Maßnahmen auf die Eltern dazu oder auf eben auf Angestellte, sich wirklich zu entscheiden zu müssen, welchen Weg gehe ich. Für Erwachsene ist es vielleicht eher so, ja was, gut die Impfung, was soll es denn? Also ich stecke das weg. Mhm. Bei Kindern löst das natürlich ganz was anderes aus, weil Kinder automatisch dadurch traumatisiert werden, zwangsweise. Ich meine, bei der Schluckimpfung ging es noch, aber Mehrfachimpfungen, die dann eben initiiert werden, durch Spritzen, löst beim Kind halt je nach Heftigkeit der Situation und des Vorganges massive psychologische Traumas. Es ist ein Trauma, zumindest ein Schockerlebnis, ein Trauma. Und wenn man das wieder von der psychosomatischen Seite her betrachtet, lösen diese Traumas, also unverarbeitete emotionelle Traumas, lösen ganz klar einfach in unserem Körper, in unserem System, also nicht nur psychologisch, sondern auch physiologische Reaktionen hervor. Also Stichwort neue Medizin, aber auch überhaupt die Psychosomatik zu betrachten, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also sich anzuschauen, was eigentlich unverarbeitete emotionelle Traumen oder heftige Ereignisse, die wir nie verdaut, verarbeitet haben, in unserem Körper generieren. Weil einfach jede Emotion zwangsweise aufgrund der Verbindungen zu unserer Physiologie, neurologische, hormonelle, zelluläre bis genetische Prozesse freisetzen oder auslösen, die natürlich über einen längeren Zeitraum, also über kurze Zeiträume sind die pufferbar, das ist nicht das Problem, aber wenn dann einfach die Software über einen längeren Zeitraum krank ist oder eben so geprägt ist, dann ist es einfach so, dass der Körper automatisch symptomatisch wird. Und das erklärt auch wieder sehr gut, warum eben diese Impfschädigungen oder diese Begleiterscheinungen bei Impfungen vorkommen, aber nicht bei jedem Kind. Also wenn ein Kind das nicht das Trauma erlebt, aber die meisten werden ja festgehalten, werden ja im Widerstand, können nicht davonrennen, werden sozusagen festgehalten, sind ohnmächtig, sind im Schockzustand, es findet ein Übergriff statt. Also alles psychologische Faktoren, die man nach der neuen Medizin hervorragend erklären kann, warum dadurch dann eben gewisse Bereiche des Körpers einfach dysfunktional werden. Mhm. Wilhelm Reich hat dazu ja Verpanzerung gesagt, ja, also durch emotionale Schocks, Traumata, eben, dass wir uns emotional immer mehr nach innen ziehen, ja. Die sozusagen eine Schutzhülle, eine Panzerung zulegen und damit zum Beispiel aber auch die Thematik haben der Empathielosigkeit in späteren Jahren, dass wir einfach nicht mehr miteinander vernünftig kommunizieren, weil einfach diese Form der nonverbalen Kommunikation nicht mehr stattfindet. Ja, und ich kann auch nur jedem Zuschauer auf jeden Fall mal ans Herz legen, sich die 5 biologischen Naturgesetze mal anzuschauen. Es wird das Weltbild über Thema Krankheit mit Sicherheit bei den meisten völlig revolutionieren. Ja, aber eigentlich jeder, der sich ein bisschen mit Psychosomatik schon beschäftigt hat, weiß einfach, dass unsere Gedanken oder unsere Überzeugungen heilen oder töten können. Und Placebo kennt man ja. Placebo-Effekt und Nocebo-Effekt. Von dem wird weniger geredet. Meistens wird der Placebo-Effekt federführend gebraucht, gerade wenn man versucht, zum Beispiel die Homöopathie wieder mal schlecht zu machen oder andere Dinge. Einfach egal, was es ist, da wird der Placebo-Effekt gleich hochgehalten. Aber dass bei Medikamenten und auch bei Impfungen der Placebo-Effekt nachweislich, auch in den ganzen, wenn sie denn gemacht werden, in den ganzen klinischen Studien und Versuchen, ein fester Bestandteil ist, von dem man weiß, dann wird ja Doppelblindstudien angewandt. Das heißt, nicht nur der Patient weiß nicht Bescheid, was er jetzt kriegt, sondern auch der Arzt, der den Versuch durchführt, weiß nicht Bescheid. Also auch hier, ich meine, da wird ja auch der quantenphysikalische Beobachtereffekt auch schon versucht auszugrenzen. Aber man weiß trotzdem, dass auch bei maßgeblich nachgewiesenen Stoffen, Medikamenten oder Impfungen, maximal 25-30% auf diesen Stoff zurückgeführt werden kann und der Rest ist Psychosomatik, also Placebo oder Nocebo. Also es gibt Menschen, die sind schon gestorben, weil sie überzeugt waren, sie sind jetzt in einer tödlichen Situation. Aber es war gar nicht tödlich. Da gibt es ein Beispiel von einem Mann, der in einem Kühlwagen eingesperrt wurde und eben geglaubt hatte, dass er jetzt erfriert. Und tatsächlich Erfrierungserscheinungen und Tod, also zum Tod geführt haben, aber der Kühlwagen war gar nicht eingeschaltet. Also es war halt einfach nur kalt drin, aber jetzt nicht so kalt, dass er gestorben wäre. Und das sind einfach so Faktoren oder eben Heilungen, die man weiß auch in der Schulmedizin, dass die Überzeugung des Arztes, wie er einem Patienten das Medikament verkauft,
je überzeugter diese Kraft rüberkommt, umso größer ist die Heilwirkung des Medikaments. Das geht sogar so weit, dass Operationen durchgeführt werden, wo gar nicht operiert wird, sondern nur aufgeschnitten wird, wieder zugenäht wird und dem Patienten erzählt wird, ja, es wurde operiert. Und es gibt hier klinische Studien, wo ganz klar nachweisbar ist, dass der Heileffekt maßgeblich vorhanden ist und dass tatsächlich sogar bei vielen der Placebo-OP zu einer besseren Genesung geführt hat, als wenn tatsächlich geschnitten wird, weil da wird Gewebe verletzt, da werden Meridiane verletzt, da wird eigentlich mehr Schaden angerichtet, als tatsächlich geheilt. Also das sind schon spannende Informationen und die sind frei zugänglich. Das hat überhaupt nichts mit Verschwörung oder mit Illusion oder Esoterik zu tun, sondern der Placebo-Effekt wird seit Jahrzehnten wissenschaftlich untersucht und belegt. Also das macht schon Sinn, sich auch mit dem Faktor zu beschäftigen und dann zu schauen, okay, was kann ich denn tun? Also jetzt neben noch Vernetzung mit Gleichgesinnten, weil das ist natürlich auch wieder hier der Aufruf an die Zuschauer, vernetzt euch mit Gleichgesinnten. Es gibt die impfkritik.de Webseite, es gibt aber auch ganz viele andere Webseiten, die eben miteinander versucht, einen entsprechenden Impact zu erreichen oder Petitionen auf die Beine zu stellen oder einfach Aktionen zu machen, Aufklärungen in Elternkreisen oder einfach nicht jetzt invasiv natürlich, wie wir eingangs der Sendung schon gesagt haben, jetzt nicht mit diesem, hey, ja, wie könnt ihr nur, seid ihr so blöd, dass ihr das alles glaubt, sondern wirklich einfach Fakten zu bringen in einem Konsens. Wir möchten ja das Wohl wirklich von unseren Kindern schützen. Ich habe hier einfach die und die Informationen und wenn dann vielleicht gewisse Eltern sagen, ja, das ist doch alles nur Verschwörung, habe ich auch schon gehört, und sagen, lass uns doch das mal anschauen. Also einfach diese Einladung zu machen, lass uns doch sachlich, neutral uns das anschauen, weil wir wollen ja wirklich das Beste für unsere Kinder. Und wenn so eine Staatsgewalt uns entmündigt in unserer eigenen Entscheidung, obwohl es im Grundgesetz steht, dann müssen wir uns doch wirklich auch mal überlegen, warum ist das denn so? Weil die Fakten zeigen ja eben, der Masernviren ist nicht gefährlich, Masern ist keine Krankheit, die gefährlich ist, die eben rückläufig ist, ganz massiv. Also warum denn dieses ganze Primborium, dass es sogar eben hier zu einem Grundgesetzübertretung kommt? Ja, wichtige Fragen, ne? Ja, Fragen stellen ist halt auch immer gut. Fragen zu stellen, ich meine jetzt ranzugehen an Bürgermeister hat jetzt wenig Sinn, Landrat kann schon Sinn machen, MDAs, also Ministerien zu kontaktieren und zu sagen, ja, was sagt ihr denn dazu? Es ist halt dann immer schwierig, wenn man es per E-Mail macht oder per Brief, da kommt dann meistens, wenn dann überhaupt, nur ein Standardschreiben zurück. Also es macht halt mehr Sinn, wenn man wirklich die Gelegenheit hat, persönlichen Kontakt und jemandem in die Augen zu schauen und eben von Mensch zu Mensch zu sprechen und nicht von Herdentier zu Schäfer. Das ist auch der Grund, warum der Herr Spahn ja auch dringlich versucht, Heilpraktiker versuchen abzuschaffen, Homöopathie ins Lächerliche zu ziehen und die möglichst wieder runterzunehmen vom Markt. Da gibt es ja Gründe für. Weil klar, das sind aufgeklärte Menschen, die zum Thema Gesundheit ein bisschen was anderes zu berichten haben. Die dürfen natürlich nicht gegen diese Agenda gehen. Ne? Ich meine, der Codex Alimentarius ist auf EU-Ebene ja schon seit Jahren unterwegs und versucht und bemüht sich, alles, was wirklich heilt oder was halt nicht invasiv auf sanfte Art und Weise gut tut, eben hier zu verbieten und vom Markt zu nehmen oder eben nur in die Hände von ausgebildeten Ärzten, die einfach natürlich in der Struktur schon so auf Spur gebracht wurden, schon alleine durch das Studium, durch ihre Abhängigkeit, durch die Schulden, durch das Arztsystem, das Medizinsystem, Versicherungssystem, Pharmasystem. Ich meine, die sind ja wirklich sehr stark eingebunden in diese Strukturen, wobei es in den letzten 20 Jahren ja so viele Ärzte gegeben hat, die raus sind aus diesem ganzen Modell und aus diesen Strukturen und wirklich den Mut hatten zu sagen, nee, da kann ich nicht mehr dahinter stehen, sondern ich gehe eben den alternativen Weg über Homöopathie, über Akupunktur oder zumindest mal die relativ anerkannten Bereiche. Ich meine, heutzutage gibt es ja ganz viel Verrücktes, was überhaupt nicht mehr anerkannt ist. Aber das sind so Dinge, dass
hilft einfach nichts. Wir müssen jetzt in der heutigen Zeit extrem aktiv werden. Ob das jetzt eben das Thema der Impfung betrifft oder das Thema von 5G betrifft oder das Thema von CO2 und Klimawandel betrifft. Diejenigen, die sich informieren und sich ein erweitertes Weltbild erarbeitet haben, sind auch ein Stück weit in der Pflicht, eben nicht den Mund zu halten, nicht im Versteckten oder nur für sich zu agieren. Da kommen wir wieder auf die Energie der Adlerwelle, eben ein Teil des großen Ganzen zu sein und zumindest da, wo ich mich bewege, und wo ich in Kontakt trete mit meinen Mitmenschen, einfach wirklich authentisch zu sein und das auf eine gemeinschaftliche, brüderliche, schwesterliche Art und Weise halt rüberzubringen und eben nicht den anderen anzugreifen, weil eben die meisten Menschen kommen gar nicht auf die Idee oder sind halt schon so eingetuned. Eben, das sind ja alles nur Schwachmaten und Verschwörungstheoretiker oder Impfgegner und gefährden jetzt das Wohl meines Kindes oder und. Aber dass es funktioniert, und vielleicht geben wir mal noch einen Lichtblick oder sowas. Wir hatten ja in unserer Sendung auch über das Thema 5G, Technomagie, eine sehr erfolgreiche Sendung, auch ja dazu aufgerufen, mal zu sagen, Mensch, was kann man machen? Ja, mal abgesehen jetzt von Gerätschaften, die man natürlich kaufen kann, sondern sich zu organisieren in Bürgerinitiativen, Vereine, Selbsthilfevereine. Und siehe da, in Österreich weiß ich jetzt, glaube ich, von 2 Gemeinden, ja, wo das durch Bürgerentscheid mit dem Bürgermeister zusammen entschieden worden ist, diese Gemeinde bleibt 5G frei. Auch in Bayern. Ja. Auch in Bayern sind es schon 2. Ich glaube, Bayern waren es auch 2, ja. Aber da war ich jetzt, da habe ich jetzt keinen aktuellen Stand, ob das tatsächlich schon durch war. Gut, aber da ist natürlich die Gesetzeslage nochmal anders. Jetzt bei der Geschichte in Deutschland ist es halt schon massiv, wobei jetzt der Impfzwang ja nicht nur auf Deutschland begrenzt ist. Es gibt ja andere Länder, die haben diese Gesetze auch schon installiert. Und da ist die Bevölkerungswiderstand relativ mau auch. Also es sind auch nur Grenzbereiche. Also wir müssen einfach immer mehr auch begreifen, dass diese Geschichten, die eben auf diesem darwinistischen, newtonschen, materialistischen Weltbild besteht, nicht die Wahrheit, sondern eine extreme Begrenzung und dadurch natürlich auch ein Nehmen von Möglichkeiten ist. Das heißt, wenn ich mich natürlich mit dem identifiziere, dann muss ich ja Angst haben vor irgendwelchen Erregern. Also ich meine, ich kenne Eltern oder ich kenne auch Länder, da ist Sakrotan eigentlich fast auf dem Frühstücksbrot. Also da wird ständig sterilisiert, also genau das Verkehrte. Je keimfreier wir versuchen, unsere Kinder oder überhaupt das Leben zu halten, umso träger und umso weniger kann unser Immunsystem die entsprechenden Erfahrungsprogramme in sich abspeichern und damit umgehen. Das heißt, wir sind noch Baujahr 60er Jahre, 70er, 60er? 80er. Oh, Entschuldigung, ich habe mich Ende gemacht. Aber auf jeden Fall, ich meine, du hast das sicher auch noch erlebt, was Natur heißt, was im Dreckspielen heißt. Ja, Dreck reinigt machen, hat man früher gesagt. Genau, und ich meine, das ist ja Erde im Endeffekt. Und die Erde ist ja voll mit Mikroorganismen. Und da kommen wir ja auch nochmal zu unserem eigenen Körper. Aber diese Erde hilft uns, dieser Dreck, dieser Schlamm, diese Pfützen, der Regen, die Sonne, der Wind, die Natur, die Bäume. Ich meine, ich war als Kind mehr draußen wie drin und das ist einfach etwas, was ein sehr stabiles Immunsystem, eine sehr starke Gesundheit natürlich generiert, weil es einfach nicht nur Stoffe sind oder Mikroben sind, die jetzt natürlich bei mir was, also in den Körper gelangen, wenn ich Dreck esse, ne? Also das ist ja verpönt. Wir haben Kinder im Sandkasten, haben wir natürlich das auch mal probiert oder Dreck oder irgendwas mal in den Mund gesteckt, das war ganz normal. Und das gehört auch zur Immunisierung letztlich. Also die Natur immunisiert uns, je mehr Natur, umso stärker ist natürlich auch die Natürlichkeit in unserem physischen Körper. Und je künstlicher wir werden, je künstlicher wir leben, umso künstlicher ist auch unser Körper, also schwach und muss dann durch künstliche Substanzen ständig unterstützt werden. Und das kann es ja nicht sein. Weil solange wir sind einfach natürliche Wesen, da haben wir auch schon öfters drüber gesprochen. Ja, das Leben nährt das Leben und das ist auch etwas viel mit Vertrauen zu tun und vielleicht tun wir das abschließend auch nochmal so konkretisieren. Es ist ja genau das, wir sind wieder bei unseren Glaubenssätzen angekommen. Gesundheit hat heutzutage was mit Prävention zu tun und damit meine ich nicht zum Beispiel Nahrungsergänzungen zu schlucken wie Haribos. Ja, das ist sicherlich nicht verkehrt, auch mal das ein oder andere zu subliminieren. Es geht
da unsere Psyche, welche Glaubenssätze haben wir, du hast es angesprochen, wenn der Arzt schon sagt, dann und dann, das ist, sie sind unheilbar krank, sie werden sterben, ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich nicht aufgeklärt bin, ich verfalle sofort in den Panikmodus. Ja. Aber wenn man weiß, dass Ärzte darum wissen, ja, eben. Warum tun sie es dann? Ja, das hat dann tun sie es nicht mehr aus Unwissenheit. Also auch hier dieser Spruch, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das gilt so nicht. Ne? Gilt nimmer, weil heutzutage wirklich jeder wissen kann, wenn er sich die Mühe macht, sich dieses Wissen zu erarbeiten. Also der Nocebo- und der Placebo-Effekt ist eindeutig erwiesen, also in beide Richtungen, das ist bekannt. Gerade natürlich in Menschen, die in Heilberufen sind, ist es absolut ein Muss, dass sie darüber Bescheid wissen und dass sie sehr achtsam damit umgehen, wie sie mit ihren Klienten oder Schutzbedürftigen, es gibt keine Schutzbedürftige im Endeffekt, weil wir sind ja alle Schöpfer, aber umgehen und ihnen helfen oder schaden durch diese Geschichten. Und es ist einfach Fakt, dass die Materie in unserem physischen Körper, wenn man das so betrachtet, nicht mal 1% des Raumes einnimmt. Wenn man das runterbricht auf die Atome und auf das Vakuum, auf die Leere innerhalb dieser materiellen Erscheinung. Aber diese Leere ist halt eben nicht leer, sondern diese Leere ist erfüllt mit Informationsfeldern. Man kann auch sagen, dass die Materie ist ja lediglich die Hardware. Und wie wir das kennen aus der Technik, jede Hardware braucht eine Software. Und diese Software wird halt einfach alles auf der energetischen Ebene generiert. Das heißt, dieser Wellensalat, den wir selber erschaffen über unsere Gedanken, über unsere Gefühle und Emotionen, über das, was wir an Qualitäten in uns freisetzen, auch durch unsere Spiritualität oder durch unsere Aufmerksamkeit, kombiniert mit allem, was auf uns einflutet von außen. Das heißt, es findet eigentlich eine ständige Vermischung statt in diesen energetischen Welten, die so halt nicht sichtbar sind, die aber mittlerweile sichtbar gemacht werden können, wie zum Beispiel mit Aura-Geräten oder mit anderen Möglichkeiten technisch, dass man einfach erkennen kann, okay, der Körper ist die Hardware, das ist unser biologischer Raumzeitanzug, der braucht aber eine funktionelle Software. Jetzt wird natürlich von der medizinischen oder von der wissenschaftlichen Seite gesagt, ja, die Software ist in der DNS. Da ist alles enthalten. Auch das hat jetzt die Epigenetik und die Wellengenetik relativiert. Also auch hier sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse klar, dass eben nicht nur die ganzen Programme, die in der DNS kodiert sind, wichtig sind, sondern es ist noch viel wichtiger, welche kommen denn zur Anwendung. Das heißt, die Epigenetik sagt ganz klar, abhängig von den Stoffen oder von den Gensequenzen in den Stoffen und den Energien, die von außen in die Zelle eindringen, in den Zellkern und letztlich dazu führen, dass eben Gensequenzen abgelesen werden als RNA und daraus dann Aminosäuren gebaut werden und daraus dann eben Proteine und letztlich dann Zellen und Organstrukturen in ihrer Befindlichkeit. Dass das alles eben abhängig ist auch von den Stoffen, die von außen eingeführt werden. Das heißt, unsere Ernährung, also da geht es nicht nur um Gifte, Toxine und alles, sondern da geht es natürlich auch um unsere Ernährung, unsere Lebensmittel, die ja sukzessive über die letzten Jahrzehnte mit der Begründung, wir müssen halt massenindustrielle Landwirtschaft betreiben, weil anders können wir diese Zahl von Menschen nicht ernähren, was Quatsch ist, das gar nicht richtig ist, so wird das begründet. Aber eben, dass die Lebensqualität der Nahrungsmittel dramatisch gelitten haben, dass sie dramatisch verseucht sind, dass eigentlich die Substanzen, die wir schon bräuchten, also in Form von Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen, essentiellen Aminosäuren und so weiter, gar nicht mehr in dieser Menge vorhanden sind, dass unser Körper genug gesättigt wird, sondern wir müssen dann wirklich auf Bio umsteigen. Bio ist wieder teurer. Bio ist nicht gleich Bio. Also das sind einfach ganz viele Faktoren, wo man auch wieder sehen kann, wie gezielt die Ernährung auch zerstört wird. Auch die ganze Aufbereitung natürlich von Junkfood, von Pizza, Pasta, Burger und so weiter hat ja auch sein System, dass diese Ketten viel mehr revolutioniert wurden, wobei wir hier jetzt schon bereits wieder eine andere Bewegung haben in Richtung Rohkost, vegan, gesund, bio, organisch und so weiter, weil wir jetzt schon wieder in einer anderem Zeitalter sind. Das ist ja das Schöne dran, jetzt kommt die Gegenbewegung, weil wir es ja exzessiv erlebt haben, auch die Schädigung, also die Auswirkung dessen. Aber wir müssen schon auch zum Teil substituieren.
Das ist mal die eine Ebene. Dann kommt die Wellengenetik dazu, die beweist, dass unsere Gene auch tatsächlich das Feld, also kommuniziert mit dem Hyperraum, sprich mit diesen energetischen Feldern, die wir halt nicht greifen, riechen können, also über unsere fünf Sinne erfassen können, aber wir können sie fühlen, wir können sie wahrnehmen, wir können sie spüren, wir können sie mit dem sechsten und siebten Sinn wahrnehmen und schon bereits mit gewissen technischen Möglichkeiten sogar darstellen. Und da ist natürlich auch ganz wichtig, was wir denken, was wir fühlen. Also nochmal, jeder Gedanke löst automatisch entweder ein Gefühl, also ich unterscheide hier nochmal, Herz, Gefühl, nicht polar, oder Emotion, polar, Unterbewusstsein, Bauch, aus. Und das wiederum löst eine Kaskade von physiologischen Reaktionen in meinem Körper aus. Das heißt, wenn ich mir wirklich bewusst bin, kann ich mich mit jedem Gedanken heilen oder unterstützen, mein Immunsystem unterstützen. Oder ich kann mich natürlich mit jedem Gedanken und den daraus resultierenden Kaskadenwirkung über die emotionale Ebene, über die Meridiane, die Chakren im physiologischen Bereich natürlich auch schädigen. Und hier ist auch nochmal ein sehr starker Impact, wenn nicht sogar größer als das, was ich mir zuführe, was viele Tests auch gezeigt haben, dass Menschen wirklich Dinge überleben, die eigentlich tödlich sind, hochgradig. Andererseits eben, ich sage jetzt mal, ihren Körper zerstören, obwohl sie sich eigentlich gesund ernähren. Also auch diese Daten als Fakten sind ja verfügbar. Sie werden halt auch hier wieder nicht im Mainstream kommuniziert. Darüber redet man nicht, weil es eben kontraproduktiv ist für die Agenten. Und auch dieses Bewusstsein muss man sich mal überlegen, auch im Thema dann der Ansteckungsgefahr. Wenn ich dann Angst habe, mich anzustecken, diese Überzeugungen sind manifestativ. Das heißt, ich brauche eigentlich gar kein Gegenüber, weil die Mikroben sind ja sowieso da. Das heißt, auch hier wie in der Erde, in unserem Körper existieren das Hundertfache, wenn nicht mehr, an Mikroben als tatsächliche menschliche Zellen. Das heißt, mein Körper ist viel mehr nicht menschlich angewiesen. Da spricht man nicht nur vom zweiten Bauchgehirn, sondern da spricht man wirklich vom dritten Gehirn, das Mikrobiom. Das heißt, das Mikrobiom verfügt zum Beispiel über 100-mal mehr Gene, die nicht menschlich sind, als unsere 22.000 Gene in menschlicher Form. Das Mikrobiom ist an und für sich das Betriebssystem unseres Körpers. Und das ist nicht menschlich. Das besteht aus Mikroben, also beginnen bei den Symbionten. Die Symbionten sind kleine Lebewesen in uns drin, die ihre Form wechseln können. Das sind eigentlich kleine transmutierende Wesen, die je nach Bedarf, wie sie eben die Information bekommen, ihre Form von dem Symbionten in ein Bakterium, in ein Virus, in einen Pilz und wieder zurückverwandeln können. Das besteht ständig. Und je mehr Symbionten in unserem Körper sind, umso dynamischer ist auch das Mikrobiom. Jetzt ist das Mikrobiom etwas unglaublich Mächtiges und manipuliert uns ständig, auch in der Art und Weise, was wir zu uns nehmen, an Essen. Das heißt, das Mikrobiom sagt uns oder erzeugt Bilder, was wir essen sollen, auch wenn es eigentlich für unsere physischen, menschlichen Zellen ungesund sind, aber für das Mikrobiom sind sie gesund, also fordert es uns auf, das zu uns zu nehmen. Und so sieht man auch ein bisschen Suchtverhalten oder eben so Gewöhnungseffekte, die schwer zu überwinden sind, weil da eine Macht in uns existiert, die nicht menschlich ist, aber die unser Körper braucht, die aber nicht nur aus körperlicher Substanz besteht, sondern eben aus ganz viel genetischer Information. Sprich, da ist ganz viel Software drin. Und um ein gesundes Mikrobiom auszubilden, ist eine natürliche Geburt notwendig. Das heißt, das Mikrobiom wird durch die normale vaginale Geburt schon mal gebildet. Da nehmen wir diese Bakterien von unserer Mutter auf. Das ist natürlich abhängig, wie gesund ist das Mikrobiom meiner Mama. Dann über das Kolostrum und über die Muttermilch wird das Ganze noch fermentiert und so wächst eigentlich ein gesundes Mikrobiom in einem Kind auf. Wenn jetzt aber das Kind schon sehr früh Impfungen kriegt, was ja das Immunsystem bekanntlich gar nicht unterstützen kann, im Gegenteil, das Immunsystem ist noch gar nicht ausgebaut. Es kann von dem gar nicht profitieren und kein Gedächtnis bilden, im Gegenteil, es wird nur geschädigt, aber das Mikrobiom wird durch diese Stoffe eben auch geschädigt. Das heißt, wenn mein Mikrobiom nicht funktioniert und ich gesund bin, dann hat es eine flächendeckende, krankhafte, pathologische Wirkung auf mein ganzes System, nicht nur im physiologischen, gesundheitlichen Sinne, sondern auch auf meine Intelligenz, auf mein Gehirn, auf mein Bewusstsein. Es ist unglaublich, was da eigentlich für ein Fremdbevölkerung in meinem Körper drinsteckt, aber eben das ist intelligentes Leben. Und genauso wie im Boden der Erde, die davon profitiert, wenn ganz viele Mikroorganismen darin beteiligt sind, genauso ist es in unserem physischen Körper.
Und das ist eine synergetische Zusammenarbeit und Leben, was sich über Jahrmillionen aufgebaut hat. Und jetzt führen wir seit wenigen Jahrzehnten Stoffe in unseren Körper hinein. Chemikalien über Impfungen oder über die Lebensmittel oder über die Verseuchung, die evolutiv eine unglaubliche Herausforderung ist für unser System, also auch körperlich. Und das ist natürlich schon auch zu berücksichtigen, also was da in unserem dritten Gehirn ist und wie wichtig das dritte Gehirn ist. Und dieses Wissen wird erst seit wenigen Jahrzehnten erforscht, wenn überhaupt. Also seit den 2000er wird dieses Thema wirklich mehr aufbereitet und die Wichtigkeit entdeckt. Und darum spricht man hier mittlerweile von unserem dritten Gehirn. Aber eben der Faktor, weil die Genetik ist zwar der Informationslieferant, aber hier ist eben entscheidend, welche Programme zur Anwendung kommen. Und dass ganz viel Genetik oder Informationsprogramme von außen unserem Körper zugeführt wird, über die optimalerweise Lebensmittel, aber auch über Nahrungsmittelergänzungen. Also man weiß, dass viele Geschichten wie Vitamin D3 oder Traubenkerne zackt oder eben dann probiotische Bakterien, die natürlich fermentiert sind, wenn möglich auf gesunden Wiesen, von Kühen, die auf gesunden Wiesen noch gefressen haben, auf organisch-biologische Weise und nicht in Massentierhaltung und. Das sind alles Faktoren, die mit reinspielen. Genauso wie wenn ich Fleisch esse. Ich muss mir bewusst sein, wenn ich Fleisch esse, dann nehme ich nicht nur die ganzen Medikamente zu mir, die dieses Tier bekommen hat in der Massentierhaltung. Sondern ich muss mir auch bewusst sein, dass die ganzen emotionalen Hormone, die das Tier durch das Leid, durch die Angst, durch die Panik, durch die schlechte Lebenshaltung, die Art und Weise, wie es getötet wurde, auch mit esse. Und ich übertrage da also Programme in meinen physischen Körper. Und ich muss mich da nicht wundern, wenn ich ein Schweinefleischliebhaber bin und ich so nach Jahrzehnten immer mehr auch schweinische Züge physiologisch im Gesicht ablesbar. Ich kriege da so Hängebacken, meine Nase verändert sich, meine Ohren verändert sich. Also das wurde tatsächlich festgestellt. Ja, ich wollte das auch nochmal jetzt ganz kurz, dass das kein Zufall ist oder dass es wirklich ist, ist bewiesen. In Ländern, die zum Beispiel gerade in Mexiko, die ständig nur Pollo gegessen hatten und dann wurde Schweinefleisch eingeführt und wie sich die Menschen verändert haben, sowohl charakterlich als auch natürlich eben physiologisch. Und das ist faszinierend. Man sieht es den Menschen an, was sie essen. Es gibt ja diesen Spruch, du bist, was du isst. Das ist natürlich schon stimmt nicht ganz. Ich meine, es gibt auch diesen Spruch, du bist, was du denkst. Das ist auch nur eine Teilwahrheit. Wenn man das alles zusammenbringt, dann kommt man da so auf einen Kontext, was dann mehr der Wahrheit entspricht. Aber es stimmt schon. Es ist wichtig, was wir unserem Körper zuführen. Es ist wichtig, was da passiert. Nicht nur eben, was das Mikrobiom bewirkt, sondern es auch unser Bewusstsein, die Felder, aus denen wir als multidimensionale irdische Wesen bestehen. Also wir sind ja nicht nur irdisch, sondern wir sind ja multidimensional, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und auch das, was wir von außen uns zuführen, hat natürlich einen Veränderungsaspekt, manipulativ. Jetzt mal im neutralen Sinne. Ich kann mich im positiven Sinne manipulieren, ich kann mich im negativen Sinne manipulieren lassen, aber ich kann mich selber eben auch über die Qualität meiner Gedanken und die entsprechenden Gefühle und Emotionen, die ich generiere, oder über Meditation oder über Yoga. Warum hat Yoga diesen Effekt? Über Yoga kann ich auch, weil es nicht nur Fitness ist, sondern eben mehr Aspekte. Es hat einen physischen Aspekt, es hat aber auch einen energetischen Aspekt, den meditativen Aspekt. Also hier kommen mehrere Ebenen zusammen, wenn ich Yoga praktiziere oder Tai Chi, Qigong. Warum vermehrt sich das so viral? Es ist ja wirklich eine Pandemie, wenn man gerade Yoga betrachtet oder eben Tai Chi. Das sind alles Faktoren, weil sie uns eben in unserer Ganzheitlichkeit stark unterstützen können. Und wir brauchen, wie gesagt, wir brauchen keine Impfungen. Das ist absolut destruktiv und schädigend für Leib und Geist. Wie weit es auf die Seele schädigend ist, kann ich nicht sagen. Also so weit möchte ich noch nicht gehen, aber wenn es jetzt da in die synthetische Genetik reingeht, könnte schon sein, oder wenn es in die Nanotechnologie reingeht, wobei da schon noch andere Technologien, Geistestechnologien nötig sind, also die dann eben mehr noch den magischen Aspekt abdecken, um eben auch den seelischen Bereich von uns Menschen zu schädigen dadurch. Aber es ist auf jeden Fall ein Gott sei Dank, ein Riesenthema, was jetzt aufkommt. Also ich bin nicht jemand, der sagt, ja mein Gott, jetzt kommt das, sondern im Gegenteil, ja Gott sei Dank kommt es in dieser Intensität, weil dann werden wir alle dadurch getriggert.
und gezwungen, jetzt entweder einfach mitzumachen oder eben unsere Wahrheit selber zu definieren und uns auf den Weg zu machen, eben der Erkenntnis, was ja eben jetzt gerade im neunten Mond sowieso ganz wichtig ist. Ich möchte noch einen Faktor der Sinnhaftigkeit von Kinderkrankheiten auch noch ansprechen, weil das kam noch gar nicht. Alle Eltern können bestätigen, dass ihr Kind nach einer Kinderkrankheit, egal ob das jetzt Mumps, Röteln, Scharlach, Masern oder sonst was war, bewusster ist. Entwicklungssprung nennt man. Genau. Dieser Entwicklungssprung ist für jeden ganz pragmatisch wahrnehmbar für sein Kind. Also ist es ein Hinweis, dass hier über die Krankheit eine Software aktiviert wird, also wenn man jetzt das im Kontext der Programme betrachtet, eine Software programmiert wird oder gestartet wird oder installiert wird, was eben dem Wesen Kind hilft, zu reifen. Und es gibt sogar auch hier Untersuchungen, die besagen, es hat eigentlich etwas auch mit der Integration von Errungenschaften zu tun, die aus alten Kulturen, die untergegangen sind, ins allgemeine Feld übergegangen sind und dadurch wir Menschen, je nachdem, was wir benötigen, dann auch differenzierte Kinderkrankheiten durchleben. Nicht jeder erlebt Masern, nicht jeder Röteln, nicht jeder Mumps, aber dadurch auch sozialisierter fähig sind und in unserem Menschsein dann mehr verbunden sind mit der Evolutionsgeschichte der Menschheit, was eben in den unterschiedlichen, in sich besonderen und getrennten Kulturen erreicht wurde. Und durch ihren Niedergang ging dann dieses Erreichte in das globale Feld über und wurde dann der ganzen Menschheit zur Verfügung gebracht, aber eben wir trotzdem als Individuen noch das eine oder andere speziell integrieren, sprich die eine oder andere Software speziell jetzt in unserer individuellen Menschlichkeit halt aktivieren müssen und das verläuft über Kinderkrankheiten. Und das ist dann auch nochmal ein spannender Ansatz. Was ist, wenn wir diese Kinderkrankheiten verhindern? Auch hier wieder im Kontext von die Schöpfergötter so niedrig und dumm und begrenzt wie möglich zu halten. Wir verhindern, und wenn man das im Kontext jetzt wieder betrachtet, von all den geimpften Kindern, die in den letzten Jahrzehnten ja gereift sind, sage ich jetzt einmal, wie sozial behindert die zum Teil sind. Also wir haben es ja auch schon darüber gesprochen, wie die sozialen Medien und die digitalen Technologien bewirken, dass hier eine Abstumpfung stattfindet und eine Verdummung. Aber eben die Impfungen machen das auch, weil Reifungsgeschehen verhindert wird, die wichtig sind für uns als Menschen in unserer Kindheit, die wir durchleben sollen. Also auch hier wieder spannende Geschichte, wenn man das noch mehr aufbereitet. Ja, Fluorid in Zahnpasta für Kinder und. Ich habe das selber erlebt. Ich habe das selber erlebt als Kind. Mhm. Es ist ja flächendeckend. Also es ist ja der Wahnsinn, wenn man erschreckend für jeden, der sich noch nicht damit beschäftigt hat und anfängt, eben in den Kaninchenbau hineinzugehen und einzusteigen und mal zu schauen. Es ist schon erschreckend, wenn man dann plötzlich feststellt, wie flächendeckend diese Strukturen sind auf allen Ebenen. Und ich habe das selber auch, weil du noch Fluorid gesagt hast, als Kind habe ich Fluoridtabletten gekriegt. Ich habe auch daran geglaubt. Es wurde mir also überzeugungsmäßig verkauft. Ich hatte nie Löcher, nie Probleme mit meinen Zähnen, bis zu meinem 12. Lebensjahr. Aber ich muss auch sagen, dass meine Kindheit wie hinter einem Schleier war. Also was jetzt meine Persönlichkeit betrifft, meine Sozialkompetenz, meine Machtkompetenz, mit der Welt zu interagieren und so weiter. Rückblickend war das wie hinter einem Schleier, bis dann meine Eltern mit 12 gesagt haben, so jetzt reicht's, du brauchst das nicht mehr. Das war einmal vom psychosomatischen Effekt her für mich ein Schrecken, weil ich ja geglaubt habe, die helfen meinen Zähnen, dass ich keine Löcher habe. Und ich war dann überzeugt, ja, wenn ich das jetzt nicht mehr habe, ich habe also meine Eltern gebeten, ja, gib's mir weiter. Und sie haben gesagt, nein, du bist jetzt genug alt. Und tatsächlich, ich habe dann Löcher bekommen. Obwohl ich meine Zähne genauso weiter gepflegt habe oder eben nicht gepflegt habe wie vorher, das gleiche gegessen habe, plötzlich waren die Löcher da. Und das war bestimmt nicht das Fluorid. Aber auf der anderen Seite begann für mich mein erstes Erwachen mit 12. Ab diesem Alter wurde ich plötzlich bewusster, und das hat jetzt nichts für mich mit der Pubertät zu tun, sondern einfach von meiner Wahrnehmung her, wie ich plötzlich die Welt klarer wahrgenommen habe, mich selber klarer wahrgenommen habe, bewusster wurde durch das Weglassen dieses Fluorids. Und das war schon eine für mich sehr deutliche, und ich habe seit
Seit es fluoridfreie Zahnpasta gibt, verwende ich natürlich fluoridfreie Zahnpasta. Ist sicherlich ein guter Ansatz mal für Leute, die jetzt vielleicht selbst vielleicht bei dem Thema Impfthema vielleicht noch kritisch sind. Ja. Aber das ist ein guter Anfang, damit mal zu starten und da mal reinzugucken. Ist auch nichts Schwieriges. Es gibt ja fluoridfreie, gute Zahnpasten mittlerweile genügend auf dem Markt, also in den letzten 20 Jahren, also seit dieses letzte Cartoon 1993 gestartet wurde. Also wo man sagen könnte, in der Endphase des Kali-Yugas, der Dunkelheit, wurde schon mal die Dämmerung angezündet. Das waren diese letzten 20 Jahre dann, eben von 93 bis 2012. Und da sind schon eben die ersten erwacht und da ist ja eben auch die Esoterik und die Naturheilkunde und so weiter stark eben gewachsen und nicht von ungefähr. Und eben das kann man ja einfach probieren. Es gibt ja mittlerweile ganz viele Dinge, ohne gleich, du bist ein Eso-Fuzzi, Verschwörungstheoretiker, Nazi oder Reichsbürger oder sonst was, kann man sich ja trotzdem mal, wenn man sich nicht traut, in diese Räume zu gehen, kann man sich ja trotzdem mal gönnen und sagen, okay, aber dann probiere ich einfach mal, was ja genau ganz normal bei mir im Natur Kostladen oder wo auch immer, sogar in Drogeriemärkten mittlerweile vorhanden sind, Standard sind, da einfach mal zu schauen, okay, wie fühle ich mich denn, wenn ich jetzt einfach mal ein Jahr lang auf Fluorid verzichte? Und man wird das deutlich wahrnehmen, vielleicht nicht so wie bei einem Kind, wo die Dynamik natürlich noch viel schneller abläuft, aber man wird auf jeden Fall für sich feststellen können, hey, ich fühle mich klarer, bewusster. Und wenn man dann noch wenn man seine Ernährung, seine Lebensweise umstellt, eben auch Meditation oder mehr in die Natur geht, auch seine Kinder raus, also die gesündesten Kinder hast du eigentlich im Waldkindergarten. Ja. Also auch hier haben wir ja schon genügend Erfahrung, die sind robust bei Wind und Wetter, Regen und Schnee und Sonne und wie auch immer, sind die draußen, erleben sozusagen den Kindergarten im Wald, denen geht es super gut. Dann ist natürlich auch, wenn man sagt, okay, wie kann ich jetzt auch das Immunsystem oder überhaupt die Gesundheit meines Kindes stärken? Ich meine, wenn jetzt ein Kind mit Kaiserschnitt auf die Welt kommt und nicht gestillt worden ist, dann hat das natürlich vom Mikrobiom her, also von unserem dritten Gehirn, schlechte Startmöglichkeiten. Aber das kann man substituieren, das kann man nachholen. Also man kann auch solchen Kindern, die dann oft Allergiker sind oder andere Probleme haben, weil es dann noch geimpft wurde, das ist dann nochmal schlimmer. Also da kann man natürlich schon nochmal extrem draufpacken vom schlechten Start her. Kann man trotzdem viel wieder bewirken. Es gibt genügend Heilpraktiker, Naturärzte, die sich super auskennen in diesen Bereichen, wie man auch die Schwermetalle aus dem Körper ausleiten kann, die in den Impfungen drin ist, wie man das Kind unterstützen kann. Aber es gibt einfach auch viele Möglichkeiten, was man als Eltern tun kann. Nämlich eben, lass das Kind raus in den Dreck. Das ist schon mal eine gute Geschichte. Achtet nicht auf die Sauberkeit der Kleider. Das ist natürlich auch so was Tolles, weil ein Kind liebt es, in den Elementen sich auszutoben. Und braucht es auch, also gerade auch die Kinder, die dann als hyperaktiv oder ADHS ist, die müssen unbedingt raus. Die sind viel ausgeglichener, wenn die ihre Energie wirklich auspowern können. Also da werden die Zuschauer feststellen, die schlafen viel besser, sind viel handsamer, sind auch bereiter, wieder in einen sozialen Konsens innerhalb der Familie zu gehen. Ich meine, Zärtlichkeit und Liebe und Zeit mit ihnen zu verbringen, ich meine, ich weiß, das sind Herausforderungen, gerade das Thema Zeit, aber das ist einfach unabkennbar. Auch der Verzicht von irgendwelchen Handys und PCs, also nicht nur für das Kind selber, sondern auch, wenn man mit den Kindern zusammen ist, dann eben nicht im digitalen Raum, im virtuellen Raum verbringen, sondern dann wirklich mit dem Kind sein und wenn man spielt miteinander. Klar, es ist modern, Spielekonsole ist auch bequem, aber es ist was anderes, wie wenn man jetzt Brettspiele spielt zum Beispiel oder frei erfundene Spiele macht, auch hier wieder ein bisschen kreativ ist. Ich meine, das hört sich jetzt alles so alternativ grün an, aber es sind einfach wirklich diese Dinge, die eben das Körper, Geist und Seele nähren und nicht einfach nur Einseitigkeiten bilden. Und das sind einfach Dinge, die auch dem Kind helfen. Hey, meine Eltern... Ich sehe, wie meine Eltern vielleicht eingespannt sind und wenig Zeit haben, aber wenn sie Zeit haben, verbringen sie Zeit mit mir. Was glaubt man, was das mit dem Selbstbewusstsein eines Kindes tut? Also das ist ganz viel Aufwertung. Man gibt ihm seinen Platz, man gibt ihm seinen Wert. Es ist wirklich präsent, die Eltern sind präsent. Das sind ganz wichtige Sachen. Und natürlich, optimalerweise sollten oder dürften die Eltern auch draußen in der Natur mit den Kindern spielen und rumtoben. Ja, aber schau mal, muss die Kinder doch mal an heutzutage, die letzten 20 Jahre. Ich sprach vorhin von Verpanzerung, ja, und emotionalen, aufgestauten Themen. Ich meine, wenn wir uns heute die Verfettung
der Kinder angucken, ja, aufgrund eben Mangelernährung, Mangelbewegung, nur vor der Glotze, ja, immer nur wieder schlechtes Licht und. Könnte man tausend Sachen aufzählen. Ja, der Körper verhungert, trotz des Übergewichts. Richtig, nee, genau, das ist es ja. Das meine ich ja damit. Ja, das, dieser Ausdruck, dieser Umfang hat genau damit etwas zu tun. Vor was möchte ich mich denn schützen? Ich baue eine Schicht nach der anderen auf. Weil natürlich die Verwahrlosung der Liebe, des geistigen Eigentums oder der geistigen Reife völlig ins Bodenlose versackt. Was wollen wir denn mit solchen Menschen? Das will doch kein Mensch da draußen, kann ich mir nicht vorstellen, ja, dass wir solche Kinder haben wollen, solche zukünftigen Erwachsenen, die ja irgendwo auch noch tatkräftig sein wollen. Wir haben genügend Sachen auf dieser Welt zu regeln. Das können wir aber nicht mit solchen Menschen machen. Ja, aber gut, wenn du die Zukunft anschaust von diesen Gruppierungen, ist natürlich alles automatisiert, ist alles gesteuert. Also das heißt, der Mensch wird eigentlich nur noch als Zuchttier verwendet. Er soll ja gar nicht mehr die Macht und die Intelligenz haben, die Welt anzupacken und zu gestalten. Das wird ihm ja alles, er wird ja entmündigt. Also schon seit Jahrhunderten. Jahrhunderte, ja. Ja, Jahrtausenden kann man dann wieder übertreiben. Ja, aber im Endeffekt schon. Aber diese Entmündigung ist jetzt wirklich in einem Kontext angekommen, wo es flächendeckend und wirklich global ist. Und in allen Bevölkerungsschichten, in allen sozialen Strukturen, in allen Völkern, in allen Ländern, überall ist diese Entmündigung angekommen. Und natürlich ist es so, diese Abwärtsbewegung nährt, generiert auch einen Teufelskreis, was immer mehr dazukommt. Und dann kommt auch dazu, weil du sagst, diese Panzerung. Immer wenn wir natürlich einen Schmerz erleben, dann neigt unser System psychologisch dazu, das abzuspalten. Also sprich zu vergessen. Obwohl der Schmerz gar nicht verarbeitet wurde. Und gerade natürlich nach Intensität des Schmerzes, wenn es dann eben zum Schock oder zum Trauma wird, dann sind das massive Abspaltungen unseres Systems, wo uns dann aber auch diese Lebensanteile fehlen. Sie sind ja im Tresor eingesperrt im Keller. Und ich komme dann nicht an diese Fähigkeiten ran, die natürlich gebunden sind in diesen Aspekten. Das heißt, ich werde dann auch defragmentiert im sprichwörtlichen Sinne. Das heißt, ich bin dann nicht mehr 100%, oder man kann eh übertrieben sagen, welcher Mensch ist denn schon 100%? Aber ich bin dann, wenn ich sage jetzt durchschnittlich 20% takten, die normalen Menschen, oder wenn man es nach der Gehirnkapazität oder genetischen Kapazität nimmt, 10%, bin ich dann letztlich vielleicht bei 2%. Und da muss ich mich nicht wundern, dass diese Menschen nur noch wirklich ferngesteuert sind. Da ist nichts mehr, was eigentlich überhaupt sich wehren könnte, geschweige denn eine eigenständige Souveränität und Persönlichkeit aufzubauen, geschweige denn sich auf den Weg zu machen, seinen inneren Kosmos zu erleben. Und die Umkehr aus so einem Zustand natürlich rauszufinden, ist gerade am Anfang wie bei einem Flugzeug. Beim Start, ich muss Vollgas geben, ich muss wirklich viel Energie freisetzen, dranbleiben. Wir wissen ja auch über diese Zeitabläufe, wie lange es braucht, bis neue neurologische Vernetzungen ablaufen, bis neue hormonelle Cocktails gebildet werden, also bis neue Verhaltensweisen wirklich installiert werden in mir. Und da muss ich halt einfach wirklich Disziplin und eine Motivation in mir haben, und diese Motivation muss natürlich stärker sein wie die Hindernisse, die auf dem Weg auftauchen. Das heißt, ich muss dann aus irgendwelchen Gründen oder durch irgendwelche Wege motiviert werden. Und das ist halt immer noch bei den meisten der Leidensdruck. Der Überlebenstrieb und der Leidensdruck. Weil freiwillig gehe ich diesen inneren Kampf, diesen inneren Prozess nicht an, weil er wirklich schweißtreibend ist. Und jeden Tag, wenn ich aufstehe, steht er vor mir. Vielleicht begleitet er mich sogar durch die Träume hindurch, wenn da starke Verarbeitungsprozesse ablaufen. Das ist natürlich nicht leicht. Aber man merkt das wie bei einem untrainierten Menschen, der halt anfängt zu trainieren und irgendwann tatsächlich fähig wird, einen Marathon zu laufen. Über die Sinnhaftigkeit kann man sich jetzt streiten, aber so ist es einfach. Jeder Anfang ist schwer. Und da aber dran zu bleiben, immer wieder das Ziel vor Augen zu haben, weil das Ziel letztlich uns die Motivation gibt. Ja, ich will gesund werden. Und man braucht nicht wirklich eine tödliche Krankheit, einen Schicksalsschlag oder existenziell bedrohliche Umstände, damit man sich in Bewegung setzt. Genau da sind wir ja wieder am Kern eigentlich angekommen, weil darum geht es nämlich genau bei dieser ganzen Maschinerie, CO2, wie in der letzten Sendung, 5G-Technologie, jetzt haben wir das Thema Impfen.
genau darum geht es, nämlich das klein zu halten, in der Angst zu sein oder die Menschen in der Angst zu lassen, in der Unbewusstheit zu lassen. Ich halte es für ganz sinnvoll, dass wir in einer der nächsten Sendungen auch mal besprechen, genau dieses Thema genauer. Einmal finde ich das sehr interessant, nochmal zu dem Thema der natürlichen biologischen Programme, die der Körper so macht. Und in dem Zusammenhang auch mal darüber zu sprechen, was bei Verdrängungsprozessen eigentlich, welche Energien wir dann noch erschaffen, ja, und wie die uns am Ende auch noch geißeln können, ist sicherlich auch ein ganz entscheidender Faktor. Ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr viele Menschen interessiert, denn diese Energien, wenn wir was verdrängen, verschwinden nicht, ja, die nehmen wir ja mit. Ja, und wir sind auch keine isolierten Systeme. Nee, das heißt, wir interagieren dann natürlich mit entsprechenden Feldern oder Wesen im Außen. Ja. Genau. Ich würde dich jetzt vielleicht nochmal bitten, zusammenzufassen für deine Schlussworte. Wie gehen wir aus der Sendung raus? Können wir noch was Positives formulieren? Ja, ja, klar. Also das Positive ist auf jeden Fall, jeder hat es selber wieder selbstverantwortlich in der Hand, wie er auf das Ganze einsteigt, wie ihr darauf reagiert, auch was für Möglichkeiten ihr habt jetzt zum Beispiel, ganz einfach, wie kann ich, wenn ich einen Infekt habe, das auf Alternative natürlicherweise unterstützen mein Immunsystem tatsächlich mit zum Beispiel kolloidalem Silber oder MMS oder mit anderen Naturheilmitteln, Homöopathie. Also es gibt hier, ich möchte es hier nicht die homöopathische Apotheke bringen, da bin ich zu wenig firm drin, aber einfach, dass ihr wisst, es gibt ganz viele Möglichkeiten, die im Kontext mit dem Leben das Leben tatsächlich unterstützen und Gutes tun. Also die ganze Apotheke, die natürliche Apotheke, steht immer zur Verfügung, wenn ihr wirklich Infekte habt, wenn ihr wirklich Krankheiten habt. Ansonsten versteht bitte auch, dass eine Krankheit, sprich die Symptomatik, bereits die Heilung des Körpers ist. Fieber sollte auch nicht unterdrückt werden, sondern einfach dahingehend in einem Bereich gelassen werden, dass sie vielleicht 40 Grad nicht übersteigen, sondern eben unterhalb bleiben. Aber Fieber ist ein Heilmechanismus unseres Körpers. Das ist auch wichtig. Also das, was wir eigentlich Krankheit nennen, ist bereits der Heilprozess, weil die Krankheit vorher bestanden ist. Und ihr könnt mit eurem Körper kommunizieren. Und ihr habt auch sehr viel Macht, mit den Körpern eurer Kinder zu kommunizieren. Ihr könnt, warum ist es so, dass Kinder natürlich auch in dieser Krankheitsphase, wo sie geschwächt sind, auch emotionell wesentlich sensibler sind? Das ist nicht nur auch das Mangel der Energie, sondern es kommen hier auch emotionelle Bestandteile der Kinder zum Vorschein, die so halt gedeckelt sind oder nicht Raum kriegen. Und ein krankes Kind traut sich auch schneller, seine Bedürftigkeit natürlich auszusprechen, weil es im Alltag vielleicht gewohnt ist, dass es weggeschoben wird oder einfach keine Zeit da ist oder es wird ignoriert oder man geht darüber hinweg. Und das sind alles so Sachen, einfach die Art und Weise, wie geht ihr mit dem Leben grundsätzlich um? Ganz wichtig, lasst die anderen da draußen einen Hurrikan erzeugen, bleibt aber in eurer Mitte, im Auge des Hurrikans, wo es ruhig ist, wo Stille ist, wo ihr auch euch selber und eure eigene Wahrheit wahrnehmen könnt. Und dann wirklich traut es euch auf den Weg zu machen, eurer eigenen Wahrheit. Auch wenn die ganze Welt schreit, Coronavirus oder eben Masern oder was auch immer. Es spielt im Endeffekt keine Rolle, weil wenn die ganze Welt so medial schreit, könnt ihr sicher sein, aha, da läuft wieder irgendein Programm, wo sie uns als Herde hinführen wollen und konditionieren wollen. Und das muss einfach nicht sein. Und genauso bei diesem Thema. Informiert euch, macht euch selber auf die Suche, es gibt genügend Material. Wissen ist Macht. Und dieses Wissen halt wirklich in euch eigenständig, in eurer eigenen Dynamik, Zeit, auf eurem eigenen Weg zu erkunden, ist euer Menschenrecht. Es ist euer göttliches Recht. Aber auch aus eurem Wissen zu schöpfen, was ihr ja innerlich schon habt. Wir alle haben die Fähigkeit, auf das universelle Wissen zuzugreifen, weil wir ein Teil dieses universellen Seins sind. Das heißt, wir können auch Wissen in uns abrufen, was wir jetzt nicht von außen bewiesen haben oder wo jetzt andere vielleicht nicht dran glauben, aber innerlich trotzdem in der Wahrhaftigkeit spüren, das ist Wahrheit. Und diese Wahrheit könnt ihr einfach leben. Also vertraut euch selber mehr, befreit euch von den Fesseln, die von außen sind, wieder einmal, wie bei allen Themen oder bei vielen Themen, die wir bis jetzt gebracht haben. Es führt euch wirklich in eurer Welt zum Besten. Und ihr könnt sicher sein, wenn die Menschen um euch herum erst recht laut werden und euch angreifen, seid ihr auf einem guten Weg. Weil das sind einfach nur die Egos und die Programme, die in ihnen bereits fremdbesetzt installiert wurden, die versuchen, euch auch wieder zurück in den Käfig zu bringen.
Genießt eure Freiheit. Lebt sie als multidimensionaler Schöpfer. Vielen Dank, Martin. Wieder eine fantastische Sendung. Ja, hat mich auch wieder sehr gefreut. Und ein wichtiges Thema. Waren wieder viele Botschaften drin. Danke dir. Liebe Zuschauer, ja, vielleicht als Quelle noch. Martin sprach von dem Thema der Genetik. Wie weit hat Umwelt einen Einfluss auf unsere Genetik? Gibt es überhaupt sowas wie genetische Vererbung und, oder auch Krankheiten, die genetisch vererbt werden? Dr. Lipton hat dazu eine sehr gute Abhandlung bzw. gute Arbeit geleistet in den letzten 30 Jahren, glaube ich. Also eine zitierbare Quelle, ja, ein international anerkannter Arzt, der mit diesem Vorurteil mal aufräumt und sagt, wir werden geprägt durch unsere Umwelt. Und wir haben es in dieser Sendung ja oft genug drin gehabt. Es sind unsere Glaubenssätze, die uns oft genau dahin bringen, wo wir sind. Also gilt es doch zunächst einmal, die zu überprüfen. Stimmen die denn überhaupt noch? Kommen diese Glaubenssätze von mir oder sind sie von außen einprogrammiert, von wem auch immer? Und da möchte ich auch mit den Worten, wie das Martin schon sagt, schließen. Vertraut euch selbst. Das beste Messinstrument für allerlei Sachen seid ihr selber. Es sind eure Einstellungen dazu, auch zum Leben, die eben genau den Weg vorzeichnen, den ihr geht. Ihr habt es in der Tat selber in der Hand. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich fürs Zuschauen, für die reichlichen Kommentare auch der letzten Sendungen, für die Unterstützungen und. Ihr wisst genau Bescheid, wer es noch nicht gemacht hat, YouTube-Kanal abonnieren, bei Telegram mal reinschauen, Fangruppe bei Facebook und. Also überall da kann man uns unterstützen. Schaut doch gerne mal bei uns auf dem Shop vorbei. Für einige Dinge, die wir auch immer wieder in diesen Sendungen ansprechen, bieten wir praktikable Lösungen an. Dasselbe gilt auch natürlich für einen Blaubeerwald-Shop mal. Kann man auch mal reinschauen. Gerade die monoatomaren Elemente helfen dann doch bei gewissen Prozessen, wenn man die mal anstoßen möchte. Seid da eingeladen, euch selber zu helfen. In diesem Sinne, eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Ciao.